was bleibt, was kommt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe ZuschauerInnen. Wir sind hier im Tagungswerk am Checkpoint Charlie in Berlin und wir wollen so eine ganz besondere Resümee-Veranstaltung für Sie machen, nämlich zum Ende der UN-Dekade für biologische Vielfalt 2011 bis 2020. Und er, der hier neben mir steht, ist sozusagen der deutsche Cheforganisator. Der hat nämlich als Leiter der Geschäftsstelle der UN-Dekade für biologische Vielfalt des Instituts NOVA in Hürth im Grunde alles organisiert. Das ist Arno Todt. Herzlichen Dank, Frau Huge. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Und das ist die UN-Dekade, Botschafterin, gelernte Biologin und engagiert in Umwelt und Natur, in Umwelt und Naturschutz, Nina Ruge. Juhu. Und natürlich müssen wir jetzt ganz protokollarisch und ordentlich protokollarisch diejenigen begrüßen, die hier hochrangig bei uns am Checkpoint Charlie da ist, live und in Farbe. Wir freuen uns sehr. Es ist eine große Ehre, dass sie da ist, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Danke für Ihr Kommen. Und wir freuen uns natürlich auch, dass sie dabei ist, die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz. Sie ist uns aus Bonn, aus ihrer Behörde, online zugeschaltet, Professor Beate Jessel. Schön, dass Sie auch heute dabei sind. Sie sieht uns, super, alles, die Leitung steht. Zwei, drei Fragen an Herrn Todt. Sind über 1000 UN-Dekade-Projekte ausgezeichnet worden in diesen 10 Jahren, seit 2015 sind Sie dabei. Sie kennen die Fachjury, Sie kennen die Fachteams. Sie waren in jedes Detail bis ins Letzte involviert. Ist da jetzt eine Träne im Knopfloch, weil die Dekade zu Ende ist? Auf jeden Fall. Insbesondere werde ich die vielen guten Treffen und Kontakte vermissen. Mit den UN-Dekade-Teams, mit den Gruppen, die wir gehabt haben, die fachlich und atmosphärisch immer sehr, sehr gut gelaufen sind. Und natürlich werde ich auch die vielen Kontakte vermissen zu den Projektträgern, die wir in der Geschäftsstelle gehabt haben. Mit über 1000 UN-Dekade-Projekten, die ausgezeichnet worden sind, haben wir einen enormen Überblick bekommen über die Themen, die halt in Deutschland zur biologischen Vielfalt laufen. Und wir hatten im Rahmen der UN-Dekade die Möglichkeit, neuere Themen auch weiterzuentwickeln, wie das Thema soziale Natur, Natur für alle. Und das werde ich natürlich sehr vermissen. Ich habe auch eine Träne im Knopfloch, die kullert sogar schon 15 Jahre, weil ich durfte damals die nationale Strategie für biologische Vielfalt mit dem Bundesumweltminister Sigmar Gabriel zusammen moderativ begleiten. Aber was Sie gemacht haben, das ist wirklich bemerkenswert in dieser Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie es nicht ganz alleine waren, sondern dass da noch ein Team dahinter steht, dem Sie vielleicht Danke sagen wollen. Definitiv. Definitiv, ja natürlich. An erster Stelle möchte ich natürlich dem Bundesumweltministerium, dem Bundesamt für Naturschutz danken, die UN-Dekade-Geschäftsstelle überhaupt ermöglicht haben. Vielen Dank, Frau Schulze, vielen Dank, Frau Jessel, dafür. Und bedanken möchte ich mich auch bei den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern im BMU und im BFN, mit denen wir diese Zeit sehr positiv und sehr eng zusammengearbeitet haben. Auch diese Personen haben ganz wesentlich eben zum Gelingen der UN-Dekade beigetragen. Natürlich möchte ich mich auch bei den vielen UN-Dekade-Projektträgerinnen und Projektträgern bedanken und den Laudatoren, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, viele Landräte sowie Ministerinnen und Staatssekretäre aus dem Bund, aber eben auch aus vielen Bundesländern, die am Ende das Herzstück der UN-Dekade waren. Ohne diese Personen wäre die UN-Dekade nicht in der Form über die Bühne gegangen. Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch beim UN-Dekade-Kompetenzteam, der Fachgruppe Kommunikation und Medien, den vielen UN-Dekade-Botschafterinnen und Botschaftern. Dirk Steffens ist da, Nina Ruge ist da und viele andere Botschafterinnen und Botschafter haben uns da wirklich hervorragend unterstützt. Und insbesondere möchte ich mich bei der UN-Dekade-Fachjury bedanken, die in diesen 10 Jahren in 16 Sitzungen über rund 1750 Projektbewerbungen entschieden haben. Eine
enorme, eine super tolle Arbeit. Mein Dank geht auch noch an unseren Projektpartner in Bonn, die Agentur Intention, mit der wir einen Großteil der Öffentlichkeitsarbeit realisiert haben und die in ganz wunderbarer Weise unsere Website und Social Media realisiert haben. Und schließlich, und das möchte ich wirklich nicht vergessen, auch einen Dank an unsere Vorgänger, an das Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die 2011 den UN-Dekade-Wettbewerb und die vielen guten Ideen auf die Schiene gesetzt haben. Ist eine ganze Menge, die unglaublich hart gearbeitet haben. Absolut. Was war, was bleibt, was kommt? Ganz kurz, weil Sie haben mich verpflichtet, ich soll auf die Zeit gucken. Jetzt ist unsere schon fortgeschritten, aber trotzdem, die Antwort interessiert mich natürlich. Wie optimistisch bzw. skeptisch schauen Sie in die Zukunft der Biodiversität in Deutschland? Ich bin grundsätzlich ein Optimist. Also insofern denke ich insbesondere das Insektenthema in Deutschland in den letzten Jahren stimmt mich da auch weiterhin optimistisch. Es hat sich gezeigt, wie groß die Anschlussfähigkeit und die Resonanz für dieses Insektenthema in Deutschland und damit auch für die biologische Vielfalt in Deutschland war und eben auch für die Erhaltung. Eine Herausforderung sehe ich darin, diesen Ansatz aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Ja, und darüber spreche ich jetzt gleich mit derjenigen, die im Driver Seat sitzt. Vielen Dank, Arno Todt. Sehr und gerne. Danke nochmal für Ihre großartige Leistung als Leiter der Geschäftsstelle der UN-Dekade für biologische Vielfalt. Merci vielmals. Danke. Ja, den Applaus, den Sie jetzt hier hören, liebe ZuschauerInnen, der kommt von insgesamt 7 Personen, also er ist enthusiastisch. Ich darf jetzt also natürlich gleich als Erste die Bundesumweltministerin zu mir bitten. Und Sie wissen vielleicht alle, die zuschauen, aber ich darf es nicht unterschlagen. Sowohl die Bundesumweltministerin als natürlich das Bundesamt für Naturschutz, die sind für die Gestaltung der UN-Dekade für biologische Vielfalt in Deutschland verantwortlich. Und sie bezahlen es auch, ne? Das sollte mal gesagt werden. Und unser kleines Gespräch haben Sie und Ihr Haus überschrieben mit dem Titel Antworten in Deutschland auf eine weltweite Herausforderung. So, dann hätte ich gerne eine Antwort auf die Frage, wie steht's um die biologische Vielfalt in Deutschland und eventuell auch ein bisschen weiter geschaut, nämlich in der Welt. Ja, es steht nicht wirklich gut um die biologische Vielfalt, weder weltweit noch in Deutschland. Das ist ein wirklich ernstes Thema. Wir wissen von der Wissenschaft, wir wissen aus dem Weltbiodiversitätsrat, wie dramatisch die Lage im Moment eigentlich ist. Wenn wir so weitermachen würden, was wir ja alle nicht wollen. Aber wenn wir so weitermachen würden, dann könnten im Laufe dieses Jahrhunderts 1 Million Tier-, Pflanzen- und Pilzarten verschwinden. 75% unserer Landoberfläche, 66% der Meere sind schon durch menschliche Eingriffe wirklich sehr, sehr stark verändert. Und es geht nicht nur um die Zerstörung der tropischen Wälder, die ist ja noch präsent, das weiß man ja noch, sondern es geht um wirklich einen Verlust an Biodiversität, an Vielfalt von Insekten, von Pflanzen. Wenn man sich das in Deutschland anguckt, dann gab es auch einen massiven Abwärtstrend. Der ist jetzt ein bisschen gestoppt. Wir stagnieren. Aber stagnieren heißt ja noch nicht, dass es schon besser geworden ist. Mag ermutigen, dass es eben nicht mehr bergab geht. Aber was wir schaffen müssen, ist die Wende, dass es wieder aufwärts geht. Und es ist auch räumlich sehr unterschiedlich. In der Agrarlandschaft zum Beispiel ist weiterhin ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Und das, was ich in meiner Kindheit noch kannte, dass man Kiebitze auf den Feldern hatte, dass man Rebhühner gesehen hat, ja, schon das gibt es heute nicht mehr. Und wenn wir uns bei den Insekten anhören und ansehen, wir haben das gerade gehört, dann ist der Rückgang wirklich dramatisch. Von den über 550 Wildbienenarten ist schon die Hälfte auf der roten Liste. Also wir müssen weiter dranbleiben, weltweit und auch in Deutschland. Ja, die Bundesregierung hat da ja auch ordentliche Anstrengungen übernommen und in Angriff genommen, gerade in den letzten 10 Jahren. Können Sie uns einen kleinen Überblick über Ihre Aktivitäten geben? Nochmal so im Zeitraffer. Ja, dafür ist das ja gut, wenn man zwischendurch nochmal so innehält und überlegt, was haben wir eigentlich alles schon geschafft? Die Umweltseite guckt ja immer nur nach vorne, will immer mehr erreichen, aber es ist schon eine Menge erreicht. Das ist als globales Problem erstmal erkannt. Das ist wichtig, weil nur wenn man so ein Problem auch wirklich erkennt und annimmt, dann kann es auch weitergehen. Und
Das finde ich gut. Wir sind nicht alleine in Deutschland, sondern es ist wirklich weltweit als Herausforderung erkannt. Es geht nicht mehr nur um die Klimakrise, es geht auch darum, wie wir eben die biologische Vielfalt erhalten und wie wir die Grenzen akzeptieren, die die Natur uns setzt. Jetzt sind sie jedenfalls deutlich überschritten. Wir müssen als Industrieländer natürlich Vorbild sein. Wir sind Teil des Problems. Wir haben eine Menge sozusagen da angerichtet. Jetzt müssen wir auch Teil der Lösung sein mit dem, was wir hier in Deutschland tun und mit den Lösungen, die wir hier anbieten. Und deswegen machen wir da auch eine Menge. Wir haben Geld in die Hand genommen, seit 2013 500 Millionen Euro jährlich, um eben Wälder zu schützen, um sie nachhaltig zu nutzen, um Ökosysteme sozusagen zu schützen und auch eben weiterzuentwickeln. Wir haben eine internationale Klimaschutzinitiative, wo wir weltweit helfen, Artenvielfalt zu erhalten, natürliche Kohlenstoffsenken wieder aufzubauen, entwaldungsfreie Lieferketten, um nur das Stichwort zu nennen. Und wir haben natürlich auch uns gegen Wilderei, gegen illegalen Artenhandel gewandt. Da ist Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren einer der größten Geldgeber. Und was mich persönlich sehr ermutigt hat, das war das Engagement in Deutschland für den Schutz der Insekten. Wie viele Menschen da gesagt haben, das geht mir jetzt so weit, ich will, dass die Insekten geschützt werden. Wie viele sich vor Ort engagiert haben, das war wirklich beeindruckend. Und da konnten wir, sprechen wir sicherlich noch drüber, auch in der Bundesregierung eine ganze Menge noch voranbringen, um da weiterzukommen. Wir haben sehr, sehr viel Geld auch im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Ich war am Anfang ganz froh, dass wir mal 15 Millionen Euro für das Programm reserviert hatten. Jetzt inzwischen haben wir 45 Millionen Euro. Wir haben den Waldklimafonds, wir haben den Wildnisfonds, wir haben das sehr schöne Förderprogramm für die Auen. Und das alles hilft, um eben die biologische Vielfalt zu schützen und sie auch vor allen Dingen wieder voranzubringen. Das ist auch wirklich anerkennenswert. Schon 2010 haben NABU und BUND zusammen gesagt, also die Biodiversitätspolitik der Bundesregierung, das müsste ja eigentlich eine Querschnittsaufgabe sein. Verkehrsministerium muss dabei sein, Wirtschaftsministerium muss dabei sein, Agrarministerium muss dabei sein. Wie viel Querschnitt haben wir denn heute? Naja, wir haben etwas mehr Querschnitt, aber aus meiner Sicht immer noch nicht genug. Aber so eine UN-Dekade, die trägt schon dazu bei, dass es eine ganz andere Aufmerksamkeit gibt, dass das Thema plötzlich viel, viel stärker wahrgenommen wird, dass man so tolle Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnt, die darüber auch reden. Und das hilft, da wirklich weiterzukommen und immer wieder zu sagen, das ist jetzt nicht hier so ein Spezialthema des Umweltministeriums, sondern das ist eins, was eine gesamte Regierung bewegen muss, wo wir gemeinsam vorankommen müssen. Ist es so? Naja, noch nicht genug, aber wir sind Stücke vorangekommen. Also, dass wir sowas haben wie jetzt das Insektenschutzprogramm, ein Aktionsprogramm, wirklich, was sich auf den verschiedensten Ebenen mit Insektenschutz auseinandersetzt, wo Umweltministerium mit dem Landwirtschaftsministerium vor allen Dingen zusammenarbeiten musste. Das ist ein Schritt nach vorne und auch, wenn ich immer noch mehr will, ich glaube, das ist das die natürliche sozusagen Genetik einer Umweltministerin, diese Schritte darf man auch nicht kleinreden, das ist ein Stück nach vorne. Und die nationale Strategie für biologische Vielfalt, die ja schon 2007 auf die Schiene gesetzt worden ist, 2020 soll sie ja weiterentwickelt werden, jetzt haben wir 2021, was ist denn da so im Köcher? Jetzt bei der Weiterentwicklung. Naja, erstmal finde ich, lohnt es sich auch noch mal so ein bisschen zu gucken, was haben wir da eigentlich alles geschafft? Wir haben diesen Schwerpunkt biologische Vielfalt gehabt. Wir haben, das wurde gerade schon angesprochen, diesen Sonderwettbewerb soziale Natur für alle. Und was mich total beeindruckt hat, ist, wie viele da mitgemacht haben, wie viele sich vor Ort engagiert haben, wie viele Menschen überhaupt dabei waren, wie vielen es wichtig ist, dass wir die Natur erhalten, dass wir den Zustand wieder verbessern. Wir haben diese Projektwettbewerbe gemacht mit Foto-, mit Videowettbewerben, mit Schülermalwettbewerben, mit wirklich tollen Ergebnissen, was Schülerinnen und Schüler alles wissen und was sie da eben auch gezeigt haben, ganz toll, Wanderausstellungen, Filmclips. Also ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen und da hat die Geschäftsstelle auch einfach Großartiges geleistet. Den Dank machen wir zum Schluss, aber dieses ganze Paket, diese ganze Aufmerksamkeit, die das Thema bekommen hat, ich glaube, ohne diese vielen Menschen wäre das nicht gelungen. So ein Ministerium und auch die Engagierten in den Naturschutzverbänden können das nicht alleine. Also erstmal ein großes Kompliment an die Macher der UN-Dekade für biologische Vielfalt von 2011 bis 2020 und vielleicht doch noch mal in die Zukunft geguckt. Gehen Sie nach Kunming
zur COP15, also zur Biodiversitätskonferenz? Ja, ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, dass das alles auch wirklich stattfindet. Corona hat uns ja wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten uns ja schon viel früher treffen. Jetzt laufen die Vorbereitungen aber gut. Und es ist sehr wichtig, dass wir da einen gemeinsamen globalen Rahmen finden. Wir brauchen nicht nur Ziele, sondern wir müssen auch sagen, wie erreichen wir diese Ziele eigentlich? Wie ist es messbar? Was sind die nächsten Schritte? Und das jetzt voranzubringen, dafür ist Kunming sozusagen der Punkt, auf den jetzt alles hinausläuft. Ja, und das soll ja auch Europa sozusagen in den Driver's Seat, also wirklich die führende Kraft in Kunming werden. Wie wollen Sie das machen? Ja, auf der europäischen Ebene ist es uns in der deutschen Ratspräsidentschaft gelungen, wirklich Schritte voranzukommen. Wir haben es geschafft, uns mit allen europäischen Ländern auf Maßgaben für die EU schon mal zu einigen. Anzuerkennen, dass wir diese Schutzgebiete haben wollen, dass 30% der Landesfläche, 30% des Meeres geschützt werden soll. Und diese gemeinsamen Vereinbarungen, dass wir eine Biodiversitätsstrategie haben, dass wir eine Farm to Fork, also auch für den landwirtschaftlichen Bereich eine Strategie entwickelt haben, das hilft enorm weiter. Manche sagen ja, wozu brauchen wir denn solche Strategien? Ja, aber wenn man erstmal so einen Rahmen hat, auf den sich alle Staaten geeinigt haben, dann ist es viel leichter, die nächsten Schritte zu gehen, Programme zu haben und das eben dann auch auszufüllen. Und das ist unter deutscher Ratspräsidentschaft gelungen. Und das ist ein guter Schritt hin jetzt zu der großen weltweiten Biodiversitätskonferenz. Da werden wir auch gleich noch in unserer Podiumsdiskussion ab 15 Uhr darüber sprechen, die EU-Biodiversitäts- oder biologische Vielfaltstrategie. Nur für den Hinterkopf, 50% weniger Pestizide bis 2030, 20 Milliarden Euro pro Jahr zum Schutz der biologischen Vielfalt, 3 Billionen Bäume pflanzen, 30%, haben Sie schon erwähnt, der Landflächen sollen Schutzgebiete werden. Also darüber müssen wir unbedingt noch reden. Wenn Sie jetzt aber die UN-Dekade in Deutschland rückblickend betrachten, mit welchem Gefühl verabschieden Sie sie? Naja, eigentlich verabschiede ich sie gar nicht. Und das finde ich das Schöne. Das Engagement geht ja weiter. Das sind ja Projekte, die weiterlaufen, wo viele Engagierte jetzt auch weiter dranbleiben. Die Dekade verändert sich, wenn wir jetzt ein neues Thema nehmen. Aber das Engagement der vielen Leute vor Ort bleibt. Ich erinnere mich noch sehr gerne an die vielen Projekte, die ich selber besucht habe. Bei mir in Münster zu Hause, im Klostergarten. Daran wird weitergearbeitet. Der ist weiterhin offen. Man kann sich das ansehen und sich von dem Engagement, was da vor Ort ist, eben auch wirklich begeistern lassen und vielleicht auch selber dann was machen. Also diese zahlreichen Akteure bleiben. Es wird weiter auch Unterstützung von der Bundesebene geben für die biologische Vielfalt. Und was mich wirklich beeindruckt hat, die Multiplikatoren. Also dass Sie dabei waren, dass Herr Steffens dabei war, dass wir eine eigene Jugendbotschafterin hatten mit Frau Art, die auch ganz wunderbar dieses Thema vorangetrieben hat. Also das ist wirklich was Besonderes, was Schönes, an was ich mich gerne weiter erinnere und was, glaube ich, auch wirklich bleiben wird. Und darf man ja nicht vergessen, nach der Dekade ist vor der Dekade. Also es geht jetzt ja weiter. Das neue Thema ist ja die Wiederherstellung von Ökosystemen 2021 bis 2030. Und auch da in diesem Thema steckt ja wieder das Thema biologische Vielfalt drin. Da geht es ja darum, dass man wieder Engagement, dass man Unterstützung braucht. Und ich hoffe, dass viele der Engagierten aus der Dekade für biologische Vielfalt jetzt auch bei dem neuen Thema Wiederherstellung mitmachen. Und dass wir mit dieser Dekade jetzt auch das Fundament aufgebaut haben, auf dem die neue Dekade dann sozusagen starten kann. Herzlichen Dank für dieses Eröffnungsgespräch der Bundesministerin für Umwelt. Und wir sehen uns um kurz nach 15 Uhr wieder und gucken dann auch noch mal wirklich ein bisschen intensiver in die Zukunft. Was können wir von Deutschland aus tun, in Europa, vielleicht auch weltweit? Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke auch. Und jetzt soll natürlich die zweite im Bunde zu Wort kommen, die ja gemeinsam mit der Bundesumweltministerin die UN-Dekade für biologische Vielfalt in Deutschland verantwortlich organisiert und auch bezahlt hat. Das ist die als Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz wirkt, Frau Professor Beate Jessel. Ich danke, dass Sie zugeschaltet sind und wir sind sehr gespannt, in Bonn sitzt sie, wir sind sehr gespannt auf Ihre Keynote mit dem interessanten Titel Vom Blick zurück zum Blick nach vorne, Vielfalt als Programm. Professor Jessel, bitte.
Ja, herzliche Grüße zunächst von Bonn nach Berlin. Was die Lorbeeren der Organisation betrifft, muss ich natürlich gleich sagen, da stehe ich nicht alleine, sondern stellvertretend für das BFN mit seinen 500 Kolleginnen und Kollegen. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, Frau Ruge, sehr geehrte beteiligte Akteurinnen und Akteure der UN-Dekade, meine Damen und Herren. Ich darf auch Sie nochmal zu dieser Abschlussveranstaltung ganz herzlich begrüßen. Und ja, der Applaus klingt zumindest frenetisch für 7 Personen vor Ort. Das glaubt man gar nicht. Aber ich freue mich, dass sehr viele Menschen, es sind glaube ich mehrere hundert heute, aus ganz Deutschland in diesem virtuellen Format zugeschaltet sind. Es wurde schon gesagt, als Bundesamt für Naturschutz waren wir in dem zurückliegenden Jahrzehnt zuständig für die, das heißt ein bisschen straff, bisschen sperrig, für die fachliche und administrative Ausgestaltung der UN-Dekade. Dahinter verbirgt sich aber einiges an Leben. Und wir waren darüber hinaus auch als Mitglied der Dekade-Jury an der Auszeichnung der, an der Auswahl der auszuzeichnenden Dekade-Projekte beteiligt. Und nicht zuletzt haben zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem BFN, darunter auch ich selber, insgesamt mehr als 70 Projekte ausgezeichnet. Dazu hätte ich Ihnen heute auch gerne einen bunten Bilderbogen mitgebracht, eine schöne PowerPoint-Präsentation durchlaufen lassen, anstatt selber hier mehr oder weniger dekorativ mit BFN-Logo zu sitzen. Aber meine Kolleginnen und Kollegen, auf die ich ja immer höre, haben mir gesagt, nee, da wärst du die Einzige, die das macht, also lass es bleiben. Also lassen Sie die Bilder dafür in Ihrem Gedächtnis, in Ihren Augen Parade ziehen. Blicken wir zurück. Im Oktober 2010 war es, dass die Vereinten Nationen den Zeitraum 2011 bis 2020 zur UN-Dekade biologische Vielfalt erklärt haben. Der Anlass war, dass in den Augen der Vereinten Nationen die bisherigen Zielsetzungen im Naturschutz nicht den Erfolg gebracht haben. Da gab es ja damals schon ein sogenanntes 2010-Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2010 zu stoppen und umzukehren. Den Trend, das ist nicht nur bis damals, das ist auch bis heute noch nicht erreicht worden. Neue Akzente waren also nötig. In den einzelnen UN-Mitgliedstaaten wurden dann auch ganz unterschiedliche Formate für diese UN-Dekade entwickelt. Und wir in Deutschland haben uns entschieden, beispielhafte, beispielgebende Modellprojekte in das Zentrum zu stellen. Daher wurde ein Wettbewerb konzipiert, der die öffentlichkeitswirksame Auszeichnung vorbildlicher Modellprojekte vorsah, die sich für die biologische Vielfalt einsetzen, indem sie die Natur oder ihre Bestandteile sichern, untersuchen oder aber eben auch über Natur kommunizieren. Durch die Auszeichnung vorbildlicher Projekte wollten wir zum einen das öffentliche Bewusstsein für die biologische Vielfalt und darüber hinausgehend auch die gesellschaftliche Verantwortung für ihren Schutz und die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile fördern. Ziel war es aber auch, Akteure aus möglichst allen gesellschaftlichen Bereichen für ein Naturschutzengagement zu gewinnen. Und so gab es neben Projekten aus den ganz klassischen Arbeitsfeldern des Naturschutzes auch viele solche, die anderen Bereichen entstammten, bei denen aber vielfältige Bezüge und Überschneidungen zu Naturschutzthemen bestehen. Insgesamt, das muss man sich mal vergegenwärtigen, wurden im Rahmen der UN-Dekade in Deutschland seit 2011 mehr als 1000 Projekte ausgezeichnet. All diese Projekte mussten von der Geschäftsstelle vorbewertet werden. Sie wurden anschließend von einer interdisziplinär besetzten UN-Dekade-Jury ausgezeichnet. Mehr als 1000 Projekte, da könnte man meinen, es gab sowas wie eine Inflation in der Auszeichnung. Das war zumindest in meiner Wahrnehmung bei weitem nicht so, sondern es war über die ganzen Jahre eigentlich fast jede Woche, fast jeden Monat irgendwo in der Presse zu lesen, es ist wieder ein Dekade-Projekt ausgezeichnet worden und bezeichnenderweise stand da oft durch die Vereinten Nationen. Kleine Notlüge, das war ist natürlich nicht so durch die Vereinten Nationen, das war auf nationaler Ebene, wurde aber so wahrgenommen und hat der Sache sehr geholfen. Darüber hinaus konnte dann ja auch die Öffentlichkeit jeden Monat aus den im Vormonat prioritierten Projekten mittels einer Online-Abstimmung ein Monatsprojekt bestimmen. Und aus diesen 12 Monatsprojekten wählte die Dekade-Jury dann ein Jahresprojekt aus. Und das wurde im Rahmen einer großen Naturschutzveranstaltung in aller Regel mit einem Preisgeld ausgezeichnet.
Unterstützt wurden Geschäftsstelle und Jury von UN-Dekade-Botschafterinnen und Botschaftern und von Jugendbotschafterinnen und Jugendbotschaftern, die sich in verschiedener Hinsicht sehr für die UN-Dekade im Speziellen und das Thema biologische Vielfalt im Allgemeinen eingesetzt haben. Hierzu auch aus dem BFN ein ganz herzlicher Dank. Alle Verantwortlichen im BMU, im BFN und in den Naturschutzverbänden waren sich zu Beginn der UN-Dekade in Deutschland einig, dass sich dieses Jahrzehnt will darin etwas Substanzielles für den Schutz der Natur erreicht werden, dass man sich dazu an die Breite der Gesellschaft richten muss. Und rückblickend, denke ich, ist es sicher nicht so ganz vermessen zu konstatieren, dieses Ziel wurde erreicht. Denn neben Vertreterinnen und Vertretern des Naturschutzes wirkten bei den ausgezeichneten Modellprojekten unter anderem auch Akteurinnen und Akteure mit aus der Land- und Forstwirtschaft, aus dem Sport, aus den Sozialverbänden, aus der Wissenschaft, der Bildung, den Medien, dem Gesundheitswesen, den verschiedenen Religionsgemeinschaften und nicht zuletzt auch des Bundes, der Länder und der Kommunen. So konnten wir neue Akteurs- und Zielgruppen erreichen und ganz neue Allianzen für den Naturschutz konnten geschlossen werden. In verschiedener Hinsicht stand die Dekade somit unter dem nicht ausgesprochenen Motto Vielfalt als Programm. Das zog sich wie ein roter Faden durch. Neu bei der UN-Dekade war, dass hier mittels eines Sonderwettbewerbes, sehr prominent ab 2017 war das, der Fokus auf die sozialen Belange des Naturschutzes gelegt wurde. Unter dem Motto soziale Natur, Natur für alle, wurden dabei verstärkt Menschen in sozioökonomisch benachteiligter Lage, Menschen mit Migrationsgeschichte und Menschen mit Behinderung in den Blick genommen. Und das ist auch wichtig, denn aus meiner Sicht lebt Naturschutz von der gesellschaftlichen Teilhabe. Er kann auch einige Beiträge im Übrigen leisten, um diese gesellschaftliche Teilhabe zu befördern. Er ist somit eingebettet in die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Naturschutzakteure und Engagierte leisten nicht nur konkrete Arbeit vor Ort, sie stärken auch den Naturschutz in der Gesellschaft und tragen dazu bei, dass er darin auch besser akzeptiert wird. Und dabei ist es elementar, dieses Engagement künftig weiter zu fördern und für Ehrenamtliche jedweder Herkunft oder sozialer Hintergründe vielfältige Möglichkeiten zur Mitwirkung am gesellschaftlichen Naturschutzdiskurs zu schaffen. Die Verknüpfung mit sozialen Fragen und Naturschutz, das ist ja auch nicht so ganz neu. Das muss man sich immer wieder auch einmal vor Augen führen. Ansätze zur Verbindung von Sozial- und Naturschutzpolitik, die gab es bereits im alten Preußen mit der Forderung etwa aus den Reihen des bürgerlichen Naturschutzes nach Einrichtung einer von sogenannten Staatsparken. Und es gab sie verstärkt danach auch in der Weimarer Republik. Schon früh wurde die sozialpolitische Bedeutung des Naturschutzes erkannt, aber eben später dann, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, war das auch wieder vergessen. Im Rahmen der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro griffen die Teilnehmerstaaten die soziale Dimension dann auch wieder auf in diesem Kontext nachhaltige Entwicklung. Und im Jahr 2007 übertrug Deutschland sie dann auch in seine nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Und seit 2009 untersuchen wir die sozialen Fragen im Übrigen auch im Rahmen der alle zwei Jahre gemeinsam von BMU und BFN durchgeführten Naturbewusstseinsstudien. Deswegen wissen wir zum Beispiel auch, dass die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sehr unterschiedliche, recht unterschiedliche Bezüge zu und Herangehensweisen an Natur aufweisen. Aus meiner Sicht ist die Möglichkeit zur Teilhabe an der Natur und am Dialog zur biologischen Vielfalt dabei immer auch eine Gerechtigkeitsfrage. Insbesondere benachteiligten Gruppen sollte es ermöglicht werden, dieses Recht in Anspruch zu nehmen und gegebenenfalls auch einzufordern. Wir haben vor diesem Hintergrund im BFN noch einen eigenen Arbeitsschwerpunkt zu Fragen eingerichtet, um dem im Naturschutz zu größerer Aufmerksamkeit zu verhelfen und soziale Fragen auch als wichtiges Querschnittsthema des Naturschutzes zu verankern. Aus Gerechtigkeitsgründen werden dabei vor allem Menschen in sozioökonomisch benachteiligter Lage in den Blick genommen. Im Rahmen der UN-Dekade konnten mittels ausgezeichneter Projekte beispielsweise zum Thema Flüchtlinge in Deutschland eindrucksvoll gezeigt werden, dass der Naturschutz eben auch einen elementaren Beitrag zur Integration von Neubürgerinnen und Neubürgern leisten kann und auch leistet.
Nun, einige persönliche Eindrücke möchte ich wiedergeben. Im Verlauf der UN-Dekade konnte ich selber ja an ganz unterschiedlichen Veranstaltungen und Auszeichnungen vorbildlicher Projekte mitwirken. Auch in diesem Zusammenhang ist die Überschrift Vielfalt als Programm zutreffend. Die Prämierungen fanden in den unterschiedlichsten Regionen in Deutschland statt. Ich erinnere mich unter anderem an Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Anhalt. Alleine das spiegelt geografisch die ausgezeichneten Projekte wider, dass das eine große Vielfalt mit sich bringt. Corona-bedingt mussten im letzten Jahr einige Auszeichnungen in den virtuellen Raum übertragen werden, aber auch das haben wir ganz erfolgreich hinbekommen. Auch standen bei den auszuzeichnenden Projekten ganz unterschiedliche Naturschutzthemen und dementsprechend unterschiedliche Akteurskonstellationen im Mittelpunkt. Beispielhaft erwähnen möchte ich das Thema Gewässer- und Auenrenaturierung, für das das Kooperationsprojekt etwa Wilde Mulde des WWF mit der Stadt Dessau, dem Biosphärenreservat Mittelelbe sowie dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung der Universität Leipzig, der Technischen Universität Braunschweig, der Leibniz-Universität Hannover und der Hochschule für Technik und Wirtschaft ausgezeichnet wurde. Die Menge und Breite der Akteure alleine in diesem Projekt, und deshalb nenne ich sie auch, ist schon beeindruckend. Das war am 29. November 2018 in Dessau. Landwirtschaft und Naturschutz, das war ein Thema, das sich unter anderem das prämierte Modellprojekt Rheinland hoch 3, hoch 3 heißt Lebensraum, Landwirtschaft und Lernort, dieses Projekt der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft gewidmet hat. Das wurde ausgezeichnet 14. Oktober 2020 in Bonn, war ein Heimspiel. Handel und Naturschutz war Thema des Kooperationsvorhabens Mehr Vielfalt, mehr biologische Vielfalt auf Apfelplantagen der Rewe Group mit dem NABU und der Bodenseestiftung. Die Auszeichnung fand am 16. April 2019 im Rewe-Markt Köln-Löwenich statt. Ich war übrigens beeindruckt von diesem sehr schön gestalteten Rewe-Markt und den dortigen Aktivitäten, die dort laufen und liefen. Für soziales Engagement wurden die Modellprojekte ungehindert engagiert von Europark, heute ja Nationale Naturlandschaften. Das war im September 2019 in Korin. Und das Kooperationsprojekt Der Weg ist das Ziel des Biosphärengebietes Schwäbische Alb mit verschiedenen Sozialträgern ausgezeichnet. Letztere am 9. Dezember 2020 im Rahmen einer digitalen Videokonferenz. Das nur ein kleiner Ausschnitt, der das große Spektrum erahnen lässt. Sämtliche ausgezeichneten Projekte leisten wichtige Beiträge sowohl für die langfristige Sicherung der Natur in Deutschland als auch zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort und zur Verwirklichung eines guten Lebens. Ja, was bleibt und wie weiter? Aus den Erfahrungen der UN-Dekade Biologische Vielfalt meine ich sagen zu können, UN-Dekaden sind besonders gut geeignet, um die öffentliche Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum auf bestimmte Naturschutzthemen zu lenken. Allerdings ist trotz aller Erfolge im Naturschutz bei einzelnen Arten weltweit, wie auch in Deutschland, ja immer noch ein besorgniserregender Rückgang der Biodiversität und auch der individuellen Zahl bei einzelnen Tier- und Pflanzenarten zu konstatieren. Das machen ja sowohl die internationalen IPBS-Berichte als auch die von BfN und BMU herausgegebenen Berichte zur Lage der Natur immer wieder deutlich. Das hat die UN-Dekade zur biologischen Vielfalt leider alleine so auch noch nicht stoppen können. Erfreulich ist, dass Jugendbewegungen wie beispielsweise Fridays for Future seit einiger Zeit erfolgreich in der Öffentlichkeit und vor allem auch politikwirksam auf die unmittelbaren Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Gerechtigkeitsfragen aufmerksam machen. Sicher ist, dass das gesellschaftliche und politische Bewusstsein weiterhin gefördert und die bisherigen Anstrengungen auf allen politischen Ebenen, in allen gesellschaftlichen Bereichen und Sektoren weiter verstärkt werden müssen. Insbesondere müssen die großen Krisenthemen Klimawandel und Biodiversitätsverlust gemeinsam angegangen werden. Sie dürfen keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden. Dem naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Und es geht dabei nicht nur um den klassischen Schutz der Natur, sondern auch um deren Weiterentwicklung, das Zulassen von Dynamik und deren Wiederherstellung, letztlich vor allem aber auch um unsere eigenen Lebensgrundlagen. Ja, und vor diesem Hintergrund begrüßen wir im BfN, dass es zu dem Thema Restaurierung ja jetzt im Anschluss eine neue UN-Dekade gibt, die sich explizit der Wiederherstellung von Lebensräumen widmet.
Die neue Dekade wird zahlreiche Biodiversitätsaspekte aufgreifen und dabei an die bisherige anknüpfen. Sie wird, das legt das Thema nahe, erfolgreich eingesetzte Elemente weiterführen, jedoch unter neuen, stärker auch auf Dynamik ausgerichteten Vorzeichen. Restoration heißt ja auch immer, wozu und für wen wird etwas hergestellt. Und deshalb ist anzunehmen, dass durch das neue Dekade-Thema auch die Art, wie wir mit Natur umgehen und unser Naturverhältnis, unsere Naturverhältnisse stärker in den Blick gerückt werden, mit Blick auch auf anstehende gesellschaftliche Veränderungen, hoffe ich das jedenfalls. Und die neue Dekade wird, es legt der Digitalisierungsschub während der Pandemie nahe, neben den Bekannten auch neue Kommunikationswege beschreiten müssen. Damit möchte ich zum Abschluss allen an der Ausgestaltung der UN-Dekade biologische Vielfalt beteiligten Akteurinnen und Akteuren ganz herzlich danken. Besonderer Dank gilt den Jurymitgliedern, den UN-Dekade-Botschafterinnen und Botschaftern sowie den Jugendbotschafterinnen und Botschaftern. Und last but not least möchte ich mich ganz persönlich bei den UN-Dekade-Geschäftsstellen bedanken. Zunächst hat ja das DBU-Zentrum für Umweltkommunikation 3 Jahre lang und anschließend dann das NOVA-Team von und mit Arno Todt in den zurückliegenden 7 Jahren im Hintergrund und manchmal auch im Vordergrund die Aktivitäten der UN-Dekade mit Fingerspitzengefühl und großer Umsicht gesteuert. Schlussendlich ist der Erfolg der UN-Dekade auch dem großen Einsatz der beiden Geschäftsstellen zu verdanken. Ich würde mich freuen, wenn die Unterstützerinnen und Unterstützer der UN-Dekade Biologische Vielfalt sich auch weiterhin engagieren für dieses Thema und in Zukunft bei der Ausgestaltung auch der neuen Dekade wieder genauso tatkräftig mitwirken wie bisher zum Wohle der Natur und eben auch der beteiligten Menschen. Damit vielen Dank. Frau Professor Jessel für den fulminanten Rückblick und den Blick nach vorn. Dankeschön nach Bonn. Ja, und wir wollen jetzt etwas tun, was sich Frau Professor Jessel eben verkniffen hat. Wir wollen nämlich mit in live und in Farbe mit Menschen auf ein paar der UN-Dekade-Projekte, die ausgezeichnet worden sind, zurückblicken. Also frei nach Goethe, grau ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. 773 UN-Dekade-Projekte wurden in dieser Dekade ausgezeichnet und 250 Projekte soziale Natur. Wir werden jetzt 4 Projekte, die wir exemplarisch aus dieser Vielfalt, dieser fantastischen Vielfalt der UN-Dekade-Projekte herausgesucht haben, live und mit Menschen und mit einem Film jeweils vorstellen. Jedes der 4 UN-Dekade-Projekte bekommt 8 Minuten, hat einen Film und Menschen entweder live hier oder zugeschaltet. Wir steigen ein mit dem Projekt Große Hufeisennase in der Oberpfalz, das UN-Dekade-Jahresprojekt 2019. Und wir haben noch nicht erklärt, wie so ein Jahresprojekt zustande kommt. Wir haben von Frau Professor Jessel gehört, ein Projekt des Monats wird per Internet-Voting aus den ganzen ausgezeichneten Projekten des Monats gewählt. Aber das Jahresprojekt wird von der Fachjury aus den 12 Monatssiegern gekürt. Und dieses Projekt also das UN-Dekade-Jahresprojekt 2019. Ich darf nochmal Glückwunsch sagen und die beiden live und in Farbe zu mir auf die Bühne bitten, die dafür verantwortlich zeichnen. Das ist der Diplom-Forstwirt und Projektleiter des Landesbundes für Vogelschutz Bayern und des Landschaftspflegeverbandes Rudolf Leitl. Und auch Glückwunsch der Diplom-Forstingenieurin beim Bundesforstbetrieb Hohenfels in der Oberpfalz, Desiree Schwers. Danke, dass Sie gekommen sind. Großartig. Hallo. So, und ich denke mal, das Schönste für jemanden, der sich so für Biodiversität, für biologische Vielfalt einsetzt, ist es, wenn man eine Art retten kann. Wann haben Sie gespürt, diese Art, es ist übrigens eine Fledermaus, diese Art kriegen wir durch? Da gab es 2010, da haben wir angefangen mit der Sanierung des Quartiergebäudes und es war ein spannender Moment. Wir konnten ja nur im Winter arbeiten, wenn die Fledermäuse im Winterschlaf sind. Und dann war der spannende Moment, kehren Sie wieder zurück in das für Sie optimierte Quartier. Und das war, weil wenn die nicht zurückgekommen wären, das wäre das größte Desaster gewesen. Aber sie sind in neuer Höchstzahl zurückgekehrt.
Das Jahr vorher haben wir 31 Tiere gezählt und schon, sie haben es uns gleich im ersten Jahr gedankt, dass wir uns für sie einsetzen und sind dann 50 Tiere gewesen. Das war wirklich gleich ein großer Schritt nach vorne. Sensationell. Und genau dieses Quartier können wir uns jetzt im Film anschauen und das übrigens ganz intim. Ich glaube, solche Bilder, mit denen der Film beginnt, haben Sie noch nie gesehen. Wir sind jetzt live dabei, wie ein Hufeisennasenbaby geboren wird. Das Junge muss sich direkt selber festhalten. Sicherheitshalber legt die Mutter noch schützend die Flügel um das Kleine. Die Kolonie wurde 1992 entdeckt. Damals lebten in der Fachwerkscheune 14 erwachsene Fledermäuse mit 10 Jungen. Heute ist die Population auf 226 angestiegen. Allein in 2019 hatten wir 105 Geburten. Ein entscheidender Faktor für das Überleben der Hufeisennasen ist der nahegelegene Truppenübungsplatz mit seinem reichhaltigen Angebot an Insekten. Mit Zustimmung der US-Streitkräfte konnte der Bundesforstbetrieb Hohenfels diesen Lebensraum weiter optimieren. Es wurden zahlreiche Obstbäume gepflanzt und verbuschte Bereiche wieder aufgelockert. Auch um Hohenburg herum wurden Strukturen geschaffen, die eine artenreiche Insektenwelt fördern. Vor allem aber wurde hier die ökologische Rinderbeweidung ausgeweitet. Kuhfladen sind sehr bedeutsam für die Insektenproduktion, insbesondere von Dungkäfern. Herzlich willkommen im Fledermaushaus Hohenburg. Zahlreiche Besucher kommen Jahr für Jahr, um die Hufeisennasen kennenzulernen. Über bewegliche Infrarotkameras können sie die Fledermäuse live beobachten. Eine interaktive Ausstellung informiert über Nahrung, Lebensweise und die Orientierung der Tiere. Rückblickend ist der Erfolg fast unglaublich. Die Population hat sich nahezu verzehnfacht. Doch damit sind wir noch nicht am Ziel. Erst wenn sich die Hufeisennasen auch im Umland ansiedeln und Kolonien bilden, hat die Art eine realistische Überlebenschance. Diese realistische Lebenschance wollen wir jetzt unbedingt sprechen. Wir haben das Haus gesehen, wir haben Ihre fantastische Arbeit gesehen, wir haben gesehen, wie Sie die Menschen begeistern, ohne dass die Menschen die Fledermäuse stören. Aber jetzt sind natürlich die wichtigsten Fragen, wie kann man ein solches Haus, muss es auch aussehen, wie kann man ein solches Haus in die Fläche bringen? Also wie kann man neue Kolonien bilden, damit wirklich die Hufeisennasen-Fledermaus, dass die in ganz Deutschland wieder heimisch wird? Ganz Deutschland ist vielleicht ein bisschen ein hohes Ziel. Okay. Es kann nur geschehen, dass die Kolonie einfach immer größer wird. Und wir haben schon wieder sehr schöne Ausbreitungstendenzen. Mit Entfernungen bis zu 100 Kilometer fliegen unsere Hufeisennasen schon wieder weiter. Und es ist ja wirklich unser Ziel, dass wir wieder Ablegerkolonien bekommen. Weil solange es nur ein einziges Vorkommen ist. Es ist nach wie vor hochgradig vom Aussterben bedroht. Letztes Jahr gab es einen Großbrand in Hohenburg und 60 Meter vor dem Fledermaushaus ist das Feuer zum Glück stehen geblieben. Da kann die Arbeit von vielen Jahren ganz schnell zunichte gemacht werden. Und darum müssen wir wieder Landschaften außerhalb kreieren, die vielfältig sind, biologische Vielfalt, die viele Insekten bieten, und dann werden die Fledermäuse das von allein machen. Und welche Landschaften sind das? Rinderdung ist nicht unbedingt ein Muss. Wäre schick. Okay, also die Landschaften definieren Sie noch, aber wie machen Sie es jetzt weiter? Wo werden Sie jetzt Kolonien versuchen anzusiedeln? Ja, also ich sag mal, der Truppenübungsplatz ist da natürlich auch von besonderer Bedeutung, weil wir haben bei uns auf den Flächen eigentlich ja noch überhaupt keinen Pestizideinsatz. Also diese Flächen kennen keinen Pestizideinsatz. Und da muss man einfach sagen, wo in Deutschland findet man tatsächlich noch Flächen, wo noch nie Pestizide ausgebracht werden oder wurden. Und sind halt wahnsinnig empfindlich. Okay, Entschuldigung. Das ist der eine Part, natürlich das Nahrungsspektrum, die Insektenvielfalt, sowohl im Frühjahr über den ganzen Sommer hinweg bis kurz vor der Überwinterung, sag ich mal. Und da sind wir dann beim zweiten Punkt. Wir brauchen natürlich auch die Überwinterungsquartiere.
Wir haben das Glück, oder besser gesagt, die große Hufeisennase hat das Glück, dass wir auf unserer Militärfläche mehrere Großhöhlen haben, die natürlich durch das Betretungsverbot dieser Flächen schon einen gewissen Schutz, sag ich mal, erfahren. Wir haben vor einigen Jahren zusammen mit den US-Streitkräften diese Höhleneingänge zusätzlich nochmal sichern lassen gegen illegalen Betritt. Und das hat auch schon massiv was gebracht. Und daran kann man letztendlich auch sehen, wie wichtig auch diese Winterquartiere für das Überleben einer Art, speziell hier natürlich der großen Hufeisennase, ist. Großartig. Ich bin mir sicher, Sie werden das mit der Kolonienbildung in anderen Bereichen schaffen. Was hat denn jetzt die Auszeichnung? UN-Dekade-Projekt des Jahres. Was hat Ihnen das gebracht? Diese Auszeichnung war für uns eine Hochachtung, würde ich mal fast sagen. Wir haben so viel Aufmerksamkeit bekommen auf allen Ebenen, in der Bevölkerung, aber auch in den Verwaltungen, in der Politik, sodass wir mit unserem Projekt sehr gut protegiert werden. Und ich will jetzt da nicht vorgreifen, aber dass es genauso dynamisch weitergehen wird wie die letzten Jahre in der positiven Entwicklungsdynamik der Hufeisennasen waren, so wird es auch dynamisch mit dem Projekt weitergehen. Und da waren natürlich diese Auszeichnungen erstmal Monatsprojekt und dann auch Jahresprojekt. Und heute dürfen wir noch hier sein. Gibt uns ganz große Anerkennung in allen Bereichen. Und große Anerkennung von uns. Sie wollten jetzt noch was hinzufügen. Einmal neben dieser ganzen neben den Öffentlichkeitsaspekten ist das natürlich auch eine wahnsinnige Erfahrung für die Fachleute gewesen. Also sowohl für die Fledermauskenner, wir haben ein Fledermaus-Symposium gehabt, als auch natürlich für uns letztendlich. Ich sag mal, die große Hufeisennase hat in Hohenfels auf jeden Fall jetzt 7 fledermausfreundliche Förster gefunden. Und das bringen wir natürlich auch durch interne Öffentlichkeitsarbeit in die Fläche raus. Bundesforst betreut ja bundesweit naturschutzfachlich sehr hochwertige Flächen, wo natürlich die Fledermausart oder die Fledermäuse eine besondere Rolle haben. Und durch interne Fortbildung und interne Öffentlichkeitsarbeit hat das Projekt natürlich somit eigentlich auf Bundesebene für auch andere Artengruppen, also für die Fledermäuse insgesamt, sehr viel gebracht. Unendlich wichtig. Vielleicht ganz kurz, wer Interesse hat, sich die Fledermäuse live anzuschauen, wo findet man die im Netz? www.fledermaushaus.homburg.de. Ganz leicht zu finden, reinschauen, ist echt toll. Ja. Ich bedanke mich und nochmal herzlichen Glückwunsch für die Auszeichnung und es geht super weiter. Danke. Danke. Also von der bedrohten Fledermaus kommen wir jetzt zum bedrohten Greifvogel. Als beispielhaft, als Vorbild, ja geradezu als Glücksmoment, wurde dieses UN-Dekade-Projekt im Januar 2018 als Projekt des Monats gekürt. Über Internetabstimmung, wie Sie ja schon wissen. Es heißt Rot-Milan, Land zum Leben. Es ist ein gigantisches Projekt, 9 Modellregionen in 7 Bundesländern, also 9 Projektpartner und einen Projektpartner, eine. Darf ich Ihnen jetzt vorstellen, sie ist Agraringenieurin und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege. Einen herzlichen Glückwunsch noch einmal, Ute Grutei nach Göttingen. Hallo Frau Grutei. Hallo aus Göttingen. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Eben hieß es, ich sei zu laut. Perfekt. Sie sind wirklich perfekt. Wunderbar. Der Rot-Milan, gibt es eine Geschichte, wie er zu Ihrem besonderen Freund wurde? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Rot-Milan als Kind, ich bin auch auf dem Lande groß geworden, man hat ihn gesehen, der gehörte immer dazu. Aber was ich jetzt alles erfahren durfte im Rahmen des Projektes, das war mir wirklich neu und auch allen anderen Mitbeteiligten, vor allen Dingen den Landwirten auch. Und wir durften so viel erfahren und jetzt sind wir stolz darauf, dass wir den haben, verstehen ihn viel besser und können ihm so auch besser helfen. Das tun, das sehen wir jetzt im kleinen Film. Also es sind 9 Modellprojekte in 7 Bundesländern. Das ist fantastisch. Mein Name ist Winfried Nachtigall, ich komme vom Förderverein der Vogelschutzwarte in Neschwitz.
Ich bin die Madeleine Schimkat. Ich bin Mitarbeiterin im Förderverein Sächsische Vogelschutzwarte in Neschwitz und bin dort seit jetzt 3 Jahren Mitarbeiterin im Rotmilan-Projekt. Meine Aufgabe ist vor allen Dingen die Beratung. Ich bin Josefine Thomann, bin hier angestellt als Herdenmanagerin und verantwortlich für die Tierproduktion. Der Rotmilan ist ein Greifvogel, er ist ein wunderschöner Greifvogel und ist die einzige deutsche Brutvogelart, von der 50-60%, je nachdem wie die aktuellen Schätzungen sind, des Brutbestandes ausschließlich in Deutschland ist. Er hat 1 bis 4 Junge und ernährt sich von Kleinsäugern, Singvögeln und aber auch einer ganzen Reihe von Wirbellosen, Regenwürmern und Käfern. Alles, was er irgendwo finden kann. Der Rotmilan ist ja eine Offenlandart, er ist also ganz eng an die Kulturlandschaft und auch an die genutzte Kulturlandschaft gebunden. Das heißt, er braucht die Landbewirtschaftung richtig, aber er braucht eben eine bestimmte Art, um Nahrung zu holen. In den letzten 25 Jahren hatte der Rotmilan in Deutschland insgesamt eine negative Bestandsentwicklung. Das Hauptproblem ja für den Rotmilan ist, dass er an die Nahrung nicht rankommt auf den Flächen. Die sind entweder zu groß, dass er nichts findet, und ist eben zu hoch gewachsen. Wenn wir also hier an diesem Roggenfeld stehen, dann können wir das ganz genau beobachten. Die Kulturen sind sehr hoch gewachsen und in diesen Kulturen gibt es zwar Kleinsäuger, aber der Rotmilan kommt an diese Kleinsäuger, an die Nahrung schlichtweg nicht heran. Die Veränderung des Brutbestandes war der Anlass, dem Rotmilan helfen zu wollen. Deswegen gibt es das Projekt Rotmilan Land zum Leben. Ziel des Projektes ist, die Bedingungen für den Rotmilan zu verbessern. Wir wollen dem Rotmilan wieder zu mehr Jungvögeln verhelfen und den Bestand stabilisieren. Also hier haben wir jetzt wirklich 3 Jungvögel. Das ist sehr gut. Gerade dieses Jahr haben wir das eher weniger gehabt. Und im Durchschnitt sind es eigentlich nur 2. Also 3 haben wir hier wirklich ein gutes Ergebnis. Also wir haben insgesamt 9 Praxispartner in 7 Bundesländern. Und das ist auch das Schöne an diesem Projekt. Das ist ein Verbundprojekt, wo also verschiedene Regionen zusammenarbeiten. Und wir wollen also in diesem Projektregion die Landnutzer, Landwirte, Waldbesitzer informieren, beraten. Bei der Beratung ist es erstmal wichtig, dass man mit dem Betrieb zusammen die Struktur vom Betrieb anguckt und schaut, was sind überhaupt für Flächen da, was sind das für Böden, damit man gucken kann, welche Maßnahme ist überhaupt geeignet. Agrarumweltmaßnahmen sind konkret konzipierte Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen in den einzelnen Ländern, die aber von der EU kofinanziert werden, um einen Rotmilanschutz zu betreiben. Dabei ist es wichtig, dass sie gut umsetzbar sind, gut konzipiert sind und dass sie auch zum Betriebsablauf passen. Insgesamt ist das Spektrum aber sehr groß von dem, was man machen kann als Betrieb. Also von beispielsweise dem Anbau von speziellen Kulturen zur Einrichtung von einzelnen kleinen Teilbrachen oder auch Teilflächenbewirtschaftung, wie gerade bei der Maat, kann man da also wirklich aus einem großen Maßnahmenspektrum wählen. Um dem Rotmilan zu helfen, führen wir bei uns eine Staffelmaat durch. Das heißt, dass verschiedene Teile einer Fläche über einen längeren Zeitraum geschnitten werden, um so dem Rotmilan einfach zu helfen. Man kann mit Landwirten zum Beispiel auch wirklich freiwillige Maßnahmen machen, beispielsweise bei kleinen Sachen. Die machen Betriebe auch sehr gern unentgeltlich mit. Wenn es aber wirklich um Maßnahmen geht, die konkret angelegt werden, die Aufwand bedeuten, da muss einfach auch eine Finanzierung dahinter stehen. Leider gibt es solche für den Rotmilan geeigneten Agrarumweltmaßnahmen nicht in jedem Bundesland. Es muss ja nicht der ganze Betrieb umgestellt werden. Wenn jeder Betrieb ein bisschen was dazu beisteuert, dann wäre das ja schon eine Gewinnsituation für alle. Und mit diesen richtigen Maßnahmen, die wir zusammen mit engagierten Landwirten umsetzen, erreichen wir mehr Land zum Leben für den Rotmilan. Großartiges Projekt. Darf ich Frau Grottheil Sie gleich
fragen die Landwirte und Naturschutz, die stehen ja nicht immer so wunderbar auf gutem Fuße. Arbeiten Sie da wirklich so hervorragend zusammen, wie das zumindest im Film aussah? Ja, von allein funktioniert das sicherlich nicht. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss. Und deswegen sind wir auch so froh, dass das BFN die Möglichkeit gegeben hat, das auch alles auszuprobieren und auch zu erfahren und zu lernen, worauf kommt es denn an? Und das kann man zusammenfassen, also eine kooperative Zusammenarbeit, sprich ein Miteinander, ein gemeinsames Tun wirklich auf Augenhöhe, das braucht eben Vertrauen. Das ist die Grundvoraussetzung und Vertrauen fällt nicht vom Himmel. Und vor allen Dingen die beteiligten Landschaftspflegeverbände, die ja nun mal drittelparitätisch arbeiten, also gleichberechtigt mit Naturschutz, mit der Landwirtschaft und der Politik, haben diesem Projekt natürlich viel beitragen können und mit einfließen lassen können an Know-how. Und da können wir eben auch feststellen, dass zum Vertrauensaufbau und dem Kooperieren auf Augenhöhe vor allen Dingen Zeit und Kontinuität wichtig sind. Aber auch, wenn es dann mal bei der Umsetzung vielleicht nicht so klappt, dass dann auch da jemand ist, der die Landwirte, der helfen kann oder der vielleicht auch mal wieder Dinge zurechtruckeln kann. Und man darf sie nicht dabei allein lassen. Und wir konnten außerdem lernen, dass wir natürlich in den verschiedenen Regionen ganz unterschiedliche landwirtschaftliche Strukturen haben und auch ganz unterschiedliche agrarpolitische Rahmenbedingungen in den verschiedenen Bundesländern und Praxisregionen. Und somit brauchen wir auch manchmal unterschiedliche Herangehensweisen. Und dann sind auch manchmal unterschiedliche Wege vielleicht notwendig. Und das konnten wir alles erfahren. Und letztendlich, und das ist mir am allerwichtigsten Grundvoraussetzung nachher für eine gute Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, ist es natürlich, dass es passgenaue Agrarumweltmaßnahmen gibt, die dann auch die Leistung zielorientiert und gut honorieren, die die Landwirte erbringen. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir im Grunde schon bei den Voraussetzungen. Was braucht es denn, um diese tollen Projekte, die jetzt in neuen Modellprojekten funktionieren, jetzt wirklich noch weiter zu verbreiten? Ja, eigentlich kann ich zusammenfassen, dass wir eigentlich jetzt wissen nach dem Projekt, was zu tun ist. Es gibt, alle Ergebnisse liegen vor. Es gibt einen schönen Leitfaden, wo alles zusammengetragen wurde aus den verschiedenen Regionen mit den unterschiedlichsten Rahmenbedingungen, was wissenschaftlich auch bewertet und ausgewertet wurde. Wir finden jetzt ein ganzes Spektrum an Maßnahmen, freiwillige kleine Maßnahmen, aber auch halt größere Maßnahmen, die honoriert werden müssen. Es liegt alles vor. Und jetzt momentan gestaltet sich ja gerade die gemeinsame Agrarpolitik und alle Bundesländer haben schlussendlich die Aufgabe, jetzt auch zielgerichtet und effiziente Instrumente zum Erhalt der Artenvielfalt auf den Weg zu bringen. Das ist unsere Chance, aber auch zugleich die Herausforderung. Und nun liegt es eben in der Verantwortung der Bundesländer, diese erfolgsversprechenden Ergebnisse des Rotmilan-Projektes konkret in die Programmierung, beispielsweise in die Programmierung von Agrarumweltmaßnahmen einfließen zu lassen. Und dann hat es die Chance, dass dieses Modellprojekt mit all seinen guten Ergebnissen eben nicht in der Schublade verschwindet, sondern wirklich auch gelebt werden kann. Und stehen mit Sicherheit nicht schlecht. Bitte um eine kurze Antwort, aber die Frage muss ich noch stellen, die UN-Dekade-Auszeichnung für Sie. Was hat Ihnen das gebracht? Ja, das war natürlich ganz großartig. Wie wir gesehen haben, waren wir ein sehr großes Team, fast 40 Personen und Menschen waren involviert. Wir haben nicht nur zusammengearbeitet und Erfahrungen ausgetauscht, wir haben auch viel gestritten und viel, ja, uns Mühe gemacht, den richtigen, rechten Weg zu finden. Und da kam 2017 diese Auszeichnung für dieses großartige Team, muss ich mal sagen. Und das hat uns doch nach zwei Drittel des Weges nochmal tüchtig Aufschwung gegeben, weiterzumachen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch nochmal zusammengebracht, in unserem Tun bestätigt. Das war quasi so eine Auszeichnung für diese Mannschaftsleistung, wenn man das mal so in diesen Worten ausdrückt. Und natürlich hat es auch nochmal die öffentliche Wahrnehmung gestärkt. Also ich behaupte mal, dass bei uns in unserem Landkreis hier in der Praxisregion Göttingen kein einziger Landwirt nicht mehr weiß, worum es bei dem Rotmilan geht und warum das so wichtig ist, dass wir den unterstützen. Und ich bekomme bis heute jeden Tag ein Bild geschickt von irgendeinem Rotmilan, der über dem Schlepper fliegt, weil der Landwirt unterwegs ist. Und dann werden mir die Fotos ganz zugeschickt und die Landwirte sind ganz stolz. Also das ist natürlich eine tolle,
tolles Ergebnis. Und dazu hat natürlich diese Auszeichnung auch maßgeblich beigetragen, Gehör zu finden. Und dafür möchte ich mich auch im Namen aller Beteiligten nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ein Glückwunsch an alle Beteiligten von uns hier in Berlin. Vielen Dank, Frau Grotheil. Vielen Dank. Gutes Gelingen noch. Unser drittes UN-Dekade-Projekt, das wir vorstellen wollen, da geht es um ganz viele kleine Tiere. Die gibt es aber nur, weil es die großen Tiere gibt. Und die großen Tiere gibt es nur, weil es die Menschen gibt, weil die nämlich so toll finden. Es geht um Pferde. Weil Menschen Pferde so gerne mögen, können die vielen kleinen Insekten, Kleinsäuger, Vögel auf Koppeln oder in Ställen, also auf Reiterhöfen existieren, wenn man es richtig macht. Und richtig gemacht hat es die Deutsche Reiterliche Vereinigung. 2018 wurde das Projekt Pferde fördern Vielfalt zum UN-Dekade-Projekt des Jahres gekürt. Glückwunsch dem Leiter Abteilung Vereine, dann Umwelt, Breitensport und Betriebe bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Thomas Ungruhe in Warendorf. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank. Uns doch kurz sagen, was ist der Wert des Pferdes für die biologische Vielfalt? Ich würde mal sagen, der Wert des Misthaufens vom Pferd ist ganz oben in der Wertung. Ja, der Wert des Pferdes ist natürlich ganz, ganz vielfältig, weil wir große Flächen haben auf den Reitanlagen. Und genau diese Flächen brauchen wir für die Biodiversität. Das sind hektarweise, wo wir die Gebäude entsprechend mitnutzen können, wo wir die Wiesen, die Weiden mitnutzen können. Und da ist die Vielfalt unendlich groß. Und es gibt ganz, ganz viel zu entdecken und auch umzusetzen im kleinen Rahmen, im großen Rahmen, sodass wir von vornherein sehr großen Wert darauf gelegt haben, möglichst viele auch mitzunehmen und es immer leistbar zu halten. Das berühmte Wissen um den ersten Schritt, um die Vereine und Betriebe dann mitzunehmen in die Projektierung. Und das ist, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut gelungen, weil wir haben direkt nach der Prämierung daran gearbeitet, ein Folgeprojekt aufzusetzen, um den Rückenwind mitzunehmen. Und das Folgeprojekt ist seit diesem Jahr am Start. Das nennt sich der Grüne Stall. Und in diesem Projekt, was wir für 5 Jahre aufgelegt haben, da reden wir genau über diese Biodiversität im Mittelpunkt. Aktuell läuft ein Wettbewerb über beste Biodiversitätsecken. Das heißt, dass man mit offenem Auge durch und über die Reitanlage geht und vor allen Dingen dann schaut, was man machen kann. Ob es ein Sandhaufen ist, zum Beispiel für Wildbienen, die dort entsprechend ihre Brut... Können Sie mich hören? Ja, wir wollten ja den Film angucken. Ich wollte eigentlich nur von Ihnen hören, der Misthaufen ist wichtig, aber den sehen wir jetzt vielleicht. Und wir können jetzt den Film kurz anschauen, okay, damit wir mal einen Eindruck davon bekommen, was Sie alles tun. Und das ist natürlich phänomenal, sonst wären Sie kein Jahresprojekt der UN-Dekade geworden. Wo Pferde sind, sind auch Insekten. Und Insekten sind die Grundlage für ganz viele andere Lebensformen. Wir haben Scheunen, wir haben Ställe, wir haben sogar den Misthaufen. Und es gibt viele Strukturen rund ums Pferd, die die biologische Vielfalt fördern können. Biologische Vielfalt rund ums Pferd lässt sich sehr, sehr leicht fördern. Also zum Beispiel lässt man Fenster auf für Rauchschwalben, die in den Pferdeställen ihre Nester bauen und ihre Jungen großziehen. Wir haben Koppeln, wir haben Weiden. Auch dort sind natürlich Insekten beheimatet und ist eine große Vielfalt von Lebewesen zu Hause neben den Pferden. Wir haben im Rahmen des Projektes Pferde fördern Vielfalt einen Biodiversitäts-Quick-Check entwickelt. Das ist eine Variante des für Unternehmen verbreiteten Biodiversity-Checks. Dort wird anhand eines Rasters aufgenommen, was sich verbessern lässt, was überhaupt da ist und welche Maßnahmen auch biologische Vielfalt rund ums Pferd verbessert werden kann. Wir möchten mit dem Projekt zeigen, was rund ums Pferd alles kreucht und fleucht, was hier wächst. Und wenn die Pferdefreunde das schon mal erkennen, wenn sie das wissen, dann können sie natürlich auch bestimmte Maßnahmen noch ergreifen, um die guten Voraussetzungen auch noch weiter zu verbessern.
dann muss ich immer an die gezirkelten Vorgärten von vielen Menschen denken. Und das sind natürlich auch Ästheten und Pferdeliebhaber sind besonders Ästheten. Also haben Sie manchmal da Probleme, dass Sie sagen, also wenn da ein Totholzhaufen ist und wenn alte Holzzäune wackeln, aber trotzdem stehen gelassen werden wegen der Insekten oder wenn das Gras so lange wachsen darf und die Wiesen und das fällt dann alles irgendwie Kraut und Rüben durcheinander und dann sind eben die Misthaufen, die viel zitierten heute, oder die Schwalbenhäufchen im Stall. Müssen Sie da Überzeugungsarbeit leisten, dass man bitteschön diesen Anspruch an Ästhetik mal beiseite lassen sollte? Das eine tun, das andere nicht lassen, ist die Devise. Das heißt, wir haben ja die Ästhetik, aber wir können sehr wohl auch in einzelnen Bereichen der großen Reitanlagen genau diese Biodiversität sicherstellen. Und ganz ehrlich, wenn Sie ein Pferd putzen, dann putzen Sie das Pferd, um natürlich gleichzeitig zu schauen, ob alles in Ordnung ist, ob es vielleicht ein paar kleine Macken hat. Und wenn man dann sieht, wie die Rauchschwalben in der Tat gefüttert werden in der Stallgasse, man schaut dann zum Nest, dann ist das einfach klasse. Und diese Überzeugung, da brauchen wir nicht viel, um die Leute dann auch entsprechend noch mitzunehmen und weiter zu sensibilisieren. Also das ist schon ein Selbstläufer. Und wie gesagt, Reiter fegen sehr gerne und müssen fegen, aber es gibt sehr wohl Ecken, die man ganz in Ruhe über die Biodiversitätsecken sich frei entfalten lassen kann. Ich habe es eben ja schon beispielhaft so ein Stück weit erzählt, also die Sandhaufen zum Beispiel, Steine sind auch sehr beliebt, dass man da entsprechend was liegen lassen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und trotzdem wird halt die Stallgasse gefegt und das Pferd sauber gehalten, aber das geht beides. Es braucht halt einen Bewusstseinswandel. Als Sie diese hohe Auszeichnung im Projekt des Jahres bekommen haben, wie haben denn Ihre Mitgliedsvereine reagiert? Ehrlich gesagt ist das Beste passiert, was passieren konnte. Sie sind nämlich in einer ganz großen Bandbreite neugierig geworden und nicht nur so die Vereine und Betriebe als solches, sondern insbesondere auch die Entscheidungsträger. Wir haben Rückfragen bekommen, die haben uns dann gefragt, was waren es nochmal insgesamt für Details. Und das war für uns genau die Ermutigung zu sagen, Blick nach vorne, entscheiden, wir nehmen den Push, wir nehmen es mit und legen das Projekt Der grüne Stall auf und setzen da ganz, ganz wesentlich auf Biodiversitätsvielfaltoptionen, machen Ortsbegehungen, Grünlandbegehungen und nehmen den ganzen großen Bereich sehr detailliert auf den Schirm. Und da hat der Biodiversitätscheck für uns schon so ein Stück weit Bibelcharakter, wenn ich das ehrlich sagen darf. Nämlich die ganzen Maßnahmen sind sehr auf einfache Umsetzung ausgerichtet. Und das hilft den Leuten. Das Wissen um den ersten Schritt, um in den Vereinen und um den Vereinsjugenden aktiv zu werden, das ist das Entscheidende. Wenn ich das weiß und die Gruppen so ein Stück ans Laufen kommen, dann sind sie selber sehr, sehr bemüht, weiterzumachen, sind stolz auf das Geleistete. So, ich merke gerade, ich laufe warm. Ich glaube, ich muss ein bisschen bremsen. Vielen, vielen Dank. Ihre Begeisterung kommt bei uns an und wir sind uns sicher, dass Sie auch ohne die UN-Dekade für biologische Vielfalt so viel angeschoben haben. Das läuft weiter. Vielen herzlichen Dank, Herr Ungruhe. Ja, ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich. Auf Wiedersehen. So, jetzt das vierte UN-Dekade-Projekt, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Das gehört in die Kategorie Soziale Natur, Natur für alle. Und es erhielt den Sonderpreis des Jahres 2019. Es geht um Wildnispädagogik. Und sollten Sie noch nicht so viel von Wildnispädagogik gehört haben, dann macht dieser Preis nun ganz besonders viel Sinn. Denn dieses fantastische Projekt gehört in die Öffentlichkeit und in die Ohren und Augen von allen. Ich darf vorstellen, Stefanie Mora von der Drogenhilfe Saarbrücken und Roland Carius vom Centre National de Prévention des Addictions Luxembourg. Da sind Sie. Ja, wir hören Sie nicht. Sind Sie noch gemutet? Gucken Sie mal, ob da vielleicht der Lautsprecher durchgestrichen ist. Ja, ich höre Sie. Roland, ich höre Sie. Ja, jetzt. Und Stefanie? Ja, okay. Sagen Sie mal was. Ja, hallo nach Berlin. Ja, ich höre Sie auch. Wunderbar. Also Sie arbeiten ja schon 15 Jahre wildnispädagogisch mit ganz großem Erfolg. Hat denn, was ich eben gesagt habe, die UN-Dekade-Auszeichnung Ihren Erfolg sichtbarer gemacht?
Ja, also man kann sagen, in unseren wildnispädagogischen Lehrgangszyklen haben wir ja schon im Laufe der Jahre sehr viele Multiplikatoren ausgebildet. Und das sind mittlerweile rund 150, schätzen wir mal, die in verschiedenen Bereichen das ja weitertragen. Und zu unserem langfristigen und nachhaltigen Konzept gehört auch eine Publikation, die wir rausgegeben haben, unter dem gleichnamigen Titel. Und das hilft, dieses Projekt hilft natürlich schon, das Ganze nochmal sichtbarer zu machen. Aber was noch ganz entscheidend wichtig ist, ist die Konstruktion des gesamten Projekts nochmal sich vor Augen zu führen. Das ist ja eine Suchtpräventionskooperation in der Großregion. Und das umfasst die Bundesländer Saarland und Rheinland-Pfalz und noch grenzüberschreitend Luxemburg. Und dass das über so einen langen Zeitraum funktioniert, das ist schon etwas ganz Besonderes und das ist nicht selbstverständlich. Und auch mit diesem innovativen Ansatz zu arbeiten, also Suchtprävention und Natur, Wildnispädagogik zu verbinden, das ist auch etwas ganz Neues, was seit einigen Jahren läuft, aber das bedarf eigentlich ständiger Bestätigung und noch Neudefinition. Und das ein Zeichen jetzt, für den Stellenwert. Herr Karyüz, hören Sie mich? Ja, okay. Sie haben uns jetzt so heiß gemacht, wir möchten den Film dazu gerne anschauen. Dann reden wir weiter. Ja, gerne. Okay. Ja, im Rahmen unserer Arbeit bieten wir sowohl Waldcamps für Kinder, für Jugendliche, für Familien an, die immer Zielgruppe der Jugendhilfe sind. Und wir bringen soziale Arbeit und Wildnispädagogik zusammen und finden, das ergänzt sich doch sehr gut für die Menschen und für uns als Team auch. Ja, in suchtbelasteten Familien passiert einfach überproportional häufig, dass das Gefüge verschoben wird, Kinder übernehmen Verantwortung, Eltern können das nicht mehr leisten. Und so in der Natur und auch speziell in den Waldcamps finden Kinder Halt, Orientierung, aber auch Freiheit und können sich aus diesen nicht angemessenen Rollen raus weiterentwickeln. Also im Rahmen einer interregionalen Kooperation bieten wir ja auch seit vielen Jahren Fortbildungen für Multiplikatoren an, die in der sozialen Arbeit, in der Jugendarbeit, in der Suchthilfe arbeiten und versuchen, diese Idee der Verknüpfung sozialer Arbeit mit der Wildnispädagogik zu etablieren bzw. anzuregen, das zu etablieren. Und dafür brauchen wir Menschen, die sich auch für diese Idee begeistern und das weitertragen. Also wir haben einen Wald direkt hinter unserer Einrichtung und ich will den Kindern einfach einen bewussteren Umgang mit der Natur vermitteln, wie schön das sein kann, da seine Zeit zu verbringen und wie gut man die auch nutzen kann. Und deswegen habe ich an der Fortbildung teilgenommen. Ich bin freiberuflich und gebe Seminare und Workshops und bin dabei, immer wieder neue Formate auch zu entwickeln. Und ich habe schon Kinderferienfreizeiten geleitet und auch Workshops für Erwachsene gegeben. Und ja, ich freue mich jetzt hier, neue Impulse nochmal für meine Arbeit zu bekommen. Also diese Fortbildungen finden grundsätzlich über ein Jahr statt. Und in jeder Jahreszeit gibt es einen längeren Block, wo wir über mehrere Tage im Wald leben und arbeiten. Es gibt einerseits Inhalte über Suchtprävention, aber andererseits auch Inhalte aus der klassischen Wildnispädagogik. Nämlich sich im Wald sicher zu bewegen, sich als Teil des Waldes sicher zu fühlen. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn Sie sagen, die Menschen, also jetzt nicht nur die, die Sie fortbilden, sondern die Betroffenen, also Jugendliche, Kinder, die aufgewachsen sind, Familien, die ihre wildnispädagogischen Camps mitgemacht haben. Kann man sagen im Anschluss, dass sie sich wirklich sicherer fühlen, dass sie also innere Stärke, innere Sicherheit, Selbstbewusstsein gewonnen haben? Ja, also in jedem Fall. Wir aus der sozialen Arbeit waren auch begeistert über dieses Motto soziale Natur, Natur für alle, weil auch wir diese soziale Gerechtigkeit ja sehr unterstützen. Das sehen wir ja an den Menschen, für die wir arbeiten, mit denen wir arbeiten, wie notwendig das ist. Und
Ich nenne mal so Beispiele, also selbst die Selbstwirksamkeit der Kinder, der Jugendlichen, auch der Familien wird in jedem Fall gestärkt. Man muss sich vorstellen, wir leben über mehrere Tage im Wald, die Kinder erleben, oh, das kann ich, also ich habe eine Nacht im Wald geschlafen oder natürlich dann auch mehrere Nächte. Ich kann das bewältigen, ohne dass ich jetzt zum Beispiel viel Geld da investieren muss. Die soziale Hierarchie ist in diesen Waldgruppen aufgelöst. Es geht nicht um Besitztümer, es geht nicht um äußere Kennzeichen, wie zum Beispiel coole Schuhe haben, sondern da sind alle gleich. Und das tut natürlich das Selbstbewusstsein auch sehr unterstützen. Unser Leitstern ist aber diese innere und äußere Verbundenheit, also die innere mit sich selbst, die äußere Verbundenheit mit der Natur, dass das Selbstbewusstsein stärkt und natürlich eine gewisse Stärke gibt, weil dieser Verlust ist ja nicht nur für Menschen aus, sag ich mal, sozial schwierigen Verhältnissen wirklich eine Katastrophe, sondern eigentlich für alle, aber wir sind ja jetzt mit dieser Zielgruppe unterwegs. In den Camps hat jeder seinen festen Platz in der Gruppe, in der Runde ums Feuer. Es ist jeder und jede integriert. Es werden alle mit ins Boot genommen. Und die Konfliktlösefähigkeit wird in so einer Gruppe auch enorm gestärkt. Wir haben da so eine bestimmte Methode, die heißt Redestabrunde. Das nur mal so als Beispiel. All das sind ja auch suchtpräventiv zentrale Begriffe, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Verbundenheit, fester Platz in der Gruppe, Konfliktlösefähigkeit. Das sind eigentlich die Themen, mit denen wir auch an anderer Stelle arbeiten. Potenzial, bitte um eine etwas kürzere Antwort. Wenn Sie in die Zukunft schauen, wie geht es weiter? Was brauchen Sie? Aufmerksamkeit haben Sie durch diese Auszeichnung auf jeden Fall gewonnen. Aber was brauchen Sie? Ja, ich denke, was man sagen kann, dass die Auszeichnung uns auf jeden Fall bestärkt, weiterzumachen. Und das ist auch ganz wichtig, nicht nur für die Fachkräfte, die sich sehr engagieren, sondern besonders auch für die Träger und die Institutionen, die hinten dran stehen. Und wir fühlen uns auf einem guten Weg. Und gerade mit dieser innovativen Verbindung dann noch weiterzumachen, das ist eine ganz starke Bestärkung. Und vielleicht zum Schluss Perspektiven. Ja. Also wir haben ja jetzt inzwischen fast 150 Multiplikatoren in dieser Methode ausgebildet, also Menschen, die in der sozialen Arbeit, in der Suchtprävention arbeiten. Und wir hoffen, dass dieses Saat aufgeht. Das sind ja oft auch junge Teilnehmer, die das dann weitertragen, wie wir im Film gesehen haben. Und dass da ein Generationenwechsel stattfindet und das dann auch weitergeht. Und ich denke, das sieht sehr gut aus. Also es sieht danach aus, dass es so die Saat aufgeht. Und Sie sind so engagiert dabei, diese Saat wird aufgehen. Großes Kompliment an Sie und einen Glückwunsch noch einmal. An Frau Mora und Herrn Karius. Vielen Dank. Das war also Grün des Lebens goldener Baum. Also 4 Projekte, die wir exemplarisch für alle ausgezeichneten UN-Dekade-Projekte dieser Dekade vorgestellt haben. Und Sie haben hoffentlich einen kleinen Einblick bekommen über die fantastische Intelligenz, Kreativität, aber auch über das Niveau der Projekte, die eben das Bewusstsein für biologische Vielfalt in Deutschland bei so vielen Menschen gestärkt haben. Was wir jetzt noch machen möchten, und das ist etwas, was Sie vielleicht doch besonders interessieren könnte. Wir gucken mal so ein bisschen hinter die Kulissen der Arbeit der UN-Dekade in Deutschland. Denn da gab es 4 Fachteams, ohne die diese filigrane und komplexe Arbeit der UN-Dekade überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und diese 4 Fachteams, die möchten wir Ihnen kurz vorstellen mit jeweils einem Vertreter. Wir steigen ein mit dem Fachteam, das Sie wahrscheinlich nicht unbedingt nur beneidet haben, nämlich die Fachjury, die über 1000 UN-Dekade-Projekte bewertet hat. Und das ist eine 13-köpfige Gruppe. Ich kann nur sagen, Hut ab. Einer ist für die Landwirtschaft zuständig. Er vertritt jetzt die Fachjury. Er ist Diplom-Landespfleger und Diplom-Ökologe. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
und steht hier halt für die magischen 13. Thomas Mucho, er ist zugeschaltet aus Bonn. Hallo, Herr Mucho. Hallo, Frau Ruge. Herzlichen Dank für die freundliche Anmoderation. Ja, also das wird jetzt gleich noch freundlicher, weil das, was Sie geleistet haben, es scheint uns fast übermenschlich. Sie sagen ja, und das habe ich auch im Vorfeld natürlich auch gelesen, dass die Jury fachübergreifend zusammengesetzt ist. Welche Fächer sind das denn? Also wir hatten unterschiedliche Fächer. Wir hatten, ich als Vertreter für Landwirtschaft, weil wir eine Stiftung sind, die auch sehr viel mit Landwirtschaft arbeitet. Wir haben den Forstbereich dabei, also auch die Nutzung hier. Natürlich auch der Sport. Auch hier war ja eben schon ein ausgezeichnetes Projekt am Start. Wir haben natürlich den ehrenamtlichen und den hauptamtlichen Naturschutz. Wir haben die Wissenschaft. Wir haben soziale Bereiche und kirchlichen Bereich, also als wesentliche Bausteine und, was auch immer gut war, auch die journalistische Betrachtung der Dinge, die wir dort haben untersuchen und diskutieren können, ob und was sich eignet, um später dann auch als Modellprojekt der UN-Dekade biologische Vielfalt ausgezeichnet zu werden. Berichten Sie uns kurz. Ich denke ebenso vielfältig. Legen Sie los. Ja. Ebenso vielfältig wie auch die Besetzung der Jury war, waren natürlich auch die Projekte, die an uns herangetragen wurden, die wir in einem wunderbaren Gremium eigentlich als erfahrene Praktiker, aber auch mit kritisch nachfragenden, wohlwollend urteilenden und auch einigen, dazu gehöre ich auch, etwas tiefer ins Detail gehen wollenden, aber auch denen, die das Große und Ganze im Fokus haben. Wir alle waren uns einig und leidenschaftlich bei der Sache dabei, denn das musste man sein. Diese vielen Meter Akten, die wir gelesen haben oder Bewertungen, es gab etwa 4 bis 5 Seiten pro Projekt. Auch da ein Dank an das Nova-Institut und die ZUG für die Vorbereitung. Ja, wir haben uns unabhängig und sachgerecht, aber mit leidenschaftlich an die Beispiele rangemacht und gesehen, was können wir davon sage ich mal, auszeichnen. Und da auch ein Dank an das ganze Team. Es war eine perfekte Zusammenarbeit mit einem sehr guten und einem ja auch letztendlich sehr dankenswerten Miteinander. Vielleicht ja? Ein paar Stichworte noch dazu, was bleibt aus den ganzen Auszeichnungen von den mehr als 1000 ausgezeichneten Projekten. Damit verbunden sind ja viele weitere 1000 Menschen, die begeistert waren, auch über die Auszeichnung. Das konnte man eben ja auch in den Beispielen sehen. Und wir als Jury haben ja nicht nur die Projekte ausgewertet. Nach der Monatsauswertung haben wir auch die Ehre, das Jahresprojekt auszeichnen zu können oder auswählen zu können. Aber auch wir als Jury haben Auszeichnungen vorgenommen und uns damit auch als Jury wieder geerdet. Was ist gut? Wie kommen wir an? Wie können wir das noch nachstellen? Was machen wir gut? Und was können wir noch besser machen? Ich denke, ganz wichtig ist da bei mir haften geblieben aus den Auszeichnungen, gerade für Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen, also die freudigen Kinder, die Emotionen ja noch viel besser rüberbringen können und ihren Stolz über die Auszeichnung als wir Erwachsene. Die haben mich doch schon sehr motiviert zu sagen, okay, die biologische Vielfalt ist ja auch für die Zukunft der Kinder. Und es ist schön, dass man so viel begeisterte Kinder hat, die stolz in die Kamera lachen. Es wurde selten so viel gelacht und gejubelt wie auf solchen Veranstaltungen. Und auch das ist schön, auch ein Dank an die Jury, dass wir oder für die Jury, dass wir das eben auch vor Ort erleben können. Toll ist auch, dass in der Presse so viel darüber berichtet wurde. Der Begriff biologische Vielfalt sollte eigentlich jetzt jedem bewusst sein oder ganz viel mehr Menschen als vorher. Viele können jetzt mit dem Begriff Biodiversität viel mehr anfangen und auch natürlich mit der biologischen Vielfalt, was alles dahinter steht. Und es war uns auch immer ein Anliegen zu gucken, dass wir auch kleinere Initiativen, Nachahmenswertes, was Einzelpersonen geleistet haben, auszeichnen, um auch Nachahmung zu finden. Und wir haben es gesehen in den Jury-Sitzungen, es gab sehr viele Nachahmer, viele Neustarter, die gesagt haben, okay, wir wollen auch sowas machen. Wir haben uns infizieren lassen, wir haben uns begeistern lassen, etwas zu tun. Und wir haben auch eben, wie jetzt auch mit der Suchtprävention, eben Menschen ausgebildet, die wieder andere Menschen begeistern können und wollen. Und im Grunde genommen kann eigentlich jeder etwas tun für den Erhalt der biologischen Vielfalt, ob es im Verein ist, als Förderer, beim Einkauf oder im eigenen Garten. Und auch wenn man den nicht hat, vielleicht kann man auch dann einfach nur ein Blütenangebot auf dem Balkon in einen kleinen Kübel stellen. Also jeder hat die Möglichkeit, etwas zu tun.
Und vielleicht zum Schluss, was kommt? Nein, besser müsste man wahrscheinlich sagen, nein, was kommen muss. Wir brauchen tatsächlich noch mehr Engagement, noch mehr Begeisterung und Achtung für unsere biologische Vielfalt und eben hierfür auch noch etwas mehr Bewusstsein. Und es freut mich daher sehr, auch wenn das vielleicht für die Jury oder andere Jurymitglieder wieder viel Arbeit bedeuten sollte. Es freut mich umso mehr, dass es eine weitere UN-Dekade gibt, die im Kern auch auf die biologische Vielfalt zurückgreift, nämlich die Dekade für Ecosystem Restoration, ist sicherlich ein guter Ansatz. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das, was wir als Jury haben erleben dürfen, weitergemacht wird, solche Arbeit, nämlich um Projekte auszeichnen zu können, um damit nach draußen gehen zu können, um Menschen zu finden, die an der Zukunft, letztendlich der biologischen Vielfalt arbeiten. Vielleicht zum Schluss ein kleines Zitat, Worte von Charles Darwin. Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Ich denke, das ist eine klare Botschaft, aber auch eine Hoffnung für uns alle und vor allen Dingen für die nächste Dekade, die ja gerade mit Restoration in dem Zusammenhang dafür steht, eben das, was dem entgegensteht, abzubauen und zu verringern. Also von daher, ich glaube, für die ganze Jury sprechen zu können, das war eine gute, eine für uns wertvolle und auch für jeden Einzelnen gewinnbringende Arbeit. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Muro. Ich kann jetzt leider, ich möchte Ihnen persönlich stellvertretend für allen unser kollektives Dankeschön ausdrücken. Wir wollten eigentlich die gesamten Namen und Funktionen derer, die in der Jury waren, nochmal vorlesen, weil die so eine tolle Arbeit gemacht haben. Das schaffen wir aus Zeitgründen jetzt nicht. Aber vielleicht können Sie Ihnen allen sagen, wir sind zutiefst berührt, beeindruckt von der Leistung, die Sie geliefert haben. Vielen Dank, Herr Muro. Vielen Dank, ich werde es gerne weitertragen. So, das nächste Kompetenzteam, da geht es um soziale Natur, Natur für alle. Also was steht dahinter? Was also diese Kategorie, die seit 2017 existiert, Wildnispädagogik, haben Sie ja gerade gehört, was die ausmacht und wie die Preisträger da zustande gekommen sind. Da hat das Kompetenzteam über 30 VertreterInnen und ich darf Ihnen vorstellen, als Vertreterin, sie ist Abteilungsleiterin Kinder- und Jugendbeteiligung beim Deutschen Kinderhilfswerk, Claudia Neumann. Danke, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Sie haben ein gemeinsames Statement aus diesem Kompetenzteam, ein gemeinsame Handlungsempfehlungen sogar entwickelt. Das heißt, das Klima muss ziemlich kreativ und gut gewesen sein. War es definitiv. Also wir waren ja alle ganz neugierig aufeinander. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Und wir waren uns alle von Anfang an einig, gemeinsam können wir eine starke Lobby sein. Gemeinsam haben wir eine stärkere Stimme für unsere Forderungen. Und von daher haben wir die ganze Zeit eher nach den Gemeinsamkeiten gesucht, als nach den Unterschieden und nach den Einzelinteressen, die natürlich jeder einzelne Verband für sich hat, und haben einfach geschaut, wo ist der gemeinsame Nenner, was können wir herausarbeiten, was sind unsere Forderungen, wie können wir diese vielen einzelnen Projekte auch unterstützen, durch unsere Kontakte auch zur Politik und zur Verwaltung. Was braucht es da noch? Man muss eben sagen, 30 Vertreter Wohlfahrtsverbände, Naturschutzverbände, auch Stadtplanung etc. Ihr Statement, wenn es geht, ein bisschen gekürzt? Ich gebe mir einfach Mühe, okay, nicht so lange zu sprechen. Was hat der Bund der Jugendfarm und Aktivspielplätze mit dem Deutschen Wanderverband zu tun? Was verbindet den Verband Deutscher Naturparke mit der Diakonie Deutschland? Wieso trifft sich der Kneippbund mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe? Ich verrate es Ihnen gern. Wir alle, etwa 30 Multiplikatoren und Fachexpertinnen aus den Sozial- und Naturschutzverbänden sowie aus der Entwicklung städtischer und ländlicher Gebiete, setzen uns für eine soziale Natur ein. Eine Natur, die Menschen zusammenbringt und viele Möglichkeiten für mehr soziales Miteinander und Integration bietet, über soziale und kulturelle Grenzen hinweg, die mit positiven gemeinschaftlichen Naturerlebnissen einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen leistet und die künftigen Erwachsenen für den Wert und den Erhalt der Naturvielfalt prägt, die darüber hinaus mit Aufenthalt, Bewegung, Spiel und Sport wesentlich zu Gesundheit, Wohlbefinden und Bildung beiträgt. In dieser Größe und fachlichen Breite trafen die Sozial- und Naturschutzverbände 2017 erstmals aufeinander im Rahmen des eigens für das Sonderthema Soziale Natur, Natur für alle von der Geschäftsstelle der UN-Dekade gegründeten Kompetenzteams. Sicher, wir setzen da nicht bei Null an. Das Deutsche Kinderhilfswerk beispielsweise engagierte sich bereits zuvor mit seinen Partnern im Bündnis Recht auf Spiel, zu denen auch der Bund der Jugend- und Aktivfahren oder der ABER-Fachverband zählten, für ein naturnahes, selbstbestimmtes Draußenspiel ein. Aber unsere Bemühungen,
Die Bedeutung der grünen Außenräume für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise prominent und wortwörtlich im Weißbuch Stadtgrün zu platzieren, war nicht von Erfolg gekrönt. Und nur zu gern wünschen wir uns für Spielräume einen ähnlichen Schutzstatus wie für Naturschutzgebiete. Kann ein Naturerfahrungsraum nicht zugleich Rückzugsgebiet für Brutvogelpaare mitten in der Stadt sein? Eine Spielwiese nicht zeitgleich eine Regenwasserversickerungsfläche? Ein ordentlich begrünter Spielplatz mitten in der Hochhaussiedlung auch als grüne Lunge dienen? Können Hochbeete im Schulgarten zum Schutz heimischer Insekten beitragen? Wir alle mit unterschiedlichen Zielen, aber vereint für den Erhalt und den Ausbau einer sozialen Natur kämpfen. Eine engere Zusammenarbeit erschien daher erfolgversprechend. Keine Konkurrenz, sondern eine gemeinsame, stärkere Lobby. Das war unser Antrieb. Vernetzung, Bündelung von Kompetenzen und partnerschaftliche Zusammenarbeit. In 4 jährlich stattfindenden Workshops machten wir uns gemeinsam auf den Weg, neuere Ansätze zu entwickeln und damit stärkeren Einfluss auf die Politik, auf die Verwaltung und die Planung zu nehmen. Immer wieder wurden Erfahrungen aus den Projekten eingespeist, die über den Sonderwettbewerb Soziale Natur, Natur für alle eine Auszeichnung erhielten. Entstanden sind dann 2 fachübergreifende Arbeitspapiere, unser gemeinsames Eingangsstatement zu Beginn der Zusammenarbeit und die abschließenden gemeinsamen Handlungsempfehlungen, in denen wichtige Beiträge der Natur zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung in sozialen Fragen und Ansätze zu deren Förderung deutlich gemacht wurden. Ebenso wie die breite Unterstützung der beteiligten gesellschaftlichen Gruppen. Auch zur Fachtagung Soziale Natur, Natur für alle im November 2019 konnte das Kompetenzteam durch die Teilnahme an der Podiumsdiskussion und die Mitwirkung in den Fachforen wichtige Beiträge leisten. Nicht zuletzt durch die starke Anbindung an das Bundesumweltamt und das Bundesamt für Naturschutz sind wir unserem Ziel seit 2017 auch durchaus ein Stück näher gekommen. Der Masterplan Stadtnatur aus 2019 greift einige wichtige Aspekte auf, stellt insbesondere die Kinder und Jugendlichen in den Fokus und verleiht den Naturerfahrungsräumen eine prominente Rolle. Im BDJA hat sich 2019 zu den NERs auch eine Fachgruppe gegründet und wird hoffentlich bald eine bundesweite Beratungsstelle einrichten, so wie es der Masterplan Stadtnatur auch fordert. Und nicht zuletzt werden die Naturerfahrungsräume in der nächsten Baugesetznovelle ihren Einzug finden. Auch das, denke ich mal, durchaus ein wichtiger Erfolg und ein positives Signal. Fazit: Der Einsatz für Biodiversität hat sehr wohl etwas mit sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu tun. Soziale Politik ist auch Umweltschutzpolitik und umgekehrt. Kommunaler Klimaschutz kann zugleich zur Entschärfung sozialer Problemlagen führen. Das letzte Jahr während der Pandemie hat viele Problemlagen mit dem Brennglas offengelegt und uns in Zeiten geschlossener Spielplätze und verriegelter Jugendfarmtore deutlich vor Augen geführt. Für das Wohlbefinden der Bevölkerung, allen voran der Kinder und Jugendlichen, ist das Vorhandensein ausreichend grüner Freiräume im unmittelbaren Wohnumfeld von immenser Bedeutung. Wer den Stadtpark während der Homeoffice-Pause auf fußläufig erreichen konnte, wer den engen Wohnverhältnissen entfliehen und sich beim Urban Gardening austoben konnte, wer den Unterricht in das grüne Klassenzimmer verlegen kann, der hält den Belastungen des Alltags sowohl körperlich als auch mental besser stand. Die Pandemie hat den Blick auf all diese Defizite gelenkt und wir sollten die Chance nutzen, unsere Forderungen zu bekräftigen und auch gegen eine starke Lobby, beispielsweise aus der Bauwirtschaft, selbstbewusst zu behaupten. Einen Fehler sollten wir dabei aber nicht begehen, das ist uns auch in dieser Gruppe bewusst geworden. Einen sozialen Belang, nämlich nach grünen Freiräumen, nicht gegen einen anderen berechtigten sozialen Belang, nämlich nach bezahlbarem Wohnraum, auszuspielen. Wir können nur gemeinsam Lösungen finden. Aber Politik und Verwaltung sind gefordert, durch Gesetze und Richtlinien einen klaren Rahmen zu setzen und zudem auch stärkere Anreize zu schaffen. Wir selbst können auch mit gutem Beispiel vorangehen. Jeder aus dem Kompetenzteam hat seine Projekte. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat zum Beispiel im letzten Jahr aus gegebenem Anlass seinen Förderfonds Schulhofträume ganz gezielt auf die naturnahe Umgestaltung von Schulhöfen fokussiert. Es ging um grüne Klassenzimmer, es ging um die Einrichtung von Schulgärten. Da haben wir 100.000 Euro investiert. Es ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, da sind also noch viel mehr Bemühungen nötig. Aber das ist einfach ganz klar, das sind Beispiele, Projekte, die nötig sind. Und die UN-Dekade ist jetzt natürlich vorbei, unsere offizielle Zusammenarbeit auch. Aber für viele von uns ist klar, wir arbeiten zusammen weiter in dem einen oder anderen Kontext. Wir setzen auch sehr auf das neue Fachgebiet Naturschutz und soziale Fragen. Wir stehen weiterhin bereit für die Zusammenarbeit und es gemeinsam weiterzubringen. Super, in kurzer Zeit ganz viel kompakt untergebracht. Dankeschön, Frau Neumann. Gerne. Und es ist eine tolle Botschaft, dass wir wissen, dass die UN-Dekade eine Motivation fürs weitere Zusammenarbeiten gesetzt hat und die Arbeit nicht zu Ende ist. Dankeschön, Frau Neumann. Sehr gerne.
So, das dritte Kompetenzteam, da geht es um Kommunikation und Medien. 10 Köpfe stark, 2015 ins Leben gerufen. Natürlich ist es extrem wichtig für eine UN-Dekade, dass sie vernünftig und professionell kommunikativ wirkt. Ich habe da einen mit tiermedialer Erfahrung. Er ist nämlich Direktor des Zoos Leipzig und Präsident des Verbandes der Zoologischen Gärten VDZ, Professor Jörg Junhold. Toll, dass Sie da sind. Hallo, Frau Huge. Könnten Sie gleich mit Ihrer Zusammenfassung starten, weil wir Zeitnot haben? Selbstverständlich. Das ist ganz lieb. Ihr Erfahrungsbericht. Also ich habe sehr, sehr gerne in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet und empfand das auch immer als hochkreativ, produktiv. Wir haben eher im Hintergrund gewirkt und wir haben uns als Ideengeber verstanden. Ich meine, dass auch einige der Jahresthemen in der Gruppe entstanden sind, die dann später groß geworden sind als Idee. Wir haben verschiedene Berufe zusammengebracht, also der Zoodirektor saß am Tisch mit dem ZDF-Journalisten oder genauso mit Kommunikationsexperten, Marketing-Experten, und ich habe das wirklich als exzellent empfunden, wie jeder aus seiner Branche und aus seiner Brille dort kommunikativ die Dinge auf den Tisch gebracht haben. Und ich habe das auch als gewinnbringend empfunden, dort Themenanstöße zu geben und sich zu vernetzen, das Thema soziale Medien immer stärker auch in den Vordergrund zu bringen und die verschiedenen Kommunikationswege auch kritisch zu prüfen, zu hinterfragen und dann auch das Richtige zu tun. Ja, warum habe ich selber mitgemacht? Ich bin als Profession ja verbunden mit biologischer Vielfalt und vertrete etwa 250 Zoos und Tierparks, die es in Deutschland gibt. Und wir haben täglich damit zu tun. Kommunikation ist ein ganz dickes Brett. Es ist das erste Ziel der UN-Dekade, dass man am Schluss der Dekade gesagt hat, es soll ein allgemeines Bewusstsein entstehen für den Wert der biologischen Vielfalt. Und das muss man kritisch hinterfragen, haben wir es wirklich geschafft? Wir haben, glaube ich, viel geschafft und wir sind ein großes Stück vorangekommen, aber wir müssen immer weiter kommunizieren. Wir wissen das als Zoos sehr genau und wir verstehen uns auch als Partner dort, als Kommunikationspartner, denn wir erreichen 40 bis 50 Millionen Menschen pro Jahr und können über diese Zoobesucher in einer Umgebung, wo man Freizeit eigentlich genießt, auch Botschaften vermitteln. Denn Zoos haben ihr Selbstverständnis komplett geändert in den letzten 30, 40 Jahren. Sie verstehen sich als Naturschutzzentren und dort geht es um biologische Vielfalt. Insbesondere sind wir natürlich auch Kompetenzzentrum für Wildtierarten und die Karte wollen wir spielen und die spielen wir täglich. Ob das in der Zooschule ist, ob das über eine Story ist, die wir kommunizieren und über die Story versuchen, an die Herzen der Menschen heranzukommen. Auch das hat uns in der Arbeitsgruppe ständig bewegt. Wie kommen wir weg von den technischen Begriffen hin zu Storytelling, sodass wir also wirklich die Menschen dort abholen, wo sie auch sind und auch letzten Endes erreichen. Ja, wo geht's hin? Ich kann nur sagen, ich würde gerne weitermachen, wenn es in irgendeiner Form geht. Aber als Zoos machen wir auf alle Fälle weiter. Wir stehen bereit, auch künftig zu kommunizieren mit vielen, vielen Menschen, Arten zu schützen, aber eben auch den Wert der biologischen Vielfalt jeden Tag immer wieder aufs Neue unseren Gästen beizubringen. Denn die Achtung vor der Natur ist wirklich eines der wichtigsten Werte, die wir haben. Und das sollten wir uns auch für unsere künftigen Generationen, für unsere Kinder und Enkel erhalten. Die Kommunikation über die UN-Dekade für biologische Vielfalt in Deutschland ist eine gelungene Kommunikation. Herzlichen Dank Ihnen und dem 10-köpfigen Team. Danke, Herr Professor Junold. Ja, ja, jetzt kommt unser viertes Kompetenzteam. Das ist das Jüngste. Die Geschäftsstelle hat dieses Team ins Leben gerufen, als das Schwerpunktthema im Jahr 2017-2018 Gesundheit und biologische Vielfalt war. Die Schwerpunktthemen in der UN-Dekade sind alle 2 Jahre gewechselt worden. Und dieses Team aus 15 Experten zum Thema Gesundheit und biologische Vielfalt. Dieses Team vertritt die Dekanin der Medizinischen Fakultät OWL der Universität Bielefeld und Vorsitzende des Sachverständigenrates für Umweltfragen, Professor Claudia Hornberg. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön auch, schönen Gruß auch an Sie, liebe Frau Ruge. Sind Sie denn? Sie sind nämlich so spontan zugeschaltet worden. Ich
bin in Bielefeld, ehrlich gesagt. Vielen Dank. Also Gruß nach Bielefeld und wir erwarten mit Spannung Ihren kurzen Bericht über die Arbeit dieses Kompetenzteams. Ja, vielen Dank. Das mache ich sehr gerne. Die wichtigen Punkte haben Sie ja gerade auch schon gesagt, dass wir ein relativ junges Themenfeld ist. Und ich freue mich sehr, dass ich heute aus Sicht des Gesundheitsschutzes, aber auch der Ökologie eine Botschaft für Sie formulieren darf. Und vielleicht an dieser Stelle, mir ist es ganz, ganz wichtig, nochmal einmal einen Blick nach hinten und dann einen Blick nach vorne zu machen, weil seit 10 Jahren die UN-Dekade der biologischen Vielfalt eine Stimme gibt. Und ich finde, eine sehr vielfältige Stimme. Und das tut sehr gut zu hören. Und mit dieser großen Bandbreite an wichtigen Themen und Projekten hat die Dekade, finde ich, sehr viel nach vorne getrieben. Und mich hat besonders beeindruckt, die Kampagne beispielsweise Natur in graue Zonen bringen. Da wurden nämlich schon zwischen 2013, wenn ich mich recht entsinne, und 2016 in Duisburg, in Erfurt und in Wiesloch innerstädtische Gewerbeflächen entsiegelt und naturnah umgestaltet. Und das war für mich ein ganz zentraler, auch persönlicher Startschuss, um zu sehen, dass grüne Oasen eben einerseits nicht nur die Artenvielfalt fördern, sondern auch Gesundheit und Lebensqualität der Menschen nach vorne bringen. Und das sind für mich Paradebeispiele dafür, wie wirkungsvoll Natur und Gesundheitsschutz Hand in Hand gehen. Mit dem Schwerpunkt Biodiversität und Gesundheit hat die UN-Dekade 2017 bis 2018 die Aufmerksamkeit damit auf ein besonders relevantes Gesellschaftsthema aus meiner Sicht gelenkt, nämlich in dem 4 Themenfelder bearbeitet wurden. Einmal das Thema Medizin aus der Natur, dann das Thema Erholungsorte und Aktivitäten in der Natur. Da haben wir ja auch ganz klar das Thema Lebensqualität mit drin, das Thema Gesundheitsförderung mit drin, das Thema Heilen mit der Natur und ganz zentral dazu verstehen wir heute immer mehr die Naturressourcen als Grundlage für die menschliche Gesundheit. Und das ist mir persönlich immer schon ein wichtiges Anliegen gewesen, zu verstehen, dass Umweltfaktoren natürlich ganz wichtige, gesund erhaltene Faktoren darstellen. Das heißt, die UN-Dekade hat es aus in eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Also das Thema Biodiversität und Gesundheit war vielen Menschen, glaube ich, nicht so prominent im Bewusstsein. Diese Verbindung Gesundheit, ökologisches Bewusstsein, das ist ganz zentral für unsere Gesellschaft. Und wenn man das verständlich machen kann, dann, glaube ich, kann man auch entsprechende Umsetzungsmaßnahmen sehr gut nach vorne bringen. Das ist mein Stichwort. Also Blick zurück war mein einer Teil. Blick nach vorne gerichtet ist jetzt der andere Teil. Ich finde, wir sind jetzt auf einer sehr guten Position, auf einer Startposition, weil es immer noch sehr, sehr viel zu tun gibt auf Basis der Erkenntnisse, die wir jetzt haben. An allererster Stelle, das heißt hier in diesem Kreis natürlich Selbstverständlichkeiten erzählen. Ich mache es trotzdem. Die größte Bedrohung für die Gesundheit der Menschen, muss man ganz klar sagen, insbesondere international, ist das Thema Klimawandel für Menschen, für Tiere und für Ökosysteme. Und insofern kommt neben der Reduktion von Treibhausgasen insbesondere auch allen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel eine besondere Bedeutung zu. Aus meiner Sicht, wir haben gemeinsame Treiber, wir haben diverse Wechselwirkungen und das heißt, Biodiversitäts- und Gesundheitsschutz gehen Hand in Hand. Und ich möchte das anhand von 2 kurzen Herausforderungen skizzieren, wenn ich schaffe, vielleicht auch noch eine dritte. Die erste Herausforderung habe ich vorhin genannt, direkte Folgen des Klimawandels hier zu nennen, das Thema Hitzestress. Wir wissen, dass andauernde Hitzewellen, insbesondere Kleinkinder, ältere Menschen und chronisch Kranke besonders betreffen können. Und wir haben daraus im Grunde die klare Notwendigkeit, gerade in Städten und Kommunen mehr Grünräume, aber auch mehr innerstädtische Blauräume, sprich Gewässer, dann entsprechend klimaresilienter zu gestalten.
Und das heißt, Grün in der Stadt bietet nicht nur Lebensraum für diverse Tier- und Pflanzenarten, nein, es ist auch ein wichtiger Baustein des vorbeugenden Gesundheitsschutzes. Und warum ist das so? Wir wissen es schon lange. Wir wissen beispielsweise, Stadtbäume, Stadtgrün kühlen und filtern die Luft. Wir wissen, dass Parks innerstädtische Grünräume Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bieten. Und Gleiches gilt auch, ich sagte gerade, ich sitze in Bielefeld am Hang des Teutoburger Waldes. Das gilt natürlich auch für umliegende Wälder. Und dabei gilt, Mischwälder sind artenreicher und hitzeresilienter. Sie erfüllen wichtige Ökosystemleistungen und sind insofern dann auch eng mit der Lebensqualität gekoppelt. Ich möchte einen zweiten Punkt adressieren. Das ist in meinem Denken zusammen mit der Biodiversität die Herausforderung invasiver Pflanzenarten, die auf der einen Seite natürlich heimische Flora aufgrund veränderter Klimaregimes verdrängen können und sich ausbreiten können. Sie alle kennen die hochallergene Ambrosia, die auf dem Vormarsch ist. Und wir wissen, wie viele Menschen in Deutschland an Allergien leiden. Wir haben die Situation, dass wir natürlich auch aufgrund des veränderten Temperaturregimes eine entsprechende Spreizung der Allergenfreisetzung haben. Das heißt, sehr viel mehr Menschen werden über einen längeren Zeitraum mit Allergensubstanzen konfrontiert. Das schränkt die Lebensqualität, die Gesundheit ein, Klammer auf, verursacht auch für uns alle zu schulternde Gesundheits-, besser gesagt Krankheitskosten. Und insofern müssen wir uns mit dem Thema Biodiversität viel, viel stärker auch mit Blick auf die Allergievermeidung konzentrieren. Dritter und letzter Aspekt meinerseits. Es tut mir wahnsinnig leid, ich muss Sie leider an dieser Stelle unterbrechen. Wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten in der Zeit. Wir haben jetzt hier einen großen Umbau. Deshalb, und um 15 Uhr beginnt unsere Podiumsdiskussion mit der Bundesministerin. Deshalb können wir leider Ihren wirklich so profunden Ausführungen nicht weiter folgen. Es tut uns wahnsinnig leid. Ich bitte um Verständnis. Kein Problem. Ich bedanke mich in aller Form. Danke für Ihr Engagement und auch für Ihre Bereitschaft, Bericht zu erstatten über dieses Kompetenzteam. Herzlichen Dank, Frau Professor Hornberg. Ich darf also Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die uns zuschauen, sagen, es geht gleich weiter hier. Wir bauen kurz um und das Podium, das jetzt diskutieren wird, ist hochkarätig, ist prominent und ist kompetent. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein in der großen Abschluss-Podiumsdiskussion zum Abschluss der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Bis gleich. Innen. Sie haben sich wieder zugeschaltet oder sind jetzt erst ganz schnell dabei. Es erwartet Sie jetzt die Abschlussdiskussion zum Abschluss der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Und die hat es in sich. Die ist nämlich hochkarätig, kompetent und prominent besetzt. Und ich kann Ihnen verraten, 70 Minuten haben wir Zeit. Die werden wir hoffentlich nicht sprengen, aber wir werden sie enorm kompetent füllen. Ich darf Ihnen gleich mein Podium vorstellen. Es ist in diesen Tagen ein toll zusammengesetztes Podium, auch weil es im Hybridverhältnis hervorragend ist. Wir haben nämlich 4 live und in Farbe anwesend hier auf dem Podium und 3 sind zugeschaltet. Wir wollen uns um das Thema kümmern. Ganz klar, wir blicken zurück. Was haben wir erreicht in der UN-Dekade und wir schauen nach vorne, wie kann es weitergehen. Ich darf mein Podium kurz vorstellen und bin sehr glücklich, dass wir diese wirklich Hochkaräter gewinnen konnten. Natürlich als erstes die Bundesministerin, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, vielleicht haben Sie sie heute Vormittag schon erlebt. Und auch sie ist Ministerin, sie wird uns jetzt gleich zugeschaltet und das für Umwelt, Energie und Naturschutz des Landes Thüringen. Sie war engagierte Laudatorin bei vielen Auszeichnungen von UN-Dekade-Projekten und hat sich aus Erfurt zugeschaltet. Willkommen Anja Sigismund. Schön, dass Sie da sind. Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Dabei der Präsident des Dachverbandes von 17 Natur- und Umweltschutzorganisationen, die zusammen, ich hoffe, die Zahl ist noch aktuell, über 11 Millionen Menschen erreichen. Und das ist der Deutsche Naturschutzring. Und als Professor lehrt er als Nachhaltigkeitsexperte an der Universität Zürich. Willkommen, Professor Kai Niebert. Schön, dass Sie da sind. Sie können auch was sagen. Er ist zugeschaltet aus Harwich, Südengland, ein Homeoffice der besonders naturnahen Art für den Direktor des Naturkundemuseums Berlin.
das mit mehreren UN-Dekade-Projekten ausgezeichnet worden ist. Und er ist Professor für Biodiversität an der Humboldt-Uni Berlin. Willkommen, Professor Johannes Vogel. Toll, dass Sie dabei sind. Er ist noch gemutet. Ihn darf ich live und in Farbe hier begrüßen. Der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, habe ich gelernt, hat knapp 30.000 Mitglieder und sie machen Qualitätsförderung in jeder Hinsicht. Und damit viele Jahre extrem erfolgreich. Er ist Landwirt und Mitglied unter anderem der Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung, Hubertus Petro. Willkommen. Konsequent, kompetent und prominent. Er ist Laudator bei vielen UN-Dekade-Projekten gewesen, hochkarätig ausgezeichnet für seine Arbeit, mit Riesen-Fangemeinde, als Fernsehmoderator, Autor und Dokumentarfilmer mit eigener Stiftung Biodiversity und einem Bestseller, den er geschrieben hat, über Leben, Zukunftsfrage, Artensterben. Dirk Steffens, toll, dass du da bist. Und auch sie ist hier bei uns in Berlin. Sie ist jung, nämlich eine der 8 JugendbotschafterInnen der UN-Dekade. Auch sie war Laudatorin bei vielen Auszeichnungen von UN-Dekade-Projekten und wie Dirk Steffens aktiv bei entsprechenden Social-Media-Kampagnen. Und sie ist Vollprofi in Sachen Biodiversität. Derzeit arbeitet sie als Science Officer an der Uni Bern und forscht, finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur biologischen Vielfalt. Sie hat in der Jugenddelegation an der letzten UN-Biodiversitätskonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten teilgenommen, 2018. Und sie wird im Oktober wieder dabei sein, in Kunming in China bei der COP15. Adina Art, toll, dass du da bist. So, Sie, meine sehr verehrten ZuschauerInnen, können natürlich auch Fragen stellen und Kommentare bei uns abliefern. Das heißt, an 2 Punkten dieser Diskussion werde ich innehalten und Ihre Fragen und Ihre Kommentare an unser Podium weiterleiten. In der Chatfunktion können Sie sie loswerden. Und ich sage noch mal ganz kurz, wie unsere Diskussion, die ja nun mal 70 Minuten dauert und eine tolle Länge hat, wie ich die gegliedert habe. Ganz einfach, wir werden zunächst noch mal von allen einen kurzen Rückblick bekommen. Wie ist bei euch die UN-Dekade für biologische Vielfalt, wie ist die bei euch sozusagen in Herz, Kopf und Gefühle gegangen, auch in die Gefühle? Also einen kleinen Rückblick, wie war es, was hat es gebracht, was hat es nicht gebracht? Dann gehen wir, und das wird der Hauptteil sein, in die Zukunft. Was kommt? Was werden unsere vielen Gesetze, Verordnungen, Förderprogramme bringen für den Schutz der Biodiversität in Zukunft, nicht nur in Deutschland, in Europa, vielleicht auch sogar weltweit? Und welche Dinge müssen wir noch neu anschieben? Vielleicht ein neues Denken. Wir brauchen eine Transformation unserer Gesellschaft, auch in dieser Hinsicht. Welche? Und als drittes, da werden wir in die Zukunft schauen, auf die neue UN-Dekade, Ecosystem Restoration. Das wiederum wird von der Bundesministerin sicherlich auch noch mal ein wenig tiefer erläutert werden. Und ich darf jetzt einsteigen mit dem Punkt, die UN-Dekade für biologische Vielfalt hier in Deutschland. Wie habt ihr sie alle empfunden? Ich darf einsteigen und ich habe die Bundesministerin gefragt, nicht mit ihr, sondern mit Adina. Weil die Bundesministerin hat heute Vormittag schon wirklich Profundes aus der Sicht der Bundesregierung und ihres Ministeriums zum Thema UN-Dekade gesagt. Ich würde Sie gerne bitten, am Ende unserer kleinen ersten Runde dann ein sozusagen Wrap-up zu machen. Aber Adina, als allererste, du warst so intensiv dabei bei vielen Verleihungen und du bist so tief im Thema drin. Deine Wahrnehmung, was hat es gebracht? Also ich glaube, dass was die UN-Dekade gebracht hat, ist, dass sie ganz, ganz viel Aufmerksamkeit geschaffen hat für das Thema biologische Vielfalt. Und das ist das, was ich auch so mitgenommen habe davon. Vor allem einfach die ganzen Menschen, die da engagiert und involviert waren. Also nur als Beispiel vielleicht, ich durfte ein Projekt auszeichnen, Pico Parks hieß das. Da haben Mieterinnen und Mieter vor ihren Wohnhäusern so kleine Gärten angelegt oder Religion für biologische Vielfalt, wo man auch sehen kann, so jede einzelne Person, jeder Mensch, ich und du, wir haben alle eine Verbindung eigentlich zur Natur und unseren eigenen Bezug dazu. Es sind viele Modellprojekte entstanden und das, was ich daran wichtig finde, ist einfach, es zeigt, dass es geht, es zeigt, dass es möglich ist. Aber es muss auf jeden Fall noch so viel mehr passieren.
dann gleich sprechen. Das ist schon mal eine gute Vorlage, Adina. Ich würde jetzt gerne die Ministerin des Landes Thüringen fragen, Frau Sigismund. Sie haben ja selbst auch sehr aktiv mitgewirkt an der UN-Dekade, haben Preise verliehen etc. Ihre Bilanz? Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Aus einem Bundesland kommend, was vielen bekannt ist mit den wunderschönen Regionen im Norden, der Gipskarst, in der Mitte die Höhen des Thüringer Waldes und im Süden die Rhön. Wissen Sie, was für Natur- und Artenreichtum wir haben? Und dafür zu sensibilisieren, diese Naturschätze zu schützen, die Biodiversität zu erhalten, da ist das, was die UN-Dekade vor Ort bewirken konnte, tatsächlich unbezahlbar, also gar nicht aufzuwiegen. Ich sage das ganz bewusst, weil wenn wir die biologische Vielfalt erhalten wollen, dann ist das eine riesengroße gemeinsame Kraftanstrengung, ebenso wie Klimaschutz erfordert der Einsatz für Biodiversität ganz viel Handeln. Und in einer Zeit, wo wir vor allen Dingen auch hier mit dem Smartphone unterwegs sind, will ich ein Projekt benennen aus Thüringen, die App Flora Incognita, die hier unter anderem von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Rahmen der UN-Dekade mitentwickelt wurde, wo man quasi selber jederzeit zum Artenkenner, Artenkennerin und damit auch zum Artenschützer, Artenschützerin werden kann, zeigt Natur erleben. Und in dem Moment, wenn ich etwas kennenlerne, etwas schätzen lerne, dann will ich es auch schützen. Und wir haben nicht nur diese Projekte ausgezeichnet, sondern in den letzten 5 Jahren flächendeckend ein Natura 2000 Stationsnetzwerk aufgebaut. Also wir haben überall im Land Kümmerer für Naturschutz und Biodiversität vor Ort in Thüringen, die quasi die Ansprechpartner vor Ort sind, um mehr tun zu können. Das Landesnaturschutzgesetz novidiert, 5% Wildnisflächen gesichert, viele Dinge getan und trotzdem können wir nicht zufrieden sein. Das heißt, die UN-Dekade hat sichtbar gemacht, was eigentlich alles zu tun ist, hat viele Kümmerer aktiviert und trotzdem liegt noch unheimlich viel vor uns. Und ich glaube, es wird darüber zu reden sein, die Ergebnisse zu sichern und diejenigen, die jetzt schon mitgetan haben, vor allen Dingen auch weiter mit an Bord zu halten für mehr Biodiversität und mehr Klimaschutz in den Regionen. Da ganz kurz nachfragen, gehören zu den Kümmerern, konnten Sie sie in der Dekade gewinnen, auch die Landwirte? Wir haben tatsächlich auch Natura 2000 Landwirtinnen und Landwirte ins Boot geholt. Es ist nicht flächendeckend, so wie Thüringen, und ist repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik, die Hälfte Ackerfläche unseres Landes. Das heißt, wir werden bei der Biodiversität nur vorankommen, wenn wir die Landwirte und Landwirtinnen auch gewinnen, mitzutun. Und das ist die immense Herausforderung. Es gibt tatsächlich einige, die sich haben ins Boot holen lassen. Die tun das auch und berichten davon, öffentliches Geld für öffentliche Güter, das ist der richtige Weg. Aber es ist noch nicht die Mehrheit. Auch das ist eine der Riesenherausforderungen. Zum Beispiel auch mit Blick auf die roten Listen bei uns im Land. Wir haben einen Status quo bei vielen Arten, die wir in den Wäldern haben. Aber gerade die Feldvögel, ich nehme mal so eine Allerweltsart wie die Feldlerche, die befindet sich nicht im Sinkflug, die ist in ihrer Populationsdichte im Sturzflug. Das heißt, wir können nur wirklich Biodiversität erhalten und Artenschutz aufleben lassen, wenn wir mit den Landwirten die richtigen Akzente setzen und sie naturverträglicher wirtschaften. Sofort diskutieren. Aber erst kommt Herr Petow zu Wort. Er ist Landwirt. Und ich würde gerne wissen, was haben Sie jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren auf Ihrem immerhin 1250 Hektar ehemalige LPG Mecklenburg-Vorpommern-Hof umgestellt in Richtung Schutz der biologischen Vielfalt? Ja, also zunächst mal, die Frage ist ja, wie haben wir diese 10 Jahre erlebt? Und das kommt, das ist auch ganz konkret natürlich bei uns im Umfeld, auf dem Betrieb und auch im Dorf, was ja um uns rum liegt, mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, ist das natürlich nicht spurlos vorübergegangen. Wir machen inzwischen auf dem Betrieb von den 1250 Hektar über 60 Hektar Biodiversitätsflächen. Das sind Blühstreifen, das ist eine Moorsenke, die wir wieder vernässt und wieder begrünt haben. Das sind Anpflanzungen von Bäumen, also nicht im Sinne von Agroforst, sondern im Sinne von Feldrandbegrünung.
Da haben wir eine ganze Menge gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Frage der persönlichen Passion. Wenn man da selber Spaß dran hat, dann macht man sowas auch. Und vor allen Dingen, wenn man auch eine gewisse ökonomische Beinfreiheit hat, auch dann fällt das leichter. Und insofern muss ich natürlich ein bisschen meine Kollegen in Schutz nehmen. Erstmal hat nicht jeder diese Passion, aber vor allem hat auch nicht jeder diese ökonomische Beinfreiheit, da in die Vorleistung zu gehen und zu sagen, Mensch, ich mache jetzt mal hier so ein paar Projekte. Ich denke, dass wir mit den eigentlichen Projekten der UN-Dekade biologische Vielfalt Sphären der Gesellschaft erreicht haben, die im individuellen Bereich liegen und die auch im, ja, in der sozialen Kristallisation liegen. Also Menschen haben sich zusammengefunden, haben zusammen ein Projekt gemacht, haben zum Beispiel gemeinsam ihre Gärten ökologisch vielfältig gestaltet. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Damit ist es aber bei einem gesamtgesellschaftlichen Projekt dieser Dimension ja nicht getan. Wir müssen versuchen, alle Sphären der Gesellschaft, und dazu gehören Unternehmerinnen und Unternehmer, dazu gehören natürlich die Repräsentanten der Gesellschaft, die Politik und auch viele andere Gruppen müssen wir mitgewinnen für dieses gemeinsame Projekt. Und dazu gehören auch die Landwirte. Unser Projekt für die, und damit komme ich ein bisschen auch schon zu dem Ausblick vielleicht, für die nächste Zeit als landwirtschaftliche Community ist, jeden Landwirt in Deutschland für die Ziele der Biodiversität zu begeistern. Das heißt, dass noch nicht so viele dabei sind. Ich wollte jetzt nur kurz Ihre Meinung ein. Okay, jetzt gehen wir kurz zu Herrn Vogel nach Harwich. Herr Professor Vogel, vielleicht, was die UN-Dekade, die zurückliegt, für Sie bedeutet, das waren ja viele Auszeichnungen, die auch Mitarbeiter Ihres Museums erhalten haben. Vielleicht geben Sie uns mal diesen schönen Rückblick, was es bewirkt hat. Ich glaube, wir sollten uns wirklich freuen, dass jetzt diese Dekaden erst der Biodiversität und jetzt der Restauration gemacht wurden, weil wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wir sehen ja alle, was so ein wild gewordener Virus, der aus nicht nachhaltiger Nutzung von Natur dann eben halt in die Menschheit übertragen wird, anrichtet. Das geht auf keine Kuhhaut. Das Geld, was wir dafür ausgeben müssen, damit hätte man die halbe Welt retten können oder die halbe Naturwelt retten können. Ich glaube, da ist das Umdenken angefangen hat. Und dass wir natürlich als Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Biodiversität und Evolutionsforschung zum einen Forschung dazu machen, zum anderen die Menschen versuchen mitzunehmen und zu begeistern, packt uns in eine interessante Position, der wir hoffentlich gerecht werden. Aber wir haben ja hier auch die Vertreterin der Politik und ich kann Ihnen wirklich nur Mut machen, das ist der richtige Weg und da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Und ich denke, das ist das Hauptergebnis. Viele sind jetzt zusammengekommen und wollen zusammen an dieser wichtigen Sache arbeiten. Ein unheimlich schöner, positiver Impuls. Jetzt gucke ich mal, ob bei Herrn Niebert das auch so aussieht. Denn Sie sind ja letztlich ein Treiber und Verfechter einer ganz tiefen gesellschaftlichen Transformation und haben mit Sicherheit die Dekade sehr kritisch verfolgt. Ihre Bilanz? Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, die Bilanz der Umwelt-, Natur- und Tierschutzverbände auf die Dekade, die konnten wir vorhin schon in der Veranstaltung sehen. Es waren ja diverse Organisationen auch beteiligt mit Projekten, die auch ausgezeichnet wurden. Insofern ist für uns die Aufmerksamkeit, die jetzt auf dem Thema liegt, das ja neben der Klimakrise noch fast das größte Megathema ist unserer Zeit, ist das hervorragend, welche Perspektive wir da jetzt in der Öffentlichkeit auf die biologische Vielfalt bekommen haben. Nichtsdestotrotz, und Sie haben mich ja gerade eingeladen, kritisch zu sein, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich feststellen, dass alle großen Berichte, die wir haben, weiterhin eine vernichtende Bilanz für die biologische Vielfalt ausstellen. Also egal, ob nun der Global Biodiversity Outlook, der aufzeigt, wie kritisch das ist, oder ob wir auch Analysen für Deutschland haben, die ja das Bundesamt für Naturschutz macht mit seinem Bericht zur Lage der Natur, zeigt auf, trotz dieser ganzen Projekte, trotz dieser ganzen Anstrengungen,
steht die biologische Vielfalt weiter tief im roten Bereich. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt das und was kann man machen, wo wir ja wirklich viel Engagement und durchaus zum Teil auch Geld in die biologische Vielfalt gesteckt haben in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren. Und da vielleicht mal ein Hinweis, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Perspektive, die meine Organisationen da jetzt mittlerweile auch auf die biologische Vielfalt haben, ist, wir müssen da stärker in die gesellschaftliche Breite gehen und müssen auch Schutz der biologischen Vielfalt nicht einfach als Naturschutz, sondern als Gesellschaftspolitik betrachten. Wir haben als Deutscher Naturschutzring gerade eine Studie durchgeführt, um mal zusammenzurechnen, wie viel Subventionen haben wir denn überhaupt aus dem Bundeshaushalt zum Beispiel, die der biologischen Vielfalt schaden, anstatt ihnen zu nützen. Und wir sind auf 67 Milliarden Euro gekommen, die jedes Jahr ausgeschüttet werden, und zwar gegen unsere Zukunft und nicht für unsere Zukunft. Und da muss sich was dran ändern. Vielleicht eine kleine Frage an die Technik. Wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten, Sie gut zu verstehen. Herr Professor Niebert, vielleicht könnten Sie noch mal gucken, dass der Ton noch ein bisschen höher geregelt wird oder besser wird. Also es geht schon, aber es wäre toll, wenn es noch ein bisschen besser wäre. Jetzt kommt Steffen dran. Also was ich vorher nicht gesagt habe, er hat sogar noch eine Online-Petition biologische Vielfalt ins Grundgesetz gestartet. Also er ist sowas von Biodiversität und biologische Vielfalt auf zwei Beinen, wie, glaube ich, sonst kaum jemand. Und deshalb so nah dran, deshalb bitte ich dich jetzt um einen gnadenlosen Rückblick. Ach, gnadenlos gemein muss ja nicht sein, denn dass es diese UN-Dekade überhaupt gab, ist eine wirklich gute Nachricht. Das muss uneingeschränkt so gesagt werden. Aber jetzt müssen wir auch sagen, das Kind ist sozusagen geboren und getauft, aber es kann noch nicht laufen. Vor dem Laufen kommt halt das Geborenwerden und das Taufen. Das waren also notwendige Schritte. Wo wir jetzt sind in der Debatte, wir sind in den Thinktanks der Politik und der Wissenschaft, sowieso schon lange, die weiß das ja schon lange, wo das Problem ist. Wo wir aber noch nicht angekommen sind, ist die ganz breite Öffentlichkeit, anders als zum Beispiel bei der Klimadiskussion. Und es hat sich so ein bisschen so ein Gefühl breit gemacht, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen, dann ist alles wieder gut. Und das könnte ein ganz gefährlicher Irrtum sein. Nein, das ist ein ganz gefährlicher Irrtum, denn man muss ja mal ganz klar sagen, also die Klimakrise bedroht zwar die Art, wie wir leben, aber der Biodiversitätsverlust stellt in Frage, ob wir überhaupt leben. Das ist also in der Dimension noch mal ein bisschen größer. Jetzt geht es hier nicht um eine Rangliste der Katastrophen. Das wäre total dumm, das zu machen, weil es ja im Grunde alles eine große Katastrophe ist, nämlich die Ökokatastrophe. Das ist alles miteinander verbunden. Und wir haben jetzt, um noch mal eine andere Metapher zu bemühen, also wir haben jetzt die Feuerwehr gegründet, aber wir haben noch nicht gelöscht. Und das muss jetzt anfangen, denn zur Wahrheit gehört eben auch, dass sich in dieser Dekade das Artensterben weiter beschleunigt hat. Und bei den Lobesworten jetzt macht sich ein bisschen der Eindruck breit, man hat schon angefangen, irgendwie das Problem zu lösen. Nein, wir haben jetzt erst das Problem verstanden und beschrieben. Gelöst ist bisher gar nichts. Beschleunigung auch in Deutschland? Auch in Deutschland. Wir verlieren schätzungsweise weltweit pro Tag im Moment 150 Arten. Ja, weltweit, okay. Aber in Deutschland eben ist die Beschleunigung nach wie vor auch im Gange. Okay. Ja, dann kommt jetzt die Bundesministerin für ein Neudeutsch-Wrap-up dieser kleinen Lobes und mit ein bisschen Würze durchsetzten ersten Runde. Naja, wir sehen erstmal, dass es wirklich eine hohe Aufmerksamkeit jetzt für das Thema gibt. Und wer hätte das vor 10 Jahren gedacht, ja? Also überhaupt der Begriff biologische Vielfalt ist ja schon ein bisschen sperrig, dass sich inzwischen so viele Menschen was darunter vorstellen können, dass Menschen selber aktiv geworden sind, dass es so viel Engagement sogar für den Insektenschutz gibt, dass es so viele gibt, die sich jetzt auch ganz aktiv beteiligt haben. Ich glaube, das ist ein wirklicher Gewinn dieser UN-Dekade. Und es ging ja quer durch alle Altersgruppen. Also diese Schülermalwettbewerbe, wo ich echt beeindruckt war, was junge Leute alles schon wissen, was sie zu Papier bringen, was da an Wissen in den Schulen vermittelt wird und was die Schülerinnen und Schüler dann auch aktiv wieder einbringen, bis hin zu Glaubensgemeinschaften. Ich war ein Besuch in den Kapuzinergärten bei mir da in Münster ist mir noch sehr in Erinnerung, also Kapuziner Klostergarten in Münster, ein sehr, sehr schönes Projekt, um das sich die dortigen Kapuziner eben dann kümmern, bis hin eben zu Älteren in Kleingärtenanlagen, die auch zeigen, was sie können. Also wir haben schon eine Menge Menschen erreicht, aber ja, das Problem ist noch nicht gelöst. Wir haben Aufmerksamkeit mit dieser UN-Dekade bekommen.
bekommen. Wir haben mehr politische Wahrnehmung für das Thema bekommen. Aber es muss noch weitergehen. Mit den 10 Jahren sind wir jetzt noch nicht sozusagen bei der Lösung aller Probleme, sondern das Kind ist geboren, es lernt zu laufen und es muss jetzt weitergehen. Das Bild finde ich wirklich schön. Und das ist auch das, glaube ich, was in der Politik angekommen ist. Die Klimakrise und der Verlust biologischer Vielfalt, das ist unmittelbar beides bedrohend für uns. Wir sehen das jetzt bei dieser Pandemie, das ist ja gerade nochmal angesprochen worden von Herrn Professor Vogel, wir sehen bei der Pandemie, wohin das führt, wenn wir die Natur immer weiter zurückdrängen, wenn wir den Tieren immer weiter auf die Pelle rücken, dann bekommen wir eben auch deren Viren und deren Krankheiten. Und insofern ist Klimaschutz, Schutz der Artenvielfalt auch Schutz für uns, für die Gesundheit. Ich finde diesen Ansatz der Vereinten Nationen zu sagen, das ist One Health, eine Gesundheit. Wenn es dem Planeten nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut. Ich glaube, das Bewusstsein dafür ist jetzt nochmal deutlich gewachsen. Und Vorfahrt in jeder Hinsicht für den Klimaschutz ist vielleicht nicht die richtige und Einbahnstraße, die wir fahren. Hier gibt es, damit haben wir unsere erste kleine Themenrunde beendet und es gibt von unseren ZuschauerInnen eine Frage an Herrn Peto von Hans Rogalli. Was müsste denn getan werden, damit die Landwirte, wie Sie gesagt haben, mehr Beinfreiheit haben, um Aspekte der Biodiversität bei ihrer Bewirtschaftung stärker zu berücksichtigen? Das ist natürlich das Thema unserer zweiten Runde. Ja, ich glaube, ich habe das eben schon so ein bisschen angedeutet. Das muss unternehmerisch Spaß machen. Ich denke, wir müssen, das Ziel muss sein, dass Biodiversitätserhalt, Verbesserung der Biodiversität, Trendumkehr, Biodiversitätsverlust, das individuelle und ökonomische Interesse eines jeden wird. Und da gehören Landwirte dazu. Und Landwirte sind immer wahnsinnig schnell dabei, wenn sie sehen, ich kann aufgrund meiner Fähigkeiten auch im Umgang mit der Natur, auch im Sinne der Natur und meinen organisatorischen Fähigkeiten mein Einkommen verbessern. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr danach, das muss alles gewaltig bezahlt werden. Wir reden dabei gar nicht über so furchtbar viel Geld, sondern wir reden nur darüber, dass es einen gewissen kleinen Anreiz geben muss, zum Beispiel auch, weil ich als Landwirt besser darin bin als mein Nachbar, die Feldlerchen auf meinen Äckern wieder etwas zu vermehren, dass ich das davon dann auch am Ende profitieren kann. Es muss ein Geschäftsmodell werden. Das klingt ökonomisch, klingt nach so ein bisschen althergebrachten kapitalistischen Wachstumstheorien, aber es hat einen großen Vorteil, es funktioniert. Und das wäre mein Petitum, dass wir sagen, weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und weil wir alle ein Interesse daran haben müssen, dass jeder Landwirt in Deutschland ein Interesse daran hat, Biodiversität auf seinen Flächen zu fördern, dass wir es für die Landwirte unternehmerisch und geschäftlich interessant machen. Gleich zu unserem zweiten Gesprächsschwerpunkt, Butter bei die Fische, nämlich wie macht man das? Und ja, vielleicht steigen wir ein. Also ich würde vielleicht kurz noch sagen wollen, es geht jetzt wirklich um die Biodiversität, die biologische Vielfalt bei uns in Deutschland und in Europa. Wo klemmt's und was ist zu tun? Das ist natürlich ein Riesenthema, das wir jetzt erschöpfend diskutieren werden. Und ich würde gerne zum Einstieg gleich bei Ihnen weitermachen, aber zum Einstieg Adina noch mal fragen. Du warst 2018 in Sharm el-Sheikh und durftest dort eine Eröffnungsrede mit einer weiteren Jugendbotschafterin halten. Wenn du jetzt in Kunming wieder öffentlich vor vielen sprechen würdest, wie würde diese Rede ausfallen, von der Tonalität her? Schärfer oder ein bisschen milder? Meine Eröffnungsstatement würde überhaupt nicht versöhnlich und auch überhaupt nicht milde sein. Und das möchte ich vielleicht auch noch ganz kurz ergänzen zu dem Punkt eben, also auch meine Gesamtbilanz von der UN-Dekade. Es ist irgendwie viel passiert, aber man muss, wenn man sich die harten Fakten anguckt, und ich glaube, das würde ich denen auch in Kunming ganz genauso sagen, wo stehen wir, also was sind die harten Fakten, wie sieht der Zustand unserer Natur aus? Und wir sehen eben gerade, was ja der Kai Niebert auch gesagt hatte, wir sehen, dass wir uns im 6. Massenaussterben befinden, was dieser Planet jemals gesehen hat. Und ich muss da wirklich eiskalt Bilanz ziehen. Auch alle 20 Naturschutzziele, die man sich international gesetzt hat, die sind alle verfehlt worden, alle. Man hat einfach kein einziges erreicht. Und dementsprechend ist die Frage, was müssen wir wirklich machen, damit sich das ändert? An welche großen Räder müssen wir auch wirklich ran? Und
Das eine ist, wir müssen mehr Geld ausgeben für Naturschutz. Wir müssen aufhören, so viel Geld darin zu investieren, in Dinge, die die Natur zerstören, weil das ist so viel mehr, als wir dafür ausgeben, dass der Natur geholfen wird. Wir müssen auch wirklich anfangen, diese großen Fragen zu stellen. Also, wie wollen wir leben? Wie wollen wir wirtschaften? Wie soll das funktionieren, wenn wir davon ausgehen, dass immer alles weiter wachsen kann? Unser ganzes Wirtschaftssystem, es wird auf Dauer nicht funktionieren. Und ein Punkt noch zum Schluss. Es ist auch kein Zufall, dass wir aktuell eine Klimakrise haben, dass wir eine Biodiversitätskrise haben, dass wir eine Plastikkrise haben in den Meeren. Und diese ganzen Krisen hängen im Kern zusammen, weil wir immer der Meinung sind, es könnte alles irgendwie mehr und mehr und mehr werden. Also wir müssen die ganz großen Räder drehen, sagst du. Dann lass uns doch mal, würde ich gerne die Bundesministerin fragen, den schwarzen Peter mal so ein bisschen aufblättern. Sind das die, wenn wir jetzt Deutschland und Europa nehmen, sind es die Landwirte, die den haben? Ist es der Handel? Ist es der Verbraucher? Ist es die Flächenversiegelung? Auf wen müssen wir jetzt am meisten bashen? Am besten wäre, wenn wir gar nicht bashen, sozusagen gar nicht immer nur kritisieren, sondern wenn klarer aufgezeigt wird, wie geht es nach vorne? Also wie kommen wir da raus? Und das geht nur mit allen zusammen, das geht nur mit Landwirtinnen und Landwirten. Die müssen was tun auf ihren Feldern, auf ihren Äckern, aber das muss auch entlohnt werden, weil wir wollen ja, dass Landwirtinnen und Landwirte von ihrer Arbeit auch leben können. Das hat was mit unserer Lebensweise insgesamt als Verbraucherinnen und Verbraucher zu tun. Dieses Ex und Hop Plastik einmal benutzen und dann einfach wegschmeißen, das geht nicht. Das wird jetzt zum Teil verboten, indem wir Einwegplastik in großen Teilen verbieten. Es hat aber auch was mit Lebensstil zu tun, weil das ist ja nicht nur Plastik, auch Kleidung wird heute in einem Ausmaß, gerade in den Industrieländern, einfach nur mal kurz genutzt und dann weggeschmissen. Diese Grundeinstellung, die geht so eben nicht mehr und die muss sich verändern und dafür muss man werben. Da ist auch Politik gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Dann ist es natürlich die Industrie, die Art, wie wir wirtschaften. Da bewegt sich schon eine ganze Menge. Wälder zu schützen, Auen zu schützen, Thüringen, was wir da ganz wunderbar vorangebracht haben mit einem ganzen Band, was sich durch die Bundesrepublik schlängelt, mit dem grünen Band, mit dem Schutz der Auen. Das sind alles wichtige Projekte und das ist nicht nur nett, dass man das hat, so nettes Zubrot sozusagen, sondern das ist existenziell, dass wir unsere Natur, dass wir unsere Umwelt schützen. Insofern sind alle gefragt. Das ist nichts, was nur die Politik kann. Die kann den Rahmen setzen. Dafür müssen die richtigen Leute an die richtigen Stellen gewählt werden. Und es ist was, was wir aber auch insgesamt als Gesellschaft alle mit vorantreiben müssen. Und deswegen ist das so ein schwieriges und so ein großes Projekt. Aber man sieht ja jetzt in dieser Dekade, ganz viele wollen mitmachen. Also es ist was, wo man auch viele für begeistern kann. Ich würde die nächste Frage gerne an alle stellen. Und der, der sich meldet, teil eben richtig schöne auch Verbote. Ja? Dann die Düngeverordnung, die Pflanzenschutzanwendungsverordnung auf Bundesebene, das Insektenschutzgesetz und so weiter und so weiter. Die grundlegende Transformation, und da gucke ich natürlich auch auf den Monitor von Herrn Niebert, die grundlegende Transformation, die wir brauchen und die Adina wirklich vehement fordert, kriegen wir die mit diesen Instrumenten? Ja, jetzt bin ich nämlich bei der Landwirtschaft. Oder brauchen wir, also ich würde es gerne so praktisch wie möglich besprechen, vielleicht mal ein, zwei Instrumente angucken. Kriegen wir das mit solchen Instrumenten hin? Dirk nimmt sein Mikrofon. Ich glaube nicht, dass das mit diesen Instrumenten wirklich klappt, denn wir haben ja eine lange Geschichte der Versuche und des Scheiterns, was diese Instrumente anbelangt. Also gerade bei den landwirtschaftlichen Subventionen sehen wir, dass die natürlich aus guten Gründen vergeben werden. Und ich sage auch nicht, dass man die zurückfahren muss, aber wie sie vergeben werden, ist ja gerade in der EU wieder der große Streitpunkt. Also kurz gesagt, macht man es für Masse oder für Klasse? Wofür gibt man das Geld aus? Was wir vielleicht mal ändern sollten, ist, dass wir nicht den Weg und jeden einzelnen Schritt vorschreiben wollen. Zum Beispiel, ich weiß aus der Landwirtschaft, dass ganz viele Bäuerinnen und Bauern, das sind die wichtigsten Umweltschützer, die wir haben müssen. Denn die Hälfte des Landes ist nun mal in der Hand der Landwirtschaft. Also gegen die und ohne die geht sowieso nichts. Also geht es nur mit ihnen. Die müssen sogar die obersten Umweltschützer und Schützerinnen in unserem Land werden, weil alles andere kein praktischer Ansatz ist. Wie kann man das erreichen? Indem man mit einem Bürokratiemonster vorschreibt, der Blühstreifen muss nun statt 1 Meter 1,5 Meter breit sein, da muss diese Saatgutmischung rein und die muss genau zu dieser Zeit ausgebracht werden. Aber 50% weniger Pestizid bis 2030? Ja, ich sage nicht, dass diese Regelungen schlecht sind, okay. Aber es geht halt besser, indem man einfach
Ziele vorgibt und nicht die Verfahren reglementiert. Das nervt alle, die in der Landwirtschaft arbeiten, kolossal und ist weniger effizient. Also wenn wir uns mal ein kleines Beispiel, kann man in 45 Sekunden, glaube ich, beschreiben. Stellen wir uns eine Gemeinde vor, da ist ein kleiner See, der ist durch zu viel Gülleeintrag eutrophiert, also tot. Dann kann man natürlich sagen, jetzt dürfen die Landwirte pro Quadratmeter und Jahr nur noch so und so viel Liter Gülle genau da ausbringen. Und man kann das dann messen und die, die weniger machen, mit Subventionen überschütten und die es nicht machen, dann mit Strafen. Aber man kann auch einfach jedes Jahr den See messen und der Bauerngemeinschaft sagen, ihr überlegt euch selbst, wie ihr es macht. Wenn der See sauberer wird, gibt es mehr Kohle und wenn er schmutziger wird, gibt es weniger. Und wie es gemacht wird, das sollten wir doch denen überlassen, die ihren Boden kennen, die die Kompetenz haben, diesen Boden zu bewirtschaften und nicht mit diesem kleinteiligen bürokratischen Ansatz immer versuchen, alles vorzuschreiben. Die Erfahrung zeigt, funktioniert nicht gut. Da müssen Sie was dazu sagen, bevor die weiteren natürlich aufgerufen sind, dazu Stellung zu nehmen. Ja, ich habe das eben, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich muss bei jemandem die Begeisterung für das Ziel wecken und nicht eine genaue Kenntnis der Mittel oder der Vorschriften, die dazu notwendig sind. Und das ist das Defizit, was wir im Moment haben. Es stimmt zu 100%. Es gibt ein sehr schönes Beispiel in Holland, unserem Nachbarland, werden Agrarumweltmaßnahmen heute kooperativ organisiert. Da gibt es Kooperativen, die bestehen aus Landwirten und Naturschützern. Die überlegen sich zusammen, was kann auf dieser Fläche, die von x Landwirten bewirtschaftet wird, Sinnvolles für die Wiesenbrüter gemacht werden? Wo können wir das machen? Die geben ein Ziel vor, wir wollen so und so viele Brutpaare ansiedeln und dafür gibt es dann Geld. Das ist ein sehr gutes Verfahren und vor allen Dingen, ich bin ein großer Freund davon, den Aspekt der Zusammenarbeit, der hier übrigens auch ein SDG ist, dass wir den da mit reinkriegen. Sowas kann man sehr viel einfacher machen, wenn man nicht zum Beispiel als Landwirt, Landwirtin, als Einzelkämpfer vor diesem Biodiversitätserhaltsproblem steht, sondern eine große Gruppe um sich herum hat. Nicht nur Landwirte, sondern eben auch Leute, die, weil sie in Naturschutzorganisationen tätig sind, relativ genau wissen, was zu machen ist. Da können wir Schwarmwissen nutzen. Ich denke, da gibt es sehr viele Ansätze. Am Ende muss man natürlich eins sagen, und Frau Schulze, Sie kennen das, es gibt natürlich auch Dinge, die gehören schlichtweg verboten. Es gibt also Kollegen, und da darf man auch als Landwirt nicht die Augen davor zumachen, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen sozialen Druck ausüben, die tun Dinge, die gehören sich nicht und die gehören einfach verboten und die muss man dann auch unterbinden. Aber ich glaube, es muss ich doch nachfragen, wenn wir uns die GAP, also die EU-Agrarreform anschauen und werden eben die Subventionen in Zukunft nicht mehr in der Form an die Fläche gebunden, wie es bisher war, sondern Umweltschutzmaßnahmen werden sozusagen honoriert und dafür gibt es dann Subventionen. Ist das ein Weg, um die Landwirte zu begeistern? Also Landwirte begeistern sie, wenn sie unternehmerisch tätig sein können und davon leben. Wenn sie das Ziel definieren, du hast Biodiversitätserhalt als Betriebszweig, dann habe ich da so vielleicht für den einen oder die andere auch noch eine Chance geweckt zu sagen, mein Betrieb ist zwar vielleicht eigentlich in seiner heutigen Konstellation gar nicht so wirklich überlebensfähig, aber wenn ich jetzt das Geschäftsfeld Biodiversitätserhalt noch dazu nehme und damit auch ein bisschen was verdienen kann, dann kann ich auch weitermachen. Ob sich das jetzt zu 100% schon in der heutigen GAP so wiederfindet, da müssen wir auch ein bisschen dran denken, dass diese GAP in ganz Europa gemacht wird, dass es da sehr viele Interessen von sehr, sehr vielen Gruppen gibt, auch politischen Gruppen, die da in eine bestimmte Richtung wollen und dass deshalb wahrscheinlich alles nicht ganz so schnell geht, wie wir uns das hier wünschen wollen. Aber ich denke, es geht mit der jetzigen Reform schon in die richtige Richtung, weil das reine Subventionieren von Flächenbesitz langsam weniger wird. Also, ich lasse noch mal die Runde offen. Vielleicht, entschuldigen Sie, da widerspreche ich mir selber, aber vielleicht Frau Sigismund, weil wir gerade auch die EU-Biodiversitätsstrategie angesprochen haben. Und da ist ja offensichtlich wahnsinnig viel Geld. Da sind wir wieder beim Fördern, Frau Bundesministerin. Wahnsinnig viel Geld, 20 Milliarden pro Jahr in einem Topf zur Förderung der Biodiversität bis 2030 jedes Jahr. Und da müsste ja eigentlich in so einem Ministerium wie von Ihrem was angekommen sein, schon mal an Informationen zumindest darüber. Wie sieht es denn da aus? Also bislang wissen wir noch wenig darüber, wofür wir die Mittel genau ausgeben können. Aber ich würde gerne mal, wenn ich darf, bei Herrn Petro noch mal anknüpfen. Weil ich glaube, es braucht nicht nur Begeisterung, um am Ende die Frage des Massenartensterbens, insbesondere auf den Ackerflächen, zu lösen. Ich bin sehr bei denen, die sagen, wir brauchen partnerschaftliche Ansätze und wir brauchen
Unterstützung, um den Landwirtinnen und Landwirten ein Auskommen zu ermöglichen. Aber wer von Ihnen schon mal beispielsweise in den neuen Ländern unterwegs war und sich die Agrarlandschaften angeguckt hat, das sind riesengroße Schläge. Egal, welche Finanzierungsmomente wir haben, solange wir die Landschaft, die Kulturlandschaft so verändern, ohne dass wir Landschaftselemente Elemente wie Hecken und so weiter auch honorieren, wird es auch mit der Begeisterung nicht bergauf gehen. Wir haben deswegen im Bundesrat derzeit eine Initiative zur Unterstützung von Agroforst auf den Weg gebracht. Ich hoffe, die wird auch mehrheitsfähig. Und ich weiß, dass Svenja Schulze an der Stelle, wie an vielen anderen Stellen, uns Naturschützerinnen und Naturschützern an der Seite steht. Also die eine Frage ist die Struktur und natürlich die zweite, um die Begeisterung zu erwecken, die Finanzierung. Und da sprechen Sie exakt die richtige Frage an. Wenn wir wissen, dass angesichts der dramatischen Klimakrise, angesichts des dramatischen Artensterbens, wir die nächsten 10 Jahre nutzen müssen, um den Turnaround hinzukriegen, dann können wir mit dem derzeitigen Verhandlungsstand der GAP-Reform und mit dem derzeitigen Stand der Verhandlungen zum Thema Geldflüsse noch nicht zufrieden sein. Also wir müssen doch ein gemeinsames Interesse dafür haben, dass das Erzeugen gesunder Lebensmittel und der Erhalt der Artenvielfalt maximal wird, aber eben auch wirtschaftlich in der Perspektive weiter sägen, auf dem wir sitzen. Und alleine die ambitionierte GAP-Reform tut es aber auch nicht. Ich bin sehr überzeugt davon, dass die 20 Milliarden, dass wir bei denen sehr genau schauen für die nächsten 10 Jahre, was wird wofür zur Verfügung gestellt. Denn ich glaube, das ist kein Geheimnis, das Bundesprogramm für biologische Vielfalt des Bundes ist chronisch unterfinanziert. Die 45 Millionen, die da drin sind, ich weiß, das ist schon heute deutlich mehr als vor 4 Jahren. Aber viele Projekte, die wir uns überlegt haben, sind darüber nicht mehr finanzierbar, weil es völlig überzeichnet ist. Projekte in der Warteschleife bei uns im Bereich Insektenschutz, in vielen anderen Punkten. Das heißt, am Ende brauchen wir einen gemeinsamen Kraftakt. Der zeichnet sich aus über Strukturfragen. Zweitens über die richtigen finanziellen Instrumente. Und drittens auch über die Ergänzung von Landesförderinstrumenten, um die nächsten Schritte gehen zu können. Am Ende ist es eben doch eine finanzielle Frage. Und mein dritter Punkt: ja, es gibt auch Punkte, da muss man dann auch gesetzliche Klarheit schaffen, und zwar unumkehrbar. Es ist beispielsweise erst jetzt mit unserer Naturschutznovelle verboten, Pestizide in Schutzgebieten auszubringen. Es war ein ewig langes Ringen mit Eigentümern von landwirtschaftlichen Nutzflächen, 10 Meter Uferrandstreifen pestizidfrei hinzubekommen. Und das sind viele, viele, viele Kilometer, die wir damit quasi geschützt haben. Oder unser nationales Naturmonument, das grüne Band, was wir ausgewiesen haben. Auch hier besondere Regeln. Und natürlich bedeutet das vor Ort, das darf ich Ihnen versichern, nicht als erstes Begeisterung, wenn man sagt, folgende Regeln gelten jetzt hier, sondern die erste Frage, die immer kommt: Was heißt das für mich und meine Flächenbewirtschaftung? Und dann braucht es solide Instrumente, die den Eigentümern auch Perspektiven geben. Ich sehe da, dass das gewünscht ist, aber oft reichen die Mittel nicht. Und deswegen hat mir vorhin sehr der Satz gefallen: Naturschutzpolitik ist nicht nur das Hobby Einzelner, das ist eigentlich Gesellschaftspolitik, und da müssen wir hinkommen. Vielleicht. Ich glaube, ich kann da auch unmittelbar anknüpfen, genau, an dem, was Frau Sigismund gerade gesagt hat. Denn Sie haben ja nach der Kleinteiligkeit der Strukturierung gefragt. Sie hören Sie mich, Frau Ruge? Sie hören mich, hervorragend. Sie haben ja nach der Kleinteiligkeit der Steuerung gefragt. Denn das Problem ist doch, wenn ich da im Moment drauf gucke auf den Landwirtschaftssektor, dann leisten wir uns ein System, das im Moment 90 Milliarden Euro an Schäden an der Umwelt jedes Jahr hinterlässt, und hinzu kommen noch 50 bis 60 Milliarden Euro an der Gesundheit. Ein System, das also absolut nicht nachhaltig ist. Und da kann ich natürlich jetzt auf verschiedene Arten und Weisen gegensteuern. Ich kann sagen, ich preise diese Schäden ein. Ich gebe diesen Schäden einen Preis, und der kommt am Anfang mit rein. Aber wenn ich die Debatten der letzten Tage rund um den Benzinpreis betrachte, dann möchte ich die Debatten nicht erleben, wenn die Scheibe Mortadella dann plötzlich 16 Cent teurer wird.
Nein, ich glaube also, es braucht tatsächlich einen Mix aus Instrumenten und da gehören diese Leitplanken. Ich spreche da tatsächlich lieber von Leitplanken als von Verboten, denn sie sollen uns in eine bestimmte Richtung ja lenken. Brauchen wir da. Und an der Stelle, ich glaube, da muss man auch mal Ross und Reiter nennen an dieser Stelle. Ich wundere mich schon, dass in der derzeitigen Debatte, wo wir sehen, biologische Vielfalt hat an Bedeutung erlangt, auch in der öffentlichen Debatte, dass eine Partei, die die Bewahrung der Schöpfung vor sich herträgt, im Moment genau die Instrumente, die Sie vorhin angesprochen haben, blockiert. Also die Pflanzenschutzanwendungsverordnung und das Insektenschutzpaket. Es ist ja nach wie vor ausgebremst. Und insofern glaube ich, es braucht beides. Und um da auch nochmal auf Herrn Päthe zurückzukommen, mit dem ich ja zusammen in der Zukunftskommission Landwirtschaft sitzen darf. Wir haben eben über verschiedene Modelle gesprochen, um tatsächlich ja auch die Motivation von Landwirtinnen und Landwirten zu stärken. Ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen der intrinsischen Motivation, also das, was kommt aus mir heraus, wo will ich auch selber Artenschützer werden und was kommt von außen drauf. Und ich muss sagen, man lernt ja in solchen Kommissionen durchaus auch dazu, dass diese Kooperationsmodelle, also wo Artenschützer mit Landwirten zusammen arbeiten, dass die tatsächlich einen guten Beitrag dazu leisten können, die intrinsische Motivation zu stärken. Das ist der große Hebel. Nichtsdestotrotz brauchen wir auch diese extrinsische Motivation, wo eben ein Verhalten, ein Wirtschaften, das eben der Allgemeinheit zuträglich ist, dass das auch entsprechend honoriert wird. Und ich glaube, wir befinden uns gerade auf dem Weg in die richtige Richtung, aber wir sind viel zu langsam, wenn ich im Moment das Artensterben betrachte. Da weiß ich nicht, nein, ich weiß da sehr genau, dass das, was da im Moment passiert, zu langsam ist. Und wenn ich das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht für den Klimaschutz gefasst hat, wenn ich das auf den Artenschutz übertrage, was ja genauso eine Lebensgrundlage ist, die nach Artikel 20a des Grundgesetzes schützenswert ist, dann müssen wir da mehr als nur eine Schippe drauflegen. Professor Vogel müsste unbedingt jetzt bald zu Wort kommen, aber ich glaube, Dirk, du wolltest direkt dazu? Das habe ich nicht gesehen. Entschuldigen Sie bitte. Dann sind Sie dran. Ja, ich kann das alles nur unterschreiben. Wir müssen, also jetzt hier auf eine Berufsgruppe einzuschlagen oder die verantwortlich zu machen, das ist mir alles noch ein bisschen zu billig. Es sind ja am Ende wir als Konsumenten, die vieles verursachen. Und es sind ja am Ende wir durch die Art und Weise, wie wir leben, die diesen Klimawandel und dieses Aussterben bedingen. Also es muss mit uns als Verbraucher, als demokratische Bürger nochmal anders geredet werden. Und dafür brauchen wir Koalitionen. Und das wird mit einer Mischung zwischen Mitmachen, Verboten und Ähnlichem gehen. Nur ich sehe leider noch nicht, dass der Wille oder die Urgency, also es scheint immer noch nicht verstanden worden zu sein, dass es hier wirklich um das Überleben geht. Also das Bundesverfassungsgericht ist jetzt ja nahe herangekommen, aber da steht uns einiges bevor, wenn wir das gemeinsam erreichen wollen. Und dafür brauchen wir neue Koalitionen. Wir sind smart genug, wir haben genügend Technologie, wir können die Wirtschaft durchrechnen, die ökonomischen Modelle. Allein der Wille fehlt, sich mit dem Wähler anzulegen. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Ich glaube dass wir andere Koalitionen und andere Wege der tiefgreifenden Veränderung finden müssen, und zwar relativ schnell. Und an meine Frage, sind eventuell die Instrumente, die jetzt in der Mache sind, die sind ja zum Teil relativ kleinteilig und relativ viel Vorschrift. Bringen die uns genau auf den Weg, den Sie jetzt zeichnen, Herr Professor Vogel? Und ich glaube, da möchte der Dirk etwas dazu sagen. Ja, also was ich sehr seltsam finde, immer bei diesen Debatten, das schon seit Jahrzehnten, dass wir immer nur über die Bäuerinnen und Bauern reden. Und der Handel stiehlt sich meistens aus der Verantwortung. Und das ist das ganz große Problem. Denn um nochmal auf das Thema, man kann die Scheibe Wurst nicht teurer machen, Steuern heißen so, weil man damit etwas steuern kann, also lenken. Und steuern kann man nicht nur in eine Richtung bewegen, sondern auch in die andere. Man kann auch gute Dinge preiswerter machen. Man muss nicht immer alles nur teurer machen.
Und auch Dinge preiswerter zu machen, ist eben ein Anreiz. Das hat die Politik vergessen. Es werden Steuern fast immer nur erhöht, aber sehr, sehr selten gesenkt, wie die Geschichte zeigt. Wo wir also hin müssen, ist der Handel. Denn dadurch könnten wir auch ein zweites großes Problem lösen. Die Landwirtschaft hat natürlich das Problem, wenn man jetzt sagt, wir machen hier nationale oder EU-Vorschriften für unsere Landwirtschaft, dann kommt natürlich von außen kommen dann Produkte rein, die nicht diesen Vorschriften unterliegen und deshalb preiswerter sind. Wir erleben in der Praxis schon, dass ein Bio-Apfel aus Neuseeland auf einem Schiff, das mit Schweröl betrieben wird, um die ganze Welt kutschiert wird und im Supermarkt dann preiswerter ist als ein konventioneller Apfel, der in Deutschland vielleicht 30 Kilometer vom Supermarkt entfernt am Baum gewachsen ist. Das ist absurd. Was man also braucht, ist so eine Art Lieferkettengesetz für die Agrarwirtschaft. Da haben wir ja gerade gesehen, wie es geht und das greift auch international. Wenn man nämlich endlich mal an den Handel rangehen würde und da an die Preispolitik reingehen würde, dann könnten internationale Anbieter nicht die nationalen Vorschriften unterlaufen, Punkt eins. Und zweitens würde sich, wir leben in einer Marktwirtschaft, vernünftiges Wirtschaften endlich mehr lohnen als nicht nachhaltiges. Und deshalb plädiere ich da dafür, hören wir doch auf damit, immer der Landwirtschaft kleinteilige Vorschriften zu machen und fangen mal an, den Hebel da anzusetzen, wo es auch wirklich was bringt. Also dann müsste man zum Beispiel, oh, was habe ich jetzt gerade gelesen, in Russland will eine Fläche von 12 Millionen Hektar überhaupt erst der Landwirtschaft zuführen. Und zwar mit all den Methoden, die wir nicht mögen. Ne? Also eine komplette sowieso Rodung, egal wo, und dann eben Pestizideinsatz, Düngemitteleinsatz und so weiter und so weiter. Aber müsste dann in Russland, die 12 Millionen Hektar ist ungefähr so groß, wie wir in Deutschland insgesamt anbauen, die Produkte müsste man dann aber alle checken, ob die jetzt, ob die Deklaration, die Zertifizierung, die da draufsteht, ob die richtig ist oder nicht. Ne? Genau das haben wir beim Lieferkettengesetz jetzt gerade in sozialer Hinsicht gemacht. Das ist ja genau der Werkzeugkasten, den wir brauchen. Wir gucken, wie produzieren eigentlich die Textilindustrieunternehmen in Bangladesch? Gibt es da Kinderarbeit? Wenn ja, dann darf das bei uns nicht mehr verkauft werden. Und die Unternehmen, die hier damit handeln, sind verantwortlich. Ah, dann müsste jetzt Aldi beispielsweise, um einen Namen zu nennen, den wir sofort wieder vergessen, müsste dann in Russland gucken, ob die Gerste zum Beispiel... Die schicken ja ihre Einkäufer dahin. Das sind die, die vor Ort genau wissen, was passiert. Und wir reden in Deutschland über 4, 5 große Handelskonzerne, die den kompletten Lebensmittelhandel kontrollieren. Das wäre ein einfacher und extrem wirksamer Hebel. Genau das Thema. Also beim Lieferkettengesetz machen wir ja genau das, verlangen genau das, weil wenn die Qualität des Produktes nachvollzogen werden kann, dann muss doch auch nachvollzogen werden, ist es mit Kinderarbeit hergestellt, wird dabei die Umwelt vergiftet. Also man kann doch nicht nur das Produkt angucken, sondern man muss doch auch die Bedingungen rundherum ansehen. Und also das verlangen wir beim Lieferkettengesetz, deswegen finde ich das auch genau den richtigen Ansatz. Ich wollte aber noch mal einmal kurz erklären, warum wir teilweise so kleinteilige Antworten dann auch in der Politik finden. In der Landwirtschaft war das jetzt oft der Fall, weil einfach Gesetze in ihrem Grundduktus einfach umgangen wurden und weil man versucht hat, möglichst viel noch rauszuholen. Beim Düngerecht hat die gesammelte Landwirtschaft 15 Jahre dafür gekämpft, dass es nicht verschärft wird, hat möglichst viel Dünger auf die Felder gepackt. Die EU-Kommission hat uns verurteilt und hat gesagt, eure Werte im Wasser sind viel, viel zu hoch. So, und dadurch ist dann entstanden eine viel kleinteiligere Steuerung, weil das große Ziel, Wasser sauber bekommen und Wasser sauber halten und die Maßnahmen, die wir dafür ergriffen haben, nämlich viel freiwillig machen, Appelle, gemeinsam appellieren, hat nicht zusammengepasst. Und das führt dann zu Ordnungsrecht. Und ich habe keine Angst davor, auch an Stellen zu sagen, das muss dann gesetzlich geregelt werden. Und dann ist das kleinteilig, ja. Aber wenn das in der Sache hilft, dann brauchen wir auch das, weil die freiwilligen Wege sind auch die, die mir lieber sind. Ich steuere lieber über Ziele. Ich finde das ganz toll. Aber wir haben keine 30 Jahre mehr Zeit. Die nächsten 10 Jahre sind die entscheidenden Jahre und da müssen wir weiterkommen. Das muss ein Mix sein aus einem klaren Rahmen, was darf man nicht, dem gemeinsam vorangehen, sich Ziele setzen, regional arbeiten, so wie wir das heute an vielen Stellen auch noch machen, auch schon machen, aber es muss auch klare Regeln geben. Ohne das wird das nicht funktionieren, da bin ich fest von überzeugt. Herr Peto. Ja, also im Prinzip stimme ich natürlich zu, bloß an einem Punkt nicht, liebe Frau Ministerin. Das Gegenteil von freiwillig ist nicht Ordnungsrecht. Und da polarisieren wir, glaube ich, auch ein bisschen in die falsche Richtung, denn wir sprechen die ganze Zeit davon, dass wir das Ganze ökonomisch interessant machen wollen. Das hat ja nichts mit freiwillig zu tun, weil die Alternative dazu, dass ich etwas tue, was ökonomisch interessant ist, ist die Insolvenz. Und
alles, was das nach sich zieht. Insofern, ich bin natürlich bei Ihnen, wenn ich einen Tatbestand, eine Herausforderung habe, die ich A, in sehr kurzer Zeit lösen muss und die ich B, auch administrativ gar nicht anders in den Griff kriege, dann bin ich bei Ihnen, dass wir als ordnungspolitisches Mittel das Ordnungsrecht bevorzugen. Ordnungspolitik hat aber einen viel breiteren Fächer. Denken wir mal zum Beispiel an die ganze Diskussion beim Klimaschutz über den Zertifikatehandel oder die CO2-Steuer. Inzwischen sind wir dabei. Wie kriegen Sie die denn runter? Also die Werte, die jetzt im Grundwasser gefunden werden, beruhen auf den Düngepraktiken von vor 10 bis 20 Jahren. Frau Schulze weiß genau, worüber ich spreche. Und wenn wir in diese Zeit zurückgucken, dann haben wir da jede Menge Kollegen, die auch das damals schon, nein, nicht jede Menge, aber eine ganze Reihe an Kollegen, die auch das damals schon gültige Fachrecht nicht so genau genommen haben, wie sie es hätten nehmen sollen. Wir haben häufig gar kein Verordnungsdefizit, sondern ein Durchsetzungsdefizit. Und ich plädiere dafür, dass wir uns auf ein neues Niveau der Transparenz bewegen, dass wir versuchen, und da gibt es erhebliche Widerstände in der Community dagegen, dass wir sagen, der landwirtschaftliche Betrieb muss natürlich gläsern sein, was seine Nachhaltigkeitsanforderungen angeht. Wir müssen aufs Produkt schreiben können, dieses Produkt hat im Laufe seines Entstehungsprozesses die und die Emissionen verursacht. Das ist genau das, was da auch international dann zu dem Ziel führt, dass wir dann ein System haben, was international zu einer nachhaltigeren Nahrungsmittelproduktion führt. Nochmal zu Ihren 12 Millionen Hektar. Wir importieren heute schon 6 Millionen Hektar aus der internationalen Nahrungsproduktion nur für unsere Form der Ernährung. Das ist bei Ihnen im Haus ausgerechnet worden, Frau Ministerin. Das ist unser globaler Flächenfußabdruck unseres Ernährungssystems. Natürlich muss der kleiner werden. Wir können nicht sagen, in Deutschland dürfen wir 1,5 Landesflächen gebrauchen, um uns zu ernähren, weil wenn das jeder sagt, haben wir die bekannten Folgen, was zum Beispiel Regenwaldrodung etc. angeht. Und insofern glaube ich, das tatsächliche genaue Kennzeichnen der Produkte mit ihrem Nachhaltigkeitsfußabdruck und das digitale Dranpappen dieser Information an das Produkt, das sind die beiden Schritte, die uns in dem Bereich weiterbringen. Ich bringe nur mal dieses Buzzword Blockchain da rein. Natürlich gibt es heute digitale Möglichkeiten, sowas auch so sicher zu gestalten, dass die Umgehungstatbestände dann eben nicht so sind wie bei der Düngeverordnung von vor 15 Jahren. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir das sowohl in Deutschland als auch international in Gange bringen. Du wolltest dazu Stellung nehmen, Adina. Ja, genau. Also ich wollte, also die Frage sozusagen, die mir immer im Kopf herumschwirrt, ist so diese Frage, ist das genug? Und werden wir damit diese Ziele erreichen? Also wie gesagt, wir hatten bis 2010 Ziele. Mir wurde bis 2010 versprochen, dass der Verlust der Biodiversität gestoppt wird. Das ist nicht passiert. Das ist bis 2020 nicht passiert. Warum sollte das bis 2030 passieren? Und auch bei dem aktuellen Stand, der gab, und jetzt kam so ein bisschen dieses Fazit, ja, wir sind da schon auf einem guten Weg. Ja, aber die Frage ist doch, reicht das? Und das reicht aktuell nicht. Und ich stelle mir vielleicht richtig die Frage auch einmal direkt in die Richtung. Eine Frage, die ich mir persönlich stelle, ist, liegen wir wirklich so weit auseinander von Naturschutz und Landwirtschaft? Also ist es nicht so, dass wir nicht alle eine lebenswerte Zukunft wollen? Ist es nicht so, dass wir gesunde Lebensmittel wollen und ein faires Einkommen für Bäuerinnen und Bauern? So. Und diese ganzen GAP-Verhandlungen, also für die gemeinsame Agrarpolitik auf EU-Ebene, das ist extrem viel Lobbyismus und viel politische Kraft, die dahinter steckt. Und ich frage mich, falls unsere Ziele doch gar nicht so weit auseinander liegen, und die Landwirtschaft hat eine riesengroße Lobby, das ist eine Tatsache, warum wird die nicht genutzt, noch mehr dort Einfluss zu nehmen und eben gerade auch diese Ziele zu fordern und zu verfolgen, weil dann könnten wir das wirklich gemeinsam schaffen. Ja, ich will da vielleicht gleich darauf antworten, bevor das Kaniber tut, der das bestimmt genauso gut tun könnte wie ich, weil ich glaube, ein Prozess, der auch in die abgelaufene Dekade der biologischen Vielfalt gehört, ist, dass sich das Gesprächsklima, dass sich das gemeinsame Suchen nach Lösungen, das Zuschütten der Schützengräben und der Versuch, gemeinsam in die richtige Richtung vorwärts zu kommen, sicherlich schon, jedenfalls aus meiner Perspektive, sehr merkbar verbessert hat. Die Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Verbänden, nicht allen, aber einem großen Teil, und Naturschutzverbänden hat sich im Wesentlichen verbessert. Ich will nochmal auf den ersten Teil Ihrer Frage eingehen.
Wir reden, wenn wir über die GAP reden, ja über das, was da heute an Direktbeihilfen und Einkommensstützung in ein, so haben es inzwischen alle erkannt, nicht wirklich zukunftsfähiges System geht. Wir haben bloß einen Tatbestand und den haben Sie auch genannt. Bei der letzten großen Euro-Krise hat Mario Draghi auf die Frage, was wird er denn machen, um das Ganze in den Griff zu kriegen, den bekannten Satz geprägt, whatever it takes. Und genauso müssen wir auch die Herausforderungen Biodiversität, Klimaschutz, Landwirtschaft betrachten. Es geht da nicht darum, kleinteilig zu gucken, wir haben jetzt hier in diesem Bereich, so wie auch die Ministerin das gerade gesagt hat, ein bisschen zu wenig Geld. Diese Herausforderung ist so groß, dass wir wirklich wesentlich mehr locker machen müssen, auch als das, was heute in der GAP steckt. Das heißt nicht, dass wir nicht die GAP neu ausrichten müssen, dass wir sagen müssen, die muss in die richtige Richtung gehen. Aber ich sage Ihnen gleich, für die Herausforderung, die Ihr Ziel, nämlich, dass wir bis 2030 tatsächlich eine Trendwende haben, für die Herausforderung reicht das nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Könnten wir vielleicht, weil wir jetzt kurz nach vier haben, wir haben vielleicht noch 10, 15 Minuten maximal, vielleicht mal nach dem unbeliebten Satz oder sagen wir nach dem wahren Satzverfahren keine ungebetenen Ratschläge. Vielleicht mal aus Ihrer Sicht jeweils Ratschläge zusammensammeln, praktisch. Und ich glaube, unsere ZuschauerInnen würden gerne wirklich so etwas, was du zum Beispiel gebracht hast, versteuert doch die Produkte, die einfach giftig sind, sagen wir jetzt mal, für uns und für die biologische Vielfalt, tut da eine Steuer drauf. Können wir mal zusammen sammeln, was so an Vorschlägen, vielleicht auch neues Denken, anders miteinander reden. Also tatsächlich konstruktive Vorschläge, nicht nur an die Adresse der Bundesministerin, sondern an alle Ebenen, die entscheiden werden, sammeln. Ginge das? Oder ist das eine sehr blonde Initiative? Ja, dann bin ich auch blond. Also denn was ich glaube, der erste Schritt ist, das hat was mit intrinsischer und extrinsischer Motivation zu tun. Wir müssen mal aufhören, Umweltschutz als Weg der Qualen und des Leids zu verkaufen. Also Umweltschutz ist ein positives Narrativ. Was bringt uns das? Wir leben gesünder, wir leben länger, wir leben glücklicher und wir werden auf Dauer auch mehr Geld verdienen. Und das müssen wir endlich mal begreifen. Umweltschutz kostet kein Geld, sondern Umweltschutz ist die beste Investition in die Zukunft, die überhaupt nur denkbar ist. Und wir müssen aufhören, das immer so als Joch uns auf die Schultern zu legen und so zu tun, als sei das jetzt alles ganz schrecklich und das würde uns alle belasten. Nein, im Gegenteil. Wer keinen Umweltschutz betreibt, ist der Verlierer von morgen. So einfach ist das. Und wir brauchen ein positives Narrativ und das müssen wir jetzt mal in unsere Herzen kriegen und dann in unsere Köpfe, dass wir mal fühlen, das ist eine große Chance für uns, weil wir in diesem Land viel darüber wissen, weil wir viele Möglichkeiten haben, können wir auch mit die sein, die diese Entwicklung global vorantreiben. Und das ist doch sensationell gut. Er ist ja die beste Galionsfigur dafür, ne? In all deinen Tätigkeiten und all deinem Wirken. Ja, vielleicht hier von Herrn Niebert oder von Frau Sigismund oder Professor Vogel. Also, Sie haben nach sehr konkreten Maßnahmen gefragt. Genau daran anschließend. Und das Herr Vogel, machen Sie zuerst. Und das noch mit einer Erziehungs- oder mit einer Bildungsinitiative verknüpfen, die seinesgleichen sucht. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, was Dirk gerade gesagt hat. Entschuldigung. Tatsächlich neues, die Köpfe neu programmieren. Ich greife da mal an, ja. Als jemand, der sich relativ viel mit Bildungsforschung beschäftigt, bin ich bei so Bildungsansätzen, Sie verzeihen mir, tatsächlich eher zurückhaltend, weil der Weg vom Wissen zum Handeln doch sehr weit ist. Nein, Sie haben nach sehr konkreten Maßnahmen gefragt und ich glaube, eine sehr konkrete Maßnahme wäre, diese 67 Milliarden biodiversitätsschädigende Subventionen so umzubauen, dass sie biodiversitätsfördernd sind. Das ist eine sehr konkrete Maßnahme. Dann eine zweite Maßnahme ist, und ich weiß gar nicht, ob das eine Maßnahme ist, aber Herr Peto und ich, wir sind ja gerade in dieser Zukunftskommission. Und vielleicht korrigiert mich Herr Peto gleich, aber ich habe im Moment das Gefühl, dass diejenigen, die eigentlich am erbittertsten miteinander streiten sollten, nämlich die Naturschützer und die Landwirte, das überhaupt nicht tun, sondern sehr gut gemeinsam versuchen, Lösungen zu entwickeln. Es ist eher, Herr Steffen hat es vorhin angesprochen, die Frage, was passiert in der Industrie am Anfang und was passiert in der Industrie am Ende. Ich glaube, da müssen wir noch mal genauer hinschauen. Und dann vielleicht noch zwei Punkte, die sehr konkret werden können.
Ich glaube, in dem Zustand, in dem die Natur mittlerweile ist, geht es nicht mehr darum, Schäden weiter aufzuhalten, sondern wir müssen mittlerweile dazu umgehen, den Zustand wirklich zu verbessern. Da könnte man zum Beispiel relativ einfach aus dem Verschlechterungsverbot ein Verbesserungsgebot machen, was den Zustand der Natur angeht bei Kompensationen. Und einen sehr praktischen letzten Punkt vielleicht noch. Ich glaube, wir müssen anfangen, anders zu denken. Die Dinge einfach ein bisschen besser und effizienter zu machen, das reicht mittlerweile nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass auf einem Hektar Acker 200 mal so viel Energie herausgeholt werden kann, wenn ich da Photovoltaik hinstelle, als wenn ich da Silomais anbaue, dann würde ja schon ein kleiner Teil dieser Fläche reichen, um den in die Energieversorgung mit einzubeziehen. Und dann muss ich nicht diesen ganzen Hektar mit biodiversitätsschädigendem, monokulturell angebauten, hochgespritzten Silomais oder Siloraps anbauen, sondern könnte den Rest der Fläche für Biodiversität freisetzen. Ich glaube, dass das genau diese eher kreativen Ansätze sind, in denen wir anders denken, die wir jetzt brauchen. Vielleicht Frau Sigismund? Ja, ich kann da nur anknüpfen. Ich denke, Zukunft ist, was wir draus machen. Und Sie sehen von denjenigen, die quasi politisch arbeiten, dass wir wie in einem Baukastensystem denken und die Punkte versuchen zusammenzuschieben, so dass Naturschutz aufgewertet wird. Und wir kennen halt die realpolitischen Umstände. Wir wissen, dass bei der letzten Verhandlungsrunde der EU-Kommission der auf GAP-Ebene der zuständige EU-Kommissar Timmermans nachts 0 Uhr vor die Tür gesetzt wurde, damit eben mit ihm nicht weitergesprochen wurde. Also im Sinne des Baukastensystems erwarte ich, dass Naturschutz und Landwirtschaft wirklich sich auf Augenhöhe begegnen. Dann kommen wir bei der Biodiversität auch weiter. Ich wünsche mir, dass die Bundesrepublik, die zuständige Ministerin Frau Klöckner, sich da so für einsetzt, dass der Verhandlungserfolg der Landesagrarministerinnen und Minister umgesetzt werden kann. Ich erhoffe mir, dass das Insektenschutzpaket der Bundesregierung noch umgesetzt werden kann. Und ich hoffe wirklich, dass wir die Frage der Finanzierung auskömmlich hinbekommen. Ich will noch mal eine Zahl nennen. Natura 2000-Kulisse, 17% der Fläche Thüringens ist Natura 2000-Schutzgebietskulisse. Es bräuchte im Bund 1,6 Milliarden Euro jährlich, um die Finanzierung bereitzustellen, um diese Flächen, das heißt auch jede Biene, jeden Schmetterling, jede Wildkatze, die zurückkommt, ein Stück weit schützen zu können. Es ist gerade mal ein Drittel der Finanzierungskulisse da. Jetzt können Sie sagen, das ist nicht die Weitsicht, die wir uns wünschen, aber das ist praktische Naturschutzarbeit vor Ort. Und im Naturschutz, können wir uns alle mal ganz tief in die Augen gucken, im Naturschutz ist ein Jahr und sozusagen eine Investition auf einer Fläche nicht mehr als ein Wimpernschlag. Das heißt, was von dieser UN-Dekade auch bleiben muss, ist ein Aufbruch, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Wir dürfen nicht nachlassen, das ist das eine, sondern müssen einen riesen Kraftakt hinlegen, brauchen die Kooperation, das ist gerade beschrieben, auch mit Landwirtinnen und Landwirten. Aber jetzt da unmittelbar anzuknüpfen und gut entwickelte Projekte, Partnerschaften, Netzwerke, so wie die Zukunftskommission Landwirtschaft das beispielsweise auch vorlebt, die auch am Leben zu erhalten, weiter zu unterstützen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, auch mit Blick auf die Frage, was die UN-Dekade hinterlässt, Leitplanken, Partnerschaften, aber hoffentlich auch eine Perspektive in die Zukunft. Sie waren noch nicht dran. Ich meine, der Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft, den fanden Sie ja ziemlich sexy, ne? Also jetzt auch als Vorschlag für einen ungebetenen Vorschlag oder Ratschlag. Ja, der ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Ja, Herr Niebert weiß, worüber wir da noch diskutieren müssen und was wir da noch vom Eis bekommen müssen. Ja, aber Sie haben gesagt, da ist schon einiges drin. Ich denke schon, dass wir in dem Bericht eine ganz gute Richtung vorgezeigt haben. Für mich, Sie haben ja gefragt nach einem konkreten Vorschlag, was wir in Gang bringen müssen. Wir müssen dieses Projekt biologische Vielfalt erhalten, entlang der gesamten Kette so einpflanzen, dass es auch zu einer Zusammenarbeit kommt. Dass Verbraucher sagen, ja, es gibt Bio, aber Bio ist nicht das Einzige, sondern ich kaufe prinzipiell nur noch Produkte, bei denen ich weiß, dass bei ihrem Entstehungsprozess die biologische Vielfalt nicht zu kurz gekommen ist. Ich würde mich freuen, wenn der Handel, der ja nun doch wahrscheinlich aufgrund seiner Konzentration da erheblichen Hebel hat, da mit dabei ist. Wir haben auch noch andere Player. Wir haben die öffentliche Beschaffung. Ernährung findet häufig auch
auf der Basis öffentlich beschaffter Lebensmittel statt. Das ist übrigens auch ein Hebel für Bildung, weil der Joghurt, den mein Sohn in der Kita isst, den will er dann vielleicht auch zu Hause haben. Und wenn da dann draufsteht, dass der jetzt nachhaltig erzeugt ist, dann haben wir wieder ein kleines Stück erreicht. Und der wird das wahrscheinlich dann auch beibehalten, selbst wenn er nicht mehr in der Kita verpflegt wird. Insofern glaube ich, entlang der gesamten Wertschöpfungskette den Gedanken Biodiversitätserhalt entlang der gesamten Produktion zu forcieren. Das muss unser Ziel sein. Und dann kommen wir, glaube ich, auch langsam, natürlich immer langsam, aber wir kommen weiter. Okay. Zweiter Denk, natürlich unheimlich großer, umfangreicher Denkschwerpunkt, ist fast beendet. Es kommen aber jetzt Fragen an dich, und zwar von unseren Zuschauerinnen. Frage an Herrn Steffens. Wenn Sie davon sprechen, dass die biologische Vielfalt erhöhte Aufklärung und Medienwirksamkeit benötigt, was denken Sie, wie kann man im Besonderen die Zielgruppe der Jugendlichen mit dem Medium Film, Fernsehen, das bist du, zu mehr Interesse am Naturschutz motivieren? Ich meine, das machst du doch perfekt. Oliver Krebs, wirklich, das von ihm kommt es. Seine Sendung machen das doch perfekt. Naja, aber es reicht ja ganz offensichtlich nicht aus. Also wir brauchen natürlich das, da kann man immer Fridays for Future natürlich immer wunderbar zitieren, die haben natürlich der Politik eine Beinfreiheit verschafft durch den Druck, den sie von der Straße gemacht haben, den wir in der Biodiversität noch nicht haben. Und das kleine Missverständnis bei Fridays for Future ist immer, dass sie glauben, die Klimakrise sei das einzige wirklich große, drängende Problem zurzeit, was natürlich überhaupt nicht so ist. Was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre eine Fridays for Future Aktivierungskraft für den gesamten ökologischen Bereich. Und da, das kann man natürlich nicht nur über Filme und vom Katheder runter machen, egal wie lässig man Filme auf Instagram oder TikTok oder sonst wo macht. Das hat immer Grenzen. Da muss es auch eine Selbstmotivierungskraft geben. Manchmal braucht es dann eben so charismatische Persönlichkeiten, wie Greta das zum Beispiel für Fridays for Future war. Wenn wir jemanden finden, der das für die Biodiversität machen kann, dann laufe ich auch gerne mit. Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Vogel. Können Sie drei konkrete Verhaltensweisen, wow, jetzt sind wir ganz konkret, welche jeder Konsument erfüllen kann und Ihrer Meinung nach am wichtigsten sind, um etwas zur biologischen Vielfalt beizutragen? Also Herr Professor Vogel, drei konkrete Verhaltensweisen, die jeder Konsument, also da nehme ich mal an von Lebensmitteln, erfüllen kann, und Ihrer Meinung am wichtigsten sind, um etwas zur biologischen Vielfalt beizutragen? Die Frage kommt von Alexandra. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich denke, als erstes müssen wir uns um das Thema Fleisch kümmern. Kein Fleisch mehr essen, was nicht aus biologisch-ökologischem, nachhaltigem Landbau kommt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir hin zu einer anderen Ernährungsweise. Ich versuche das gerade, funktioniert sogar ganz gut. Also vegan werde ich nicht, vegetarisch auch nicht voll, aber es funktioniert gut. Und dann natürlich jetzt gucken, wie wir es mit der Mobilität halten wollen. Müssen wir eben halt, wir haben uns jetzt das Fliegen abgewöhnt. Vielleicht kann man auch dabei bleiben. Und ganz wichtig, und das wird, glaube ich, auch immer wichtiger, wir müssen uns unser Verhalten im Internet anschauen. Es ist ja nicht nur so, dass Bitcoin eben halt unendliche Mengen Strom frisst, sondern dass Twitter, Facebook, TikTok und Ähnliches eben halt auch oder auch Smartphones unheimliche Umweltkosten hinter sich herziehen. Das sind die drei Dinge, die, glaube ich, wirklich, wirklich systemrelevant verändert werden können und müssen. Wir müssen eine nachhaltige Ernährung, wir müssen eine nachhaltige Mobilität und wir müssen eine nachhaltige digitale Welt schaffen. Mhm, Dankeschön. Und eine Frage noch an Herrn Peto. Gibt es schon solche Anwendungen, bei denen man den Abdruck von Produkten wirklich schlüssig nachvollziehen kann? Also den vollständigen Abdruck eines Nahrungsmittels auf die Nachhaltigkeit während seiner Entstehung abzubilden, so ein Zertifikat gibt es noch nicht. Es gibt Entwicklungen, die in diese Richtung gehen, die kommen witzigerweise aus dem Bereich nachwachsender Rohstoffe. Wenn Sie heute den Beimischungszwang sehen bei unseren Treibstoffen, dann muss ich für einen Raps, der dort
diese Quote erfüllen soll, die Nachhaltigkeit komplett nachweisen. Wenn Sie auf der anderen Seite betrachten, ein Müsli mit 17 verschiedenen Zutaten aus 5 verschiedenen Ländern, dafür jede dieser Zutaten entsprechend den Fußabdruck darzustellen im Bereich der Nachhaltigkeit und der Biodiversitätsschädigung, das ist eine Aufgabe, die können Sie am Ende nur digital lösen. Und ich denke, da werden wir viel Energie reinlegen, nicht nur im Klimaschutz, in der digitalen Bewertung von Treibhausgasfußabdrücken, sondern auch was Biodiversität angeht. Vielen Dank. Damit ist dieser zweite Denkpunkt abgeschlossen und wir machen nur noch einen ganz kleinen dritten Denkpunkt, aber den müssen wir machen, nämlich in die Zukunft schauen. Ecosystems Restoration. Da würde ich gerne die Bundesministerin bitten, ihre Erwartungen und letztlich auch ihren Input zu beschreiben und vielleicht noch eine kurze Rückmeldungsrunde, was für unser Podium in dieser Hinsicht noch wichtig ist. Ja, ich finde, das knüpft ganz gut an unsere Diskussion, die wir hier gerade hatten. Es ist ja mehrfach gesagt worden, dass es jetzt eine Trendwende geben muss und dass wir die nächste Zeit jetzt auch nutzen müssen. Und diese UN-Dekade, die neue, will genau so eine Trendwende, nämlich endlich wegzukommen davon, natürliche Lebensgrundlagen zu zerstören, jetzt wieder dazu zu kommen, etwas wiederherzustellen oder, wie wir hier eben gesagt haben, etwas wiederzubeleben, was schon mal da war. Und dieses Querschnittsthema, also wiederherstellen, das hat was mit Biodiversität zu tun, wie wir es gerade hier in der Runde diskutiert haben, mit Klimaschutz, mit nachhaltiger Entwicklung. Insofern können wir an das, was wir die letzten 10 Jahre gemacht haben, sehr, sehr gut anknüpfen. Ich finde an dieser Dekade sehr gut, dass sie ganz klar nochmal sagt, welche Beziehung Mensch und Natur haben. Und diese Vorstellung, wir könnten ohne die Natur leben, dass man das endlich nochmal deutlich macht, dass die Natur, dass unsere Umwelt für uns existenziell ist. Wenn wir die Erde kaputt machen, haben wir keinen Planeten B, auf den wir dann mal eben ausweichen können. Leben wird es hier weitergeben, nur nicht mit uns. So, deswegen dieses Existenzielle nochmal wieder deutlich zu machen, wie wertvoll intakte Ökosysteme für jeden Einzelnen und für jede Einzelne sind, das erwarte ich mir auch von dieser Dekade jetzt, dass wir das stärker schaffen. Und ich finde den Hashtag, den es jetzt für die Dekade schon gibt, der heißt nämlich Generation Restoration. Ich finde, dass das in allerkürzester Form zusammenfasst, um was es da jetzt geht. Es sind noch 10 Jahre, wir haben wenig Zeit nur noch umzusteuern und diese 10 Jahre müssen wir jetzt auch nutzen, um wirklich umzusteuern, um nicht nur Ziele zu diskutieren, das haben wir ja eben von Adina Art gehört, als Jugendbotschafterin, nicht nur Ziele, sondern endlich machen, dem Ökosystem wieder mehr Raum geben, der Natur wieder mehr Raum geben und auch der Wildnis wieder mehr Raum zu geben. Das ist enorm wichtig, dass wir das, was noch an Wildnis wo hatten ist, jetzt wirklich sichern und dass wir auch wieder dazu beitragen, auf der ganzen Welt Ökosysteme wieder herzustellen. Das geht, das kann man und das muss jetzt auch passieren. Ergänzungen? Ich kann mich da nur insofern anschließen, als dass ich sagen kann, handeln, 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 handeln. Also es ist ja, wir haben diese Aufmerksamkeit, aber ich sehe halt, dass die Natur einfach, die steht halt vorm Kollaps. Und ich mache mir ernsthaft Sorgen auch, also wie sieht die Welt aus, wenn ich 2030 in mein Leben schaue? Wie sieht die Natur und die Welt aus, wenn ich 2050 bin ich 56 Jahre alt? Wie sieht es dann aus? Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, okay, welche praktischen Schritte können wir gehen? Also eins ist ja auch zum Beispiel Wahlalter senken. Eben, wir brauchen diesen politischen Druck. Und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, wir müssen so viele Weichen neu stellen. Sozusagen diese Werkseinstellungen, die wir jetzt haben, sind völlig falsch gesetzt. Die Werkseinstellungen jetzt lauten, das, was wir tun, zerstört Natur. Und wenn ich anders handle, dann kostet mich das mehr Zeit, Energie und so weiter und so fort. Und wenn wir es schaffen, diese Weichen neu zu stellen, und ich weiß, dass es möglich ist, dann können wir es schaffen. Aber es braucht wirklich alle Bereiche, alle Ministerien und alle Wirtschaftsbereiche.
Vielleicht zwei ganz konkrete Sachen aus der Wissenschaft mal übertragen. Das eine sind die 30%. Also man muss einfach 30% von allem unter Schutz stellen. Das ist keine Zahl, die sich irgendjemand ausgedacht hat in der NGO, sondern die ist wissenschaftlich hergeleitet. Man braucht halt eine gewisse Menge Natur, die so geschützt ist, dass ich in diesen Schutzräumen alles regenerieren kann. Dann kann man drumherum auch durchaus etwas abernten, benutzen, Industrie betreiben und Häuser bauen. Also die 30% sind sicherlich ein ganz konkretes, sinnvolles Ziel. Und das Zweite ist, dass wir mal anfangen müssen, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich Wachstum messen. Ob das schlau ist, dass wir auf einem begrenzten Planeten versuchen, unbegrenzt zu wachsen. Der logische Bruch da drin schließt sich jedem sofort. Das ist nicht möglich. Und alle, die das sagen, denken zu kurz. Und deshalb müssen wir überlegen, ob wir wirklich Erfolg weiter am Bruttoinlandsprodukt messen wollen. Das ist ja ungefähr so, also da wird ja nur eine Geldmenge gemessen, die größer wird. Das ist ungefähr so, als würde ich zu dir sagen, Nina, du bist sehr viel dicker geworden, also geht es dir besser. Man kann nicht nur Masse messen. Wenn man das Wohlbefinden eines Menschen beurteilen will, dann kann man das nicht nur an seinem Gewicht festmachen, sondern das ist sehr viel komplexer. Und so müssten wir mal überlegen, ist Wachstum wirklich etwas, was man nur in der Geldmenge misst, oder ist es vielleicht eben auch Gesundheit, Lebensdauer, Zufriedenheit? In Deutschland sind die Menschen seit den 1970er Jahren pro Kopf 5-mal wohlhabender geworden, aber kein bisschen glücklicher. Warum also wollen wir immer mehr anhäufen? Wir müssen mal überlegen, gibt es da andere Werte, die wir messen können, andere Kriterien, die wir anwenden können, um ein anderes Wachstum zu erzielen. Wir müssen wachsen, das ist natürlich immer so, aber man kann ja nicht nur in der Breite wachsen, sondern vielleicht ja auch mal in der Höhe oder in der Qualität. Also das sind die beiden Punkte, 30% der Natur und andere Wachstumskriterien, dann würde sich vieles ändern. Alles nickt. Noch jemand, Herr Peto? Ja, gut, also ich bin jetzt schon 54, insofern kann ich auch schon ein bisschen zurückgucken. Und was mich bewegt, ist dieser Vorgang, dass der ja auch zum Beispiel in der Krefeld-Studie beschrieben ist, die letzten 30 Jahre, das sind ja 30 Jahre, die habe ich bewusst miterlebt. Ich habe 91 meine erste eigene Ernte eingefahren auf dem Betrieb, und insofern ist ja alles das, was da beschrieben ist, passiert in der Zeit, in der ich wirtschafte. Und wenn ich dann kann man natürlich, wenn man über Restoration nachdenkt, auf die Idee kommen zu gucken, was hat sich eigentlich tatsächlich verändert in dieser Zeit. Und was mir aufgegangen ist, es hat sich ja gar nicht so viel verändert, was jetzt den Anteil der Schutzgebiete oder dieser Dinge angeht, sondern es hat sich das Perfektionsniveau unseres Umgangs mit der Natur verändert. Wir machen heute eine perfekte Landwirtschaft. Wenn ich mich zurückerinnere, 1991 war es ein Riesenproblem, auf einem Ackerstück gleichmäßig überall einen Bestand hinzustellen, der überall die gleiche Anzahl von Halmen hatte. Dazwischen waren Bereiche, die sind nicht gewachsen, da konnte die Feldleiche brüten. Und jetzt stellt sich mir die Frage, müssen wir, und wenn wir über Restoration nachdenken, diesen Zustand wiederherstellen, indem wir sagen, wir müssen wieder unperfekt, wir müssen wieder schlechter werden, oder können wir eine Synthese dieser beiden Ansprüche tatsächlich herstellen? Und diese Frage müssen wir beantworten. Dazu als Beispiel das letzte ausgezeichnete Projekt der UNDK, der biologische Vielfalt, was ich im Netz gefunden habe, ist ein Golfplatz. Da haben sich im Erdinger Moos die Mitglieder und die Vorsteher des Golfplatzes Gedanken gemacht, wie kann man diesen Golfplatz so gestalten, dass da jetzt möglichst viel biodiversitätserhaltende Maßnahmen laufen. Es hat sich keiner die Frage gestellt, ist es eigentlich sinnvoll, Wildnis zu kultivieren, damit Menschen Bälle in Löcher schlagen können. Und insofern denke ich, dieser Weg Synthese menschlicher Bedürfnisbefriedigung und Erhalt der Natur, der Biodiversität und des Klimas. Das ist unsere Herausforderung. Und deshalb ist Restoration ein bisschen komischer Begriff. Wir müssen aufpassen, dass wir den richtig rumdefinieren, dass wir sagen, es steht nicht die Alternative zur Debatte, keine Menschheit und dafür Natur oder keine Golfer Natur mehr. Oder keine Golfer mehr. Und insofern, wenn wir das in diese richtige Bahn gelenkt kriegen, dann glaube ich, kommen wir da zu einer guten Richtung, einer guten Diskussion. Aber ich gebe Ihnen recht, ich bin jetzt schon 54, ich werde 2050 wahrscheinlich nicht mehr erleben, insofern, wir haben keine Zeit mehr. Ja, aber ich möchte trotzdem, die drei sind ja in der Kommunikation einfach, die zugeschaltet sind in der Kommunikation ja benachteiligt. Deshalb die Frage, gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen möchten, das soll Ihnen auf jeden Fall gestattet sein. Erst vielleicht Mund und dann Herr Professor Vogel, passt das?
mit Blick auf Restoration zwei Dinge sagen. Meine große Hoffnung, die Generation sitzt ja auch hier am Pult, ist insbesondere auch die Generation der Jugendlichen heute. Warum sage ich das? Nicht nur wegen Fridays for Future und weil man dort Klimakrise und ich finde übrigens auch Biodiversität gut zusammendenkt, sondern weil Jugendliche oft nicht nur sehr kreative Ideen haben, die wir zum Beispiel mit einem Jugendprojektfonds unterstützen, unkompliziert und machen, also nicht lange reden, sondern machen, sondern weil ich erlebe das auch an unseren Hochschulen, bei denen die ausbilden, die Generation, die jetzt sensibilisiert ist, übrigens auch durch die UN-Dekade, überrennt gerade die grünen Berufe an den Hochschulen, an den Ausbildungsstätten. Wo das nicht der Fall ist, ist die Landschaftspflege. Da mache ich jetzt mal einen Werbeblock. Wo das eher der Fall ist, ist die ganze Frage Wald, weil einfach auch angekommen ist, wie schlecht es unserem Wald geht. Also Restoration und die Frage, was heißt das für das Ökosystem Wald, steht im Vordergrund. Und meine große Bitte wäre nicht nur an diese Generation, sondern auch schlicht und ergreifend an das BMU, hier auch nochmal nachzudenken, wie gerade Jugendprojektarbeit erleichtert werden kann, damit wir mehr von der jungen Generation, die unter wirklich jetzt auch erschwerten Bedingungen ihren Schulabschluss gemacht haben, in diese Berufsbereiche bekommen. Weil das ist der Nachwuchs, der auch neue Ansätze mitbringt, der quasi mit den kreativen Impulsen reingeht, die wir brauchen. Und das Zweite für Restoration ist mir ganz wichtig. Ich nehme Sie mal gedanklich kurz mit in die Hügellandschaft der Rhön. Wir werden diese Landschaft nur erhalten können, wenn wir auch die Pflege gewährleisten können. Also Stichwort beispielsweise Landschaftspflege mit Schafen und Ziegen. Wenn wir also auch Schäferinnen und Schäfer so entlohnen, dass Landschaftspflege sich lohnt. Also es lohnt sich wirklich, an diesen Stellen diejenigen mitzudenken, sowohl die Ausbildung, sie heranzuführen an diese spannenden Berufe, als auch die entsprechende finanzielle Kulisse zu schaffen. Wir haben heute viel über die Landwirtschaft geredet, aber bei Restoration gehört genauso Moore dazu wie offene Landschaften wie, und das ist wirklich dramatisch, die Situation unserer Wälder. Ich glaube, uns alle eint, wir lassen den Blick nach vorne in den Mittelpunkt rücken und wollen gestalten. Und genauso soll es auch sein im Sinne einer intakten Natur. Denn eins ist klar, uns braucht die Natur nicht, aber wir brauchen eine intakte Natur. Dankeschön, Professor Vogel. Ja, ganz kurz noch mal darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine UN-Dekade handelt. Das heißt, so wichtig es ist, die Rhön, die ich selber sehr mag, und den Schäfer oder die Schäferin dort in den Blick zu nehmen. Nur Natur kennt keine politischen Grenzen, hat sie noch nie gekannt, wird sie nie kennen. Das heißt, dass das hier eine UN-Dekade ist, ist unheimlich wichtig. Und Deutschland muss sich auch zu seiner Verantwortung global bekennen. Wir sind Exportweltmeister. Wir bringen einen CO2-Abdruck aus der ganzen Welt zu uns, um eben halt dann unsere Produkte zu verkaufen, unseren Wohlstand zu erhalten oder zu mehren. Das sind alles Verantwortungen, denen wir uns stellen müssen. Sonst haben die Schäfer auch nur noch kahle Hänge und da will auch kein Schaf mehr dann drauf arbeiten. Also global denken, lokal handeln, das muss noch besser gelernt werden. Aus der Vogelperspektive, Professor Vogel, Dankeschön. Noch jemand? Also, Herr Professor Niebert. Bevor ihn sicherlich die Ministerin machen wird. Ich glaube, dass das, was in dieser nächsten Dekade passieren muss, ist tatsächlich Naturschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt zu einem gesamtgesellschaftlichen Projekt werden zu lassen. Wir haben vorhin schon gehört von verschiedener Seite, wie wichtig es ist, die gesamte Lieferkette zu betrachten. Und in dem Zusammenhang fällt mir sowas auf wie das Lieferkettengesetz, das ist vorhin gefallen, oder aber auch die globale Mindeststeuer, die wir jetzt am Wochenende nämlich eingeführt bekommen haben, aber wo die G7 zumindest einen Beschluss gefasst haben. Das sind ja alles Instrumente, die wir brauchen, um diesen immer stärkeren Druck, dieser Druck, der auf der Natur lastet, um den wegzunehmen. Und das brauchen wir nur, wenn wir das tatsächlich schaffen, werden wir es schaffen, die biologische Vielfalt nicht nur zu erhalten, sondern auch wieder zu verbessern. Das ist das eine. Und dann das zweite. Ich glaube, und eben ist schon der Wald gefallen von Frau Sigismund, ich glaube, wir müssen an verschiedenen Stellen dann auch den Mut haben, um zum Beispiel im Wald Natur einfach auch mal wieder
Natur sein zu lassen und nicht glauben zu können, wir können alles selber gestalten, sondern der Wald im Klimawandel wird nur nachhaltig sein, wenn er selber wächst und sich frei entfaltet. Vielen Dank, Herr Professor Niebert. Jetzt kommt die Bundesministerin mit ihrem Schlusswort zu dieser etwas längeren Runde, aber wir haben einfach so tolle Leute. Da mussten wir eine Viertelstunde überziehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich will die Schlussrunde nutzen, einfach nochmal Dankeschön zu sagen. Dankeschön für das ganze Engagement, was man heute hier ja auch auf dem Podium sieht. Wir sind, glaube ich, alle mit Leidenschaft an dem Thema dran. Deswegen dafür nochmal mal ganz herzlich Dankeschön. Und ich will das verbinden mit einer Bitte, nämlich dran zu bleiben. Auch die neue UN-Dekade braucht sehr viele Menschen, die mittun, die mit dabei sind, die sich mit engagieren. Wir brauchen das national, Herr Professor Vogel hat darauf hingewiesen, wir müssen auch international dranbleiben. Das machen wir im Umweltministerium. Wir fördern eben auch internationale Projekte, aber wir werden auch wieder national hier unterstützen und fördern. Wir sind gerade dabei, auch wieder einen Dekadenwettbewerb aufzulegen, wo man sich dann eben beteiligen kann, wo wir wieder Persönlichkeiten auch als Botschafterinnen und Botschafter gewinnen wollen und wo wir auch die sozialen Medien für dieses Thema praktisch nutzen wollen, um dafür zu werben, sich jetzt eben auch für das Thema Restoration, Wiederbelebung, Wiederinstandsetzung sozusagen zu engagieren. Das geht jetzt gerade erst los. Das ist der Start dieser UN-Dekade, aber ich will schließen mit der Bitte, mitmachen, das ist ein Projekt, was nur gelingt, wenn wirklich alle mit dabei sind. Möglichkeiten werden dafür geschaffen werden und ich glaube, das ist ein wirklich sinnvolles Thema, wo ich einfach nur nochmal aufrufe, mitmachen, mittun. Gemeinsam werden wir da große Stücke weiterkommen. Vielen herzlichen Dank. Eigentlich könnte ich jetzt sofort die Reißleine ziehen und hier sagen, so, das war's. Es kommt jetzt nur noch ein Mitarbeiter von Ihnen, der sich, glaube ich, nochmal bedanken möchte. Aber bevor er kommt, ein herzliches Dankeschön an die ganze Runde. Ich habe Sie jetzt lange gequält, aber ich glaube, es war ein unheimlich, also gequält, weil es sind hier gefühlte 42 Grad im Raum, weil irgendwie, mir wurde gesagt, hier wurde keine Klimaanlage eingebaut aus Klimaschutzgründen. Also wir leiden für den guten Zweck. Inhaltlich hat sich keiner gequält. Inhaltlich war es großartig. Und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen, die dabei sind und die im Homeoffice sind, ja vielleicht ein bisschen kühler dran, ganz, ganz herzlich bedanken. Anregungen haben wir in Fülle. Jetzt müssen wir es machen, Adina. Ne? Dankeschön. Ja, super. Darf ich Sie gleich dazu holen? Dann bleiben wir einfach sitzen. Wir haben einfach gesagt, es sollten eigentlich alle abgehen, damit die Ministerin nicht sitzt, wenn jetzt noch jemand anders spricht. Aber ich glaube, das ist okay, gell? Also er ist der Leiter der Unterabteilung Naturschutz der Dekade, der Naturschutz vom Bundesumweltministerium und heißt Josef Tumbrink. Ja, vielen Dank. Ich möchte es auch ganz kurz machen, aber ich möchte mich einmal nochmal wirklich bei Herrn Todt und dem gesamten Team auch seitens des Ministeriums bedanken. Ihr habt wirklich einen tollen Job gemacht und ohne euch wäre die Dekade nicht so das geworden, was sie eben jetzt ist. Und wir haben es ja heute gehört, das ist auch euer Applaus als kleine Runde heute hier, aber der gehört jetzt euch. Und ich möchte natürlich der Moderatorin, Frau Ruge, bei diesen Temperaturen, und stellen wir uns mal vor, die Hütte wäre voll gewesen hier, nicht? Und dann ohne Klimaanlage, ich weiß es nicht, aber Sie haben das richtig klasse gemacht. Vielen, vielen Dank für die tolle Moderation in den letzten Stunden, das war richtig klasse. Dankeschön. Und ganz zum Schluss möchte ich Richtung Bonn was sagen, nämlich dem Team im Ministerium. Da gibt es Frau Gödecke. Und Frau Gödecke ist die Mutter der UN-Dekade, so würde ich das mal sagen. Die hat die ganze Dekade 10 Jahre lang begleitet, kann heute nicht hier sein, hat aber bestimmt auch vor dem Rechner gesessen und gebibbert, dass alles gut geht heute. Es ist gut gegangen, Frau Gödecke. Und Frau Gödecke geht dieses Jahr in den Ruhestand. Und ich will nochmal auch im Namen aller ihr von hier sagen, Dankeschön für das tolle Engagement. Und das ist auch Ihre Dekade, Frau Gödecke. Und das war's von meiner Seite. Und dann kommt noch kurz derjenige, sozusagen das i-Tüpfelchen auf der Verabschiedung, derjenige, der hier alles gestemmt hat in den letzten 6 Jahren. Herr Arno Todt, Leiter der UN-Dekade Biologische Vielfalt und dessen Geschäftsstelle.
Ihr Fazit vielleicht zum... Mein Fazit? Mhm. Zum heutigen Tag? Das ist jetzt nicht so einfach. Mein Fazit, ich glaube, das war wirklich eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Also mir hat es gefallen. Und es war auf jeden Fall ein toller Rückblick auf die UN-Dekade im ersten Teil und im zweiten Teil ein ganz wunderbarer Ausblick auf die Dinge, die denn da die nächsten Jahre halt kommen werden. Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, die ich besonders interessant fand. Ich fand es einmal... Mikro. Ich fand es einmal sehr interessant, den Punkt, ich glaube, Dirk Steffens hat es angesprochen, Natur- und Umweltschutz viel stärker als positives Narrativ zu vermitteln. Fand ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der stärker behandelt werden sollte. Dann der Punkt mit der intrinsischen und extrinsischen Motivation. Ich glaube, das spielt nicht nur bei den Landwirten eine Rolle, sondern ich glaube, das spielt bei allen Akteuren eine Rolle. Und ich glaube, beide Aspekte sollten wir einfach mehr bedenken, dass es sowohl die extrinsische als auch die intrinsische Dimension gibt. Und schließlich, und das ist ein Punkt, der auch im Hinblick auf die nächste UN-Dekade, glaube ich, ganz interessant ist, die bestehenden Netzwerke und die guten Projekte, die bereits da sind, weiter zu pflegen. Also das waren aus meiner Sicht drei ganz interessante Punkte, die Sie hier heute in der Runde besprochen haben. Also tolle Ergebnisse, fand ich. Und dürfen wir noch ganz zart fragen, wie es mit Ihnen weitergeht? Wie es mit mir weitergeht, also wir werden uns im NOVA-Institut auf jeden Fall für die biologische Vielfalt weiter stark machen und da auch weiter intensiv dran arbeiten. Das kann ich Ihnen versprechen. Applaus. Ja, gerne. Dann kann ich im Grunde nur sagen, hier sitzen drei Ex-Botschafter ab dem jetzigen Zeitpunkt. Ja, beschäftigungslos. Wir sind beschäftigungslos. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wer wirklich aufmerksam zugehört hat, hat eine Menge mitnehmen können. Und es wäre wirklich ein großer Gewinn, wenn wir Ihnen einen gewissen Erkenntnisgewinn hätten liefern können. Und wer noch ein bisschen was nachschauen möchte, vielleicht auch nochmal Fotos und Dokumentation, unter www.undekade in einem Wort minus biologische Vielfalt in einem Wort.de, da finden Sie in Kürze alles. Und ich kann mich nur anschließen, bleiben Sie dabei, sowohl beim Anliegen der alten Dekade, als auch seien Sie dabei beim Anliegen der neuen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.